Krass. Krass. Leute, krass. Wir nehmen einen Podcast auf, jetzt gerade, und der kommt quasi in 11 Tagen raus. Also wenn ihr das da hört da draußen, dann sind schon 11 Tage vergangen, seit wir das aufgenommen haben und seit das jetzt rausgekommen ist. Und das ist für uns fast schon ein Rekord. Ja, wir sind die Vorproduktionsmaschine. Ja, das, ich habe auch manchmal, ich glaube, die Leute da draußen wissen nicht so recht, wie knapp manchmal die Videos fertig werden. Dass dann teilweise irgendwie ein paar Stunden, bevor das online kommt, dass das Video erst fertig ist. Aber es hat bisher immer funktioniert. Oder der Podcast. Fast immer. Ja, ja meistens funktioniert das auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich, heute mit euch tolle Sachen zu besprechen. Ich dachte, du machst jetzt so eine richtig schöne Vorlage. Und wisst ihr, was nicht funktioniert hat? Die folgende Produktion dieses Jahr. Und wisst ihr, was nicht funktioniert hat? Die folgende Produktion dieses Jahr. Übrigens ist das ein Podcast von Funk. Wir haben heute 40 schlechte Filme und Serien von 2022 mitgebracht. Ich muss auch direkt sagen, das sind jetzt nicht alles per se schlechte Filme und schlechte Serien, sondern manchmal sind es einfach auch nur Enttäuschungen. Ja. Und darüber wollen wir auch sprechen. Wir sind jetzt gerade zu dritt hier beim Podcast, für alle, die nur zuhören. Und wir werden auch immer zu dritt bleiben und über die Filme und Serien sprechen. Aber wir wechseln dieses Mal ein bisschen durch. Das heißt, wir werden 10 Filme besprechen, 10 Serien besprechen. Dann werde ich rausgehen, dann kommt Xenia rein. Und dann geht irgendwann Marius raus. Und dann bin ich mit Xenia drin. Das wird ein lustiges Ding. Ich habe das alles durchgeplant. Alle sind hier komplett verwirrt. Absolut. Reise nach Hollywood quasi. Ja, genau. Und dann haben wir auch mindestens immer so 1 bis 2 Personen, die den Film oder die Serie jeweils gesehen haben. Ich glaube, das wird ganz witzig, weil es ist vorgekommen, wir haben so ein ganz cooles Excel-Dokument. Ein cooles Excel-Dokument. Coole Zahlen. Und damit kriegt man die coolen Kids. Ja, genau. Und haben das mal aufgeschrieben, welche Filme in den Top 10 sind, welche Filme in den Flop 10 sind und auch bei Serien und sowas. Und da kam raus, dass teilweise bei manchen Leuten Filme in den Top-Listen vorkamen, aber bei den anderen Leuten waren die in der Flop-Liste drin. Deshalb, das wird heute auch vorkommen. Da bin ich schon sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich einige Diskussionen geben. Epische Schlacht. Wir werden uns hiernach nicht mehr mögen. Ja. Wahrscheinlich nicht. Alper ist leider heute nicht dabei, weil der gerade die Kritik zu Avatar 2 vorbereiten muss. Krass. Dazu werden wir natürlich nichts spoilern. Aber die ist ja halt schon längst raus, ne? Ja, genau, also, die ist schon längst raus. Seit 7 Tagen. Kommt davon, wenn man 11 Tage im Voraus produziert. Und was wir auch noch machen werden, also einige Filme werden natürlich nicht hier drin landen und einige Serien, weil die manchmal auch einfach zu kurz vor Redaktionsschluss rauskamen. Mhm. Und das Gleiche hier mit den besten und schlechtesten, mit den schlechtesten Filmen und Serien werden wir auch nächste Woche am Freitag machen mit den besten Filmen und Serien, wo dann Alper mit dabei ist und dann wird es noch, für mich, für die Vorplanung wird es noch komplizierter. Aber davon werdet ihr alles gar nichts mitbekommen. Aber Jonas, warum sitzen wir nicht einfach alle hier an einem Tisch? Ja, weil, könnten wir auch gerne machen, aber ich habe die persönliche Erfahrung gemacht, das macht nicht so viel Spaß. Und drei Leute sehen wir so als Maximum an, was man noch so versteht in dem Podcast, wo man auch Stimmen unterscheiden kann und es wird nicht allzu sehr durcheinander geredet. Ja. Deswegen ist die Frage damit auch geklärt. Also, wir fallen uns ja so schon sehr oft ins Wort. Stimmt gar nicht. Deshalb, bei 5 Leuten wäre das noch ein bisschen komplizierter. Das stimmt. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem, was auch was Kompliziertem. Und zwar Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja, ich fange einfach mal an. Ich muss sagen, ich finde, es ist jetzt per se kein schlechter Film. Ich war nur sehr enttäuscht. Das liegt nämlich auch daran wahrscheinlich, dass dieses Jahr ein Film über ein Multiversum gekommen ist, der so viel besser war als Doctor Strange. Und zwar Everything, Everywhere, All at Once. Richtig, und dann finde ich nämlich auch den Titel In the Multiverse of Madness einfach frech, weil es ist einfach kein Multiversum der Verrücktheiten, weil es werden uns 3 andere Universen gezeigt und die sind auch gar nicht mal so crazy. Doch, in dem einen geht man bei Rot über die Ampel. Nein. Das ist das so. Das nennt man auch Köln. Das stimmt. Das nennt man auch Köln. Das nennt man auch mein Life. Ja, aber ich finde, ich fand den wirklich gar nicht so schlecht. Einfach weil Sam Raimi ja auch wieder dafür verantwortlich gewesen ist. Und ich finde, in den Momenten, in denen man gemerkt hat, dass er diesen Film gemacht hat, in dieser Zombie-Doctor Strange-Auferstehungsszene, die fand ich super. Mhm. Und auch generell gab es viele Elemente, wo man den wiedergesehen hat. Das fand ich cool, aber ansonsten ist das auch wieder generell wie die Phase 4 eigentlich dieses Jahr echt so ein bisschen, na. Ja, aber ich mochte das auch, dass so Sam Raimi immer so ein bisschen durchgeschienen hat, wo man eigentlich so das Gefühl hat, so alle Marvel-Filme sind so ein bisschen gleich. Also da gibt es irgendwie nie so die persönliche
Note. Aber der Film hat es dann auf jeden Fall geschafft. Wir wollen den jetzt ja auch nicht nur bashen, wir waren einfach. Ja, also ich war zumindest einfach enttäuscht von dem Film. Hätte mehr Sam Raimi sein müssen. Dann wäre es besser geworden. Ich mehr war Madness. Halt, ja, mehr Madness. Ich war halt super enttäuscht und es ist inzwischen ja auch ein Meme geworden. Ne? Also guckst dir mal das Multiverse mit Spider-Man an. Ne? Wir haben da Tom Holland, Tobey Maguire und Dingens. Andrew Garfield, sorry, den cooler Typ. Den besten. Völlig verschieden. Bitte was? Völlig verschiedene Dudes. Und hier in diesem Film, Doctor Strange, sieht halt immer gleich. Also ich glaube, sein Bart ist oder sein Frisur ist zumindest ein bisschen anders. Aber das war für mich auch so eine Logiklücke. Es gibt ja diese eine Szene, wenn er in diesem verfallenen Universum ist und sich selber trifft und dann sein Konterpart so fragt, ja, aber beweist erst mal, dass du auch Doctor Strange bist und erzählt ihm halt irgend so eine Geschichte aus seiner Kindheit. Dann denkst du, ja, ist mir auch passiert. Du bist es. Die Chance, dass das passiert, ist sehr, 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 sehr gering. Und das fand ich fand es halt da so ein bisschen langweilig, was das angeht. Was ich mich immer frage, ist, versteht man diesen Film, wenn man WandaVision nicht geguckt hat? Ja. Wirklich? Hast du WandaVision nicht geguckt? Ich hab's nicht zu Ende geguckt, muss ich sagen. Okay, ja. Aber hat das für dich nicht, also war jetzt nicht, dass du gedacht hast, nee, das ist nee, also ich weiß ja, was man, also das ist ja auch, ne, es wurde ja auch gesagt, boah, ganz viel Spoiler, bla, bla, aber man weiß ja, was dieser Charakter ist, also aus den Comics, und dass das nicht krass abweichen wird, so war mir irgendwie, war mir jetzt nicht ja, so krass bewusst, sondern so, war jetzt keine Überraschung für mich. Ja, und sie haben halt WandaVision gefühlt nochmal kurz zusammengefasst halt wirklich, ja. Und das halt aber auch sehr exzessiv nochmal, diese Mutter. Ja. Kind-Beziehung. Ja. Und das Problem mit dem Multiversum ist halt auch, okay, es hätte für alles eine andere Lösung gegeben. Es gibt irgendwo ein Multiverse, wo diese Kinder keine Mutter haben. Enjoy. Aber was auch wichtig ist, ich finde, das hat das Multiverse auch wieder nur angeteased und hat es uns ja gar nicht präsentiert. Also es ist halt dieses, es steckt im Titel, wir haben einmal, sind einmal kurz eingetaucht, aber das war es dann halt auch wieder. Ja, ja, wie so eine Side-Mission. Ja. Ein bisschen. Ja. Wir haben gerade auch schon über Spider-Man geredet und einer der großen Widersacher von Spider-Man ist Morbius. Now it's Morbin time. Now it's Morbin time. Wir hatten den Film des Jahres. Auch in den Mobillion Dollars hat er gemacht. Das ist wirklich das Beste an diesem Film, die Memes einfach. Das ist wirklich, also, die haben mich wirklich durch eine schwere Phase gebracht. Also wirklich, also einmal Twitter aufgerufen und es ging einem wieder gut, weil man die ganzen Morbius-Memes gesehen hat. Die sind dann aber auch gestorben, als Jared Leto dann auch darauf reagiert hat und das Ganze so auch nochmal aufgegriffen hat, weil der hat dann irgendwie, da gibt es ein Video von dem, wo der Morbius 2 das Skript halt öffnet und da steht dann It's Morbin Time drunter und er dann, ja, haha, ich verstehe Memes. Und dann war es auch ausgenudelt. Boah, nee. Der größte Joke war aber, dass Sony gedacht hat, okay, das ist ja wirklich erfolgreich. Und dann bringen die den noch mal raus. Aber das hat für mich irgendwie so diesen Trend ausgelöst, dass man halt auf Social Media irgendeine awkward Sache startet. Und das wurde dann fortgeführt mit Minions. Und welcher Film war noch so? Gerade in letzter Zeit mit schlimmen Kinobesucher und Besucherinnen am Start. Wo sie alle daneben benommen haben. Smile war es. Deswegen habe ich den Film auch nicht im Kino gesehen. Also für mich war das so der Auslöser von, okay, wenn es auf Social Media läuft, dann schlachten wir es aus. Ich fand aber die Memes, als der Film nochmal in die Kinos kam, die wurden dann nochmal besser. Ja, das war immer dieses eine Meme fand ich geil mit, ja, ich hatte dieses Wochenende leider keine Zeit, könnt ihr ihn vielleicht nochmal raus? Ja, das war wirklich super. Aber es gab halt auch wirklich so richtig skurrile Sachen im Zusammenhang mit diesem Film. Es gab mal ein Discord-Screening, bei dem ungefähr nur ein Dutzend Leute waren. Mit was? Richtig. Ich hab gar nicht mitbekommen. Ja, da gibt es irgendeine Discord-Gruppe über Morbius. Das sind halt die Hardcore-Morbius-Fans und das sind aber wirklich Hardcore-Morbius-Fans. Von dem Film oder von dem Charakter? Von dem Charakter und dem Film, ich weiß es nicht so ganz. Okay. Und bei diesem Special Screening mit diesen nur Dutzend Leute ist Jared Leto auch noch erschienen und der und das war aber irgendwie ein bisschen traurig, weil er war dann so, oh meine großen Fans und dann sitzen da nur 12 Leute und ich war halt so ein bisschen so, oh nein, der Trend ist, weiß er eigentlich, was da abgeht und so. Aber jetzt mal zum Film, der Film ist wirklich dumm. Ja. Ja, wir haben sehr viel über den Film geredet, aber nicht halt, um was es wirklich geht. Ja, und das sagt einiges aus. Ja. Ja. Also ich find, für mich war das nicht mal eine Enttäuschung, das war einfach der Frechheit? Egalste Film des Jahres. Ich hätte auch vergessen, dass ich den gesehen habe, wenn der nicht bei mir bei Letterboxd wieder aufgetaucht wäre. Genauso. Ja. Für mich ist das so ein Film, es wäre so eine typische Produktion gewesen, man muss einen Film machen, damit man die Rechte behält. Trotz irgendwas raus, damit wir die Rechte behalten können an dem Charakter und den nicht irgendwie zurückgeben müssen. Ja.
Also ich finde den Film unfassbar dumm und was mich am meisten, das muss ich mir nochmal aufschreiben, weil es ist wirklich das Dümmste überhaupt, diese Beziehung zwischen Milo und Michael in diesem Film. Ne, das sind ja diese Freunde, also Matt Smith ist ja dieser Milo, der heißt ja eigentlich gar nicht Milo. Was? Der in dem Film, das wird am Anfang gesagt, der hat irgendeinen anderen Namen und Michael nennt den einfach Milo, weil der den irgendwie an irgendjemanden erinnert und seitdem wird er dann nur noch Milo genannt, weil Michael Morbius ihm einfach gesagt, du heißt jetzt mal Milo. Ja, das wusste ich gar nicht. Doch. Das ist die Macht von Morbius. Und ich war die ganze Zeit so, warum passiert das? Also warum? Also es ist so dumm. Ich hasse diesen Film. Bestimmt irgendeine geschnittene Szene, die dann irgendwann später, wenn es nochmal ins Kino kommt, im Super Director's Cut. Ja. Im Jared Leto Cut. Wie viele Punkte würdest du dem geben, wenn du welche vergeben würdest? Billion Points. Billion Points. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist halt ein Film, den man sich angucken kann und da passieren Sachen. Echt? Also ich finde, das ist so die richtig. Also ich fand es nicht scheiße. Es gibt Filme, wo ich mich wirklich aufgeregt habe. Das ist einfach so. Das war so absolut belanglos. Deswegen würde ich einfach nicht weiterempfehlen. Ja, das sind zwei Punkte von mir. Was wir denn gegeben haben in unserer Kritik, ich weiß es doch gar nicht. Ich glaube, wir haben 4 und 3. Also es war, doch, ich glaube so. Das ist ganz schön spendabel noch. Das ja. meine ich aber auch. Also. Ich glaube, das war, weil der einfach nicht, er tut nicht so wirklich weh. Er ist einfach so belanglos. Ja, belanglos. Ja. Ein Film, der mir aber sehr, sehr weh getan hat, von einem Regisseur, den ich eigentlich sehr mag, von Roland Emmerich. Moonfall kam raus, sein neuer Weltuntergangsfilm, bei dem der Mond in die Erde kracht. Geil! Ja, hört sich eigentlich ganz geil an. Ich fand, die Trailer sahen auch irgendwie vielversprechend aus. Ich mag zwischendurch mal so Weltuntergangsfilme von Roland Emmerich. Also ich mag auch sehr viele Filme von ihm. Also 2012? Ich kann dem was abgewinnen. Er ist halt zu einem perfekten Zeitpunkt rausgekommen. Ja. Er ist doch auch 2012 rausgekommen. Ja, genau. Genau. Als wir vom Weltuntergang gesprochen haben. Der Film ist nicht gut, aber ich finde, er passt perfekt da rein. So. Der hat halt wirklich so alles vereint, was Roland Emmerich schon mal zerstört hat und hat alle Katastrophen in einen Film reingepackt. Und Moonfall passiert das doch jetzt eigentlich auch, oder? Ja, so ein bisschen auch. Ne? Es gibt dann Erdbeben, Hochwasser, so dieser ganze Schlons und der Mond fällt eben rein, aber da steckt irgendwas Komisches dahinter. Und ich finde das Krasseste, was dieser Film. Ich habe den auf dem Flug geschaut nach Indonesien. Und ich habe den zwischendurch ausgemacht, weil ich wirklich keine Lust mehr hatte. Und habe ich gedacht, nee, das ziehe ich jetzt durch, einfach nur, dass ich sagen kann, ich habe den Film jetzt gesehen und ich kann dieses Kapitel abschließen. Dieser Film propagiert so ein bisschen auch Verschwörungstheorien. Da ist so eine Figur, die wird dargestellt von dem Darsteller von Samuel Tarly aus Game of Thrones, John Bradley irgendwas. Und der ist da quasi so der Verschwörungstheoretiker in dem Film. Weil bei Roland Emmerich kommen auch immer Verschwörungstheoretiker in dem Film vor. Woody Harrelson zum Beispiel bei 2012. Und er hat recht. Er hat die ganze Zeit recht und er ist viel schlauer als die ganzen NASA-Wissenschaftler und NASA-Wissenschaftlerinnen. Wie damals bei Godzilla 2. Genau, so ein bisschen wie bei Godzilla 2. Kong vs. Godzilla. Aber ich fand, Godzilla 2 hat sich nicht so ernst genommen und Moonfall nimmt sich schon extrem ernst. Aber es war auch wenn da mal so Witze eingestreut werden. Kong vs. Godzilla, oder? Es war Godzilla vs. Kong. Ja, komm. Aber, oh Gott, ja, aber diese Filme. Oh, nee. Aber lohnt es sich denn immer, also noch nicht mal mehr für die Zerstörungsszenen dann? Nee, überhaupt nicht. Weil man das halt schon nochmal gesehen hat, oder? Guck dir auf YouTube eine Compilation an mit Best Destroying Scenes Moonfall und wahrscheinlich bist du da besser bedient, als wenn du den ganzen Film anschaust, weil der hält dich halt auch wirklich für dumm. Aber Roland Emmerich hat ja dann die Erde quasi so ein bisschen gesandwiched, oder? Also ich meine, bei 2012 ist es doch Erdbeben aus dem Marianengraben oder sowas? Ah nee, das war Andreas, San Andreas. Nein, bei 2012 sind es die Neutrinos. Stimmt, das war San Andreas, wo das mit dem Erdbeben war. Oh Gott. Und Independence Day, sondern The Day After Tomorrow war ja alles vereist. Mochtest du den eigentlich denn? Tatsächlich mag ich den von den ganzen Roland Emmerich-Filmen fast am wenigsten. Ich finde den nämlich wirklich dämlich. Also bei allem anderen gehe ich mit, weil das finde ich total logisch, aber The Day After Tomorrow, nee, das ist bei mir Schluss. Wobei, das hat auch, ich habe mal in einem anderen Podcast über Roland Emmerich-Filme gesprochen, mit dem Filmfressen. Und da hat der Peter auch gemeint, der mag bei dem Film, dass das so ein bisschen umgedreht wurde, dass dann Leute von den USA nach Mexiko fliehen. Und dass das halt so ein bisschen umgedreht wurde. Ja, das finde ich eigentlich so ein ganz cleverer Kniff. Ja, ich weiß aber nicht, ob da wirklich so viel hintersteckt. So, als ob das so ist halt nur eine Szene. Ja, genau, das ist einfach das Ende. Ja. Nee, also ich finde so, Independence Day war schon der letzte krass gute. Der einzig krass gute. Was hat er denn vorher noch so am Start? Ich mag auch richtig gern Der Patriot. Stimmt, mit Mel Gibson. Auch wenn der wirklich vor Pathos trieft.
Ja. Habt ihr Independence Day? War Independence 2 von ihm auch? Ja. Wieder ganz schrecklich. Der war ganz schlimm. Der war ganz, ganz schlimm. Oh. Damit wollte er einfach so eine Trilogie ankicken und es hat einfach nicht funktioniert. Ja, aber das wäre doch witzig gewesen, wenn Moonfall so der heimliche dritte Independence Day gewesen wäre. So, die Aliens, okay, wir schieben auf den Mond auf die Erde mit dem Riesenraumschiff. Ey, das wäre sau cool gewesen, wenn dann erst am Ende rauskommt, so, ey, das war gerade ein Independence Day. So, dann dreht sich auf, dann vertauschen ein paar Buchstaben von Moonfall und dann steht Independence Day 3. Ja, aber ich würde mal behaupten, dass Roland Emmerich mindestens 355 Mal die Erde schon untergehen hat lassen. Aber hört ja jetzt auf. Ich glaube, wenn wir noch einen machen und dann hört's. Du hast gerade eine Überleitung kaputt gemacht. Oh, es tut mir leid. Das ist okay. Es tut mir leid. Ich weiß auf jeden Fall, dass The 355 sich wie 355 Minuten angefühlt hat, weil der Film. Ich weiß es nicht. Also, es ist halt ein Actionfilm, ein Spionagefilm halt mit Frauen in den Hauptrollen, was halt echt cool ist eigentlich, weil man sowas halt niemals so häufig sieht im Mainstream-Kino, dass halt nur eine Frauentruppe halt eben ja, die Welt retten soll. Und das war es halt auch. Dieses Grundkonzept, das ist halt cool und auch echt ein super Ansatz, aber das wird halt nicht weiter verfolgt, weil es ist wirklich die belangloseste 0815 stereotypische Handlung. Und ich bin am Ende auch eingeschlafen im Kino, obwohl da halt irgendwie die ganze Zeit was explodiert ist. Und ey, dieser Film, der hat mich wirklich wütend gemacht. Tatsächlich bin ich noch nie im Kino eingeschlafen. Ich schlafe so häufig im Kino. Es liegt vielleicht an meinem Schlafmangel, den ich in den letzten Jahren entwickelt habe. Und deswegen, Bei Filmen, die du magst? Also, auch das leider nicht mehr, auch. Dass das nicht so an die halten kannst, oh Gott, ich bin eingeschlafen. Heißt denn Schlafmangel? Sollen wir was? Geht's dir gut, Lenny? Alles gut. Das können wir in einem anderen Podcast gerne mal bereden. In unserem Gesundheitspodcast. Aber den, ja. Cinema helps back. Helps back. Ja, nee, aber ich, also The 355, also ich weiß noch nicht, was ich, also den können wir eigentlich wirklich direkt abfrühstücken. Guckt euch den Film bitte nicht an. Also ist wirklich, das, aber wobei, also ich muss noch einmal erwähnen, es sind halt wirklich Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Diane Krüger, Sebastian Stan spielt da auch noch mit. Also es ist wirklich ein krasser Cast. Voll gewastet eigentlich. Richtig. Ja. Also, mir ist spontan auch was eingefallen. Ich würde sagen, bei jedem Film müssen wir auch eine Sache sagen, die wir gut finden. Das hast du gut gesagt, wenn ich hier so total die negativen Leute sind. Ja. Richtig, okay, gut. Ja. Ja. Oh, gut. Müssen wir es auch rückwirkend machen? Dann wird das ob wir das bei dem nächsten Film überhaupt hinkriegen werden, ist die andere Frage. Oh, ich bin gespannt. Weißt du, was es wird? Oh Gott, Jurassic World Dominion. Ja, ich dachte es mir. Ja, willkommen in der Hölle. Oh Gott. Ja, Jurassic World Dominion, dritte Teil dieser unsagbaren Trilogie, die schon für meines Erachtens schlecht angefangen hat, schlecht weitergeführt worden ist und jetzt absolut im Morast des Filmdrecks versunken ist. Morast des Filmdrecks. Ja, also die haben einen Dinosaurierfilm gemacht, den dritten Teil einer Trilogie, die eigentlich zusammenhängend sein sollte, mit einem Versprechen. Das Versprechen haben sie über Bord geworfen und haben einfach gesagt, okay, es sind einfach Heuschrecken. Und sie haben einfach eine Prämisse genommen, einfach furchtbar. Sie haben den alten Cast genommen, der irgendwie total verwirrt durch den Park läuft und dann kommt hier der gute Chris und breitet seine Arme aus und alles ist gut. Und es ist absoluter Kack. Das ist absoluter Kack, der Film. Ich mag es, wenn Marius, wenn es bei ihm persönlich wird. Ja. Und wenn das ist richtig wirklich merkwürdig. Was ich gut finde. Wow. Es gibt auch Practical Effects in dem Film. Die sehen nicht schlecht aus. Das sind so ein, zwei Baby-Triceratopse. Die sind ganz süß. Aber ansonsten, ey, ich habe den Film auch. Also ich meine, den Hass, den du da spürst, den kann ich vielleicht nicht 100% so teilen, aber ich fand auch diese, warum geht es in einem Dino-Film um Heuschrecken? Also, das ist in keinster Weise interessant. Wir haben hier wirklich Dinos und dann kriegen wir Heuschrecken serviert. Ja, was? Ich habe das gerade überhaupt nicht. Also die Plage, also das Übel in diesem Film sind nicht Dinos, sondern Heuschrecken. Es ist wirklich eine Heuschreckenplage. Also dieser Film, dieser Film schreibt sich halt eben auf, ja, wir versuchen ein bisschen mehr zu sein, wir versuchen irgendwie Gesellschaftskritik mit Pharmaindustrie raufzuhauen und es ergibt keinen Sinn. Also es gibt eine neue Genfirma, bla bla bla, die urzeitliche Viecher züchtet und die haben urzeitliche, so riesen, so 30 cm Heuschrecken für sich entdeckt. Okay. Und es gibt halt kein Pestizid dagegen. Und die sind die einzigen, die ein Mittel dagegen haben. Die lassen die auf die Welt quasi los und sagen, hey, oh, wir sind die einzigen, die ein Mittel dagegen haben. Und dann kommen halt der Urcast von Jurassic Park und versucht das aufzuklären. Und es gab vorher dieses Versprechen, die Dinosaurier leben jetzt überall auf der Welt, wie auch immer sie das geschafft haben, und wir müssen mit ihnen zusammen interagieren. Und das findet nicht statt, denn das Ganze spielt hauptsächlich dann in einem Reservat. Diesmal im Schnee, nicht mehr irgendwie urwaldmäßig. Das klingt wie die dümmste Firma der Welt. Das ist auch. Und der Typ, der das leitet, soll Dubson sein aus dem ersten Teil. Ich hab gesagt, Dubstep. Es gibt doch dieses Meme hier mit, wo Dennis Nedry da sitzt und so, no one cares.
zum ersten Teil. Ich hab überhaupt. Ist es eine 10-Sekunden-Szene? Es spielt eigentlich keine Rolle. Das ist quasi nur der Auslöser für die Geschehnisse im Jurassic Park. Aber dieser Typ ist jetzt Chef dieser Firma und ist quasi Steve Jobs. Aber richtig, also, der ist richtig verwirrt geschrieben. Der ist geisteskrank irgendwie, wirklich. Also, der agiert total weird. Und ich, wie kann der in Multimillionen. Aber das macht Elon Musk doch auch in Wirklichkeit. Oh! Gesellschaftskritik. Hättest du dich eher gefreut, wenn Jurassic World Dominion ein Crossover mit Star Trek gewesen wäre? Mit dem Dominion aus Star Trek? Das wäre richtig gut gewesen. Boah, das wäre ja Space Dinos. Das kommt als nächstes. Was als nächstes kommt, ist ein Film, den, glaube ich, nur ich gesehen habe. Ja. Und ich, es ist der Film Amsterdam. Und dieser Film ist in meinen Augen wohl der langweiligste Film des Jahres. Also es ist wirklich, der langweiligste Film? Wirklich der langweiligste. Also es gibt. Bist du eingeschlafen? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, ich bin eingeschlafen. Das Ding ist also, die Voraussetzungen für den Film haben sich ja erstmal sehr gut angehört. Ja, ne? Das wäre auch mein, richtig. Das wäre auch mein positiver Aspekt, den ich über diesen Film nennen würde, nämlich diese Cast. Also hier spielt man Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Robert De Niro, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Rami Malek und Taylor Swift ist auch noch sehr wichtig dabei. Aber was bringt halt so ein Cast, wenn halt das Drehbuch einfach unfassbar kacke ist? Also es ist wirklich, also es ist basiert auf einer wahren Begebenheit mit einer Verschwörung und die ist eigentlich ja interessant, aber es wird halt so irre langweilig rübergebracht. Die Bilder sehen gut aus, Emmanuel Lubezki ist da hinter der Kamera wieder tätig und das merkt man und das ist super. Was mich an dem Film am meisten stört, ist, dass dieser Film von David O. Russell ist und das ist ein sehr problematischer Typ. Also der hat ja auch Silver Linings gemacht, das finde ich auch mitunter sein bester und einziger guter Film fast ist. Der hat ja noch Joy dann noch gemacht, der unfassbar langweilig ist. Das ist ein Film, da bin ich nicht eingeschlafen, den habe ich abgeschalten, wenn ich den so langweilig fand. Nee, ich schlafe nur ein, ich schalte Filme nicht ab, ich schlafe nur ein. Stell dir so einen Timer am Fernseher, ja, genau. Also klick hier aus. Ich will noch kurz zu Joy sagen, ich fand das so faszinierend, weil ich habe erst gedacht, dass Alper mich verarschen will, um was es in diesem Film geht. Um was geht's denn in Joy? Ich habe den gar nicht gesehen. Hau raus. Es geht um die Frau, die diesen Wischmopp da erfunden hat, diesen... Okay. Diesen ganz speziellen Wischmopp. In diesem Film, richtig, was, ne? In diesem Film gibt es auch wirklich absolut keine Joy, muss man halt wirklich sagen. Aber noch einmal zurück zu David O. Russell. Ja. Der Typ hat halt selbst zugegeben, dass er seine damals 19 Jahre alten Nichte an die Brüste gepackt hat, weil sie ihn ja sehr provoziert hat. Und allein die Tatsache, das ist halt jetzt, es ist ja nicht mehr eine Anschuldigung, es ist wirklich ein bestätigter Fakt, der von ihm halt auch ausgeht, wo ich mir so denke, warum gibt Hollywood dem überhaupt noch eine Bühne und lässt den halt eben Filme noch machen? Warum ist da dieser Cast überhaupt dahinter? Und das hat mich halt echt nochmal ein bisschen stutzig gemacht. Warum existiert sowas? Warum darf sowas existieren? Weil es gibt halt noch weitere Anschuldigungen gegen den und wenn das halt zum Beispiel stimmt, dann weiß man ja, es sind halt immer nur noch Anschuldigungen, aber es kann ja durchaus sein, dass die dann zum Beispiel stimmen. Und ich weiß nicht. Also das hat mich echt noch mal ein bisschen abgeschreckt und deswegen finde ich, sollte man Amsterdam auch keine Bühne geben. Das habe ich tatsächlich auch überhaupt nicht mitbekommen. Ja, das bekommt man auch gefühlt nicht mehr mit. Also das ist halt einfach wirklich, weil der anscheinend so krass in Hollywood drin ist, dass das halt immer so unter den Teppich gekehrt wird. Mhm. Ja. Nach diesen ganzen MeToo-Skandalen, die aufgedeckt worden ist, hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, es gab einen Aufschrei. Richtig. Und jetzt, ja, jetzt zurück zu normal, in Anführungsstrichen. Es gab einen Aufschrei. Also ein, zwei, drei Leute hat es erwischt, aber so generell ist das so ein bisschen versandet. Ja. Wo kommen wir hier gerade hin in diesem Podcast? Ja. Was lief noch schlecht dieses Jahr? Was noch sehr schlecht lief dieses Jahr? Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist super schlecht, aber ich fand es einfach super schlecht. Nein. The Adam Project, okay. Netflix-Film mit. Das Adam-Projekt. Das Adam-Projekt. Das kann auch wirklich so ein ARD-Film so am Abend sein. So. Das Adam-Projekt. Adam Project 2, kein Enable. Ja, mit Ryan Reynolds. Ja. Ein Film. Ja. Es ist ein Film. Seid ihr Ryan Reynolds? Fans? Nee, ich bin wirklich, also mittlerweile geht er mir echt auf den Sack und ich bin echt froh, dass der dieses Jahr echt so ein bisschen eine Pause gemacht hat und echt wenig gemacht. Also Adam Project ist, glaube ich, das einzige Große dieses Jahr von ihm gewesen. Ansonsten ja, nicht ist auch bei Deadpool quasi beschäftigt, oder? Also beschäftigt mit Deadpool, oder nicht? Nee, ich glaube, bei Deadpool ist er ist generell sehr beschäftigt. Er hat, glaube ich, eine Fußballserie gemacht, die so ein bisschen jetzt an hier Ted Lasso erinnern soll. Irgendwo mit einer kanadischen Mannschaft, die aktuell irgendwo läuft, aber. Das hat mir mal Alper gesagt, dass er und Rob McElhenney, die haben sich doch eine Fußballmannschaft gekauft oder quasi sich da eingekauft. Richtig, und jetzt haben die da eine Serie oder so, sonst irgendwas drüber gemacht. Okay. Aber ja, Adam Project. Ist halt
Ryan Reynolds-Film, wo halt Ryan Reynolds spielt. Und also er redet viel. Richtig. Und ja. Es ist ein Zeitreisefilm, das heißt, es kommt auch noch eine junge Version von Ryan Reynolds vor. Ach, und dieser Junge spielt wirklich, also der ist wirklich ein Abbild von Ryan Reynolds. Und es ist ganz schlimm, du hast hier wirklich die doppelte Ladung Ryan Reynolds in diesem Film und das ist schrecklich. Das ist nichts für mich. Nee, wirklich. Ist der neue Adam Sandler fast. So vom. Ja, aber er hat halt immer noch so ein, ich glaube, er hat immer noch ein bisschen mehr popkulturellen Background, also dass er gehalten wird, einfach weil er Deadpool ist. So. Ja. Aber was ich Adam Project anhalten möchte, ist, dass er wirklich durchaus ein paar emotionale Momente hat, weil es geht halt eben so ein bisschen darum, dass ein zukünftiges Ich auf das junge Ich trifft. Und es gibt da zum Beispiel einen Moment, dass Ryan Reynolds da auf seine Mutter halt trifft, die dann irgendwann verstorben ist. Mhm. Und dann trifft er die nochmal in einer Bar und dann redet er mit der. Und das war wirklich ein super schöner Moment. Aber dieser Film hat noch eine zweite Ebene. Das ist ein Actionfilm und das funktioniert überhaupt nicht. Ein Sci-Fi-Actionfilm überhaupt nicht. Aber er hat auch so eine ähnliche Szene in Deadpool. Jetzt nicht mit seiner Mutter, aber auch mit seiner Freundin. Stimmt, in Deadpool 2. Ja. Dass der Emotional Impact einfach nochmal alte Leute wieder treffen. Ja. 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 Ich fand aber auch so vergessenswert, dass es mir auch wieder nur aufgefallen ist, dass ich den gesehen habe, weil es eben bei mir in Letterboxd vermerkt war. Ja, ist halt wie so eine Netflix-Produktion gewesen, ne? Ja, so eine von diesen tausend Netflix-Produktionen. Kann man einmal angucken und dann tschüss. Ja. Ich bin aber nicht eingeschlafen. Korrekt. Wahnsinn. Respekt. Sehr schön gemacht. Respekt. Damit kommen wir auch zum nächsten Film. The Texas Chainsaw Massacre. Oh. Den habe ich leider nicht gesehen, deshalb überlasse ich euch die Bühne. Der hat es tatsächlich auch bei uns auf die Top 10 krass schon geschafft. Das kann ich nicht nachvollziehen. Dass er in der Top 10 ist? Ja, also in der Flop 10. Also ich habe mich ein bisschen gefreut. Also als der kam. Also als der angekündigt worden ist und Trailer und es gab so ein schönes Bild mit Leatherface, wie er da in so einem Maisfeld sitzt und ich so, das sieht schön aus und ich habe Bock auf Kettensägen-Massaker. Ich erwarte jetzt nicht ein Meisterwerk wie den ersten Film, vielleicht einen richtig blutigen Kettensägen-Horror. Das hätte ich mir erwartet von dem Film. Er ist auch relativ blutig, aber er ist auch strunzdumm. Aber zu strunzdumm. Viele Horrorfilme sind strunzdumm, muss man leider sagen. Und der ist zu strunzdumm. Ich verstehe es. Ich habe aber, also erstmal, er ist wirklich strunzdumm, weil seit 50 Jahren liegt da seine Kettensäge irgendwo im Dreck rum und die funktioniert jetzt einwandfrei wirklich. Die ist magisch. Und das Geile ist, er muss sie noch nicht mehr nachfüllen oder sonst irgendwas. Also nicht so, dass Benzin oder was auch immer ne, verdunsten würde und sowas. Aber ich habe dir doch mal den Trailer zu Texas Chainsaw Massacre 2 geschickt und da siehst du halt, das ist eigentlich eine magische Kettensäge. Ja, ist die so. Aber die Frage ist der Trailer zu Kettensäge Massacre 2 oder 3 ist so ein bisschen an die Artus-Legende angelehnt. Du siehst Leatherface so von hinten an dem See stehen und dann kommt so eine Hand aus dem Wasser mit der Kettensäge, so wie das, wie das Schwert von. Das klingt schon wieder richtig geil. Ist wie Excalibur da aus dem See gereift und dann schlägt so der Blitz ein und der dreht sich um und das ist Leatherface. Mit so einem riesigen Der Film ist crap, aber der Trailer ist super. So, also, wenn ich mir das so vorstelle in meinem Kopf, dann kann ich mir das auch vorstellen, das könnte auch ein Tanz-der-Teufel-Film sein. Mit Ash, der dann so den Kettensägen hat. Das Geile ist, Leatherface sieht im Trailer nicht aus wie im Film. Das ist einfach wie ein Kunstwerk. Und auf jeden Fall, zurück zu dem Neuen. Also, boah, ich weiß nicht, der hatte halt diese typischen dummen Horrormomente, wo Leute einfach strunzdoof sind. Und ich finde, das ist halt so ein bisschen ein faules Drehbuch dann, wenn du nichts einfallen lassen kannst, dass die Leute halt in brenzlige Situationen kommen. Und dann kommt halt auch noch die Frau aus dem ersten Teil, die ganze Zeit darauf gewartet hat, Leatherface fertig zu machen. Und ich so, und dann macht sie halt, ist sie halt nicht gut vorbereitet. Also, es ist überhaupt nicht gut vorbereitet. Halt, also, vor allem hätte es die wirklich gebraucht, weil sie war jetzt nicht so eine krasse Figur, wie jetzt zum Beispiel in Sidney Prescott und Scream oder irgendwo anders. Ja. Was ich dem Film aber wirklich was Gutes an dem Film. Ja, ne, muss ich sagen, der Film dauert nur 87 Minuten und damit habe ich wenig Zeit zum Einschlafen, muss ich auch noch sagen. Aber ich finde, da waren ein paar echt schöne Kills dabei und auch diese Szene, wo er dann eben in diesen Partybus kommt und alle sagen so, ja, du wirst jetzt gecancelt, weil du ja alle abschlachtest. Stimmt. Ja. Stimmt, das ist so ein Livestream, ne, wie er dann amok läuft. Das fand ich ganz cool. Ja. Ich finde, er hat ein paar schöne Visuals gehabt. Also wie gesagt, diese Maisfeld-Szene und wenn er da zum ersten Mal, ich glaube, diesen Pickup-Truck da rummordet, das sind halt ein paar schöne Bilder. Aber es war nicht der Fun, den ich mir erwartet hätte, tatsächlich. Nee. Ein Fun, den ich mir auch leider nicht, wo ich ein bisschen mehr erwartet habe, war eine Serie. Oh.
die es auch in unsere Flop 10 geschafft hat. Das ist die, von der ich denke, dass es ist. Obi-Wan Kenobi. Oh. Wir verlinken euch hier auch unsere Folgenbesprechung dazu, falls ihr das Video schaut. Ich halte mich ein bisschen zurück. Ich habe schon stundenlang über diese Serie geredet. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ich finde, die haben einfach das komplett gewastet, haben viel zu wenig Folgen, irgendwie viel zu bescheuerte Handlungen, viel zu wenig Folgen reingepackt. Da hätte man viel mehr draus machen können. Ja. Bitteschön. Also, wir sind wieder mal auf Tatooine, wie in sehr vielen Produktionen von Disney in der letzten Zeit. Ich fand allerdings, um mal mit einem guten Ding anzufangen, ist so Obi-Wans Real Life auf Tatooine, wie er sich da quasi versteckt und in dieser Fleischerei quasi arbeitet. Das war so, okay, das ist recht interessant. Und dann geht's auf einmal richtig bergab. Dann kommt ein nerviges kleines Kind, Prinzessin Leia, so, oh, boah. Dann wird dieses Kind gefangen vom Bassisten von Red Hot Chili Peppers in einer der schlechtesten Verfolgungsszenen aller Zeiten. Wirklich, wirklich. Das ist das Allerschlimmste. Und es gibt ganz viele hässliche Szenen, die irgendwie in einer Sandgrube stattfinden. Denn wenn der erste Kampf zwischen Darth Vader und Obi-Wan stattfindet, das fand ich absolut hässlich. Und dabei war es vorher eigentlich ganz schön, wenn das erste Mal Darth Vader auftaucht und so richtig, richtig brutal ist. Das fand ich gut. Also in diesem Moment. Wenn er durch diese Stadt geht, aber auch Obi-Wan nicht wirklich bemerkt, irgendwie komischerweise. Und wie du schon gesagt hast, absoluter Waste, diese Serie. Unlogisch und wirklich von mir die meist erwartete Star-Wars-Serie. Und das war die schlechteste deswegen mit. Also vielleicht deswegen noch schlechter als Book of Boba Fett für mich. Ich würde auch sagen, weil es hängt wirklich viel Hoffnung an diesem, an dieser Serie. Hope. Ja, nee, also war wirklich. Die war absolut da, diese New Hope, die ist dann nicht erfüllt worden, aber ich bin halt ein Kind der Prequels und deswegen hänge ich sehr an Ewan McGregor als Obi-Wan. Und Ewan McGregor ist halt auch einfach wirklich eine so reine Seele. Ich liebe diesen Typen. Kennt ihr dieses Otter-Video von ihm? Wenn er auf dem Boot ist und einfach so was über Otter erzählt. Oh, Otters. Yes, ja. Und er erzählt einfach was über dir. Richtig, ja, es ist so süß und ich habe mich auch ein bisschen darauf gefreut, dass diese Reunion mit Hayden Christensen dann auch wieder dabei ist. Und es gab gute Momente in dieser Serie. Ja, gab es. Also wirklich, die ist voll gepumpt mit Fanservice, was eigentlich nicht gut ist. Aber trotzdem hat mich dieser Fanservice bekommen. Zum Beispiel halt eben diese Szene, wo Obi-Wan erfährt, dass Anakin noch am Leben ist. Mhm. Das hat mich so bekommen. Oder auch generell dieser gesamte Dialog zwischen den beiden. Total abgeholt. Aber es ist halt. Aber es wird halt ruiniert. Allein diese Szene, wenn sie die kleine Leia rausschmuggeln und einfach hier einen langen Mantel anziehen. Das ist so doof. Ja, es bringt halt einfach nichts, weil generell diese Serie in meinen Augen nichts bringt. Was soll die uns sagen? Also was erzählt die uns mehr über Obi-Wan Kenobi? Eigentlich nicht wirklich viel. Und wirft eher die Frage auf, okay, gut, was soll jetzt mit diesem Typen passieren, der in 9 Jahren der Ben Kenobi sein soll aus Episode 4? Ja. Und ich finde, ja, ich weiß es nicht. Also ich bin sehr enttäuscht gewesen und ich finde, es hätte als Film, es war ja ursprünglich als Film geplant, es war ja Teil dieser Spin-off-Filme und ich finde, da hätte es definitiv besser funktioniert, weil es ja schon gekürzt war. Wahrscheinlich auch mit mehr Budget ein bisschen, richtig. Weil ich finde halt, also wirklich dieses Bild von diesem Schotterhaufen oder diese Sandgrube, was das immer das war, das hat so mein Gehirn eingeprägt von so, boah, es ist fast unangenehm anzugucken, weil es einfach nicht schön ist. Und es sieht aus nach einem ganz billigen Fanfilm, wo das ganze Budget in Kostüm reingesteckt worden ist und nicht in Location. Ja, ich habe auch jetzt im Nachgang, als ich jetzt Andor gesehen habe nochmal, bin ich einfach noch ein bisschen enttäuschter gewesen, weil man einfach Andor so weiß, so weil man einfach weiß oder mal gesehen hat, was möglich ist. Für eine Star Wars Serie. Ja. Für eine Star Wars Serie. Definitiv. Ja. Was ich eine Sache noch, auch wegen der Optik. Star Wars setzt so krass auf De-Aging und dann verstehe ich nicht, warum sie nicht auch Hayden Christensen in dieser Kampfszene aus den, also das ja zeitlich in Episode 2 spielen soll, de-aged haben, weil der sieht so viel älter aus als Ewan McGregor da schon. Mhm. Ja. Nee. Damit würde ich sagen, kommen wir zu einem Film, bei dem wir uns nicht so ganz einig sind, wo es ein bisschen clashen wird. What's jetzt happening? Jetzt gibt es Diskussionen. Und zwar geht es um Prey. Boah. Und das sieht folgendermaßen aus. Bei Marius ist er bei der Flop 10, in seiner persönlichen Flop 10 gelandet. Ja. Und also bei mir ist er nicht in der Top 10, aber ich habe den mal so bei Honorable Mentions so im Hinterkopf. Ich fand den nämlich eigentlich ganz cool. Mir hat er richtig Spaß gemacht. Und bei dir, Lenny? Ich stehe, glaube ich, exakt zwischen euch. Ja. Also ich finde, dass ja, ich fand das CGI nicht gut in dem Film. Ich fand, der ist irgendwann nur vor sich hingeplätschert. Mhm.
Aber ich finde, der hatte echt coole Momente, hatte halt auch ein cooles Setting, halt dieses The Revenant-Setting. Es gab auch diesen Bären, diesen CGI-Bären. Ja, der sah aber nicht gut aus. Nee, ja, der sah vielleicht nicht so gut aus, aber ich hatte meinen Spaß, aber irgendwie, ja, war es das aber auch nicht so für mich insgesamt. Also, wäre jetzt nicht das Siegel vorne drauf, das ist ein Predator-Film. Steht Prey, steht nicht Predator. The Predator. Predator. Also es ist ein Predator-Film. Und wenn das nicht drauf gestanden wäre, wäre das so ein typisches Direct-to-DVD-Alien-Film gewesen. Und ich weiß nicht, also ich ach, nee, ich weiß nicht. Ich war insgesamt echt ein bisschen enttäuscht, weil, also, ich weiß nicht, es hat mir für mich so ein interessantes Setting irgendwie gefehlt. Es war mir, ja, alle haben gesagt, ja, geil, jetzt ist das so bei amerikanischen Ureinwohnern und so. Und ich so, ja, okay, cool, aber es ist mal wieder so, Predator verliert mal wieder so richtig krass, obwohl er eigentlich fucking Alien ist. Ja. Und keine Ahnung, der hat ein paar nette Kills, und aber für mich, insgesamt war es für mich so enttäuschend, weil für mich hat der Sci-Fi-Aspekt irgendwie überhaupt keine Rolle gespielt, und ich bin auch kein Fan von diesem Back-to-Basic-Predator. Also seine Maske sieht, keine Ahnung, sieht aus wie, als hätte so ein laufendes Steakhouse-Deko. Was? Ja, wie so ein Schädel, den man so aufhängt, weißt du, so im Steakhouse. So. Ja, diese Maske, das ist ja so ein Schädelplatte. Ich war gerade so, der läuft so mit einem Steakhouse. Nee, was man so schön über den Kamin hängt, so, und weißt du, so eine Jagdtrophäen-Schädel, und sieht so aus, als hätte sich das ins Gesicht geklatscht und läuft halt rum. Nee, also. Ja, ich muss sagen, ich fand den, bis auf ein paar nicht so tolle Computereffekte, wie wir schon gesagt haben, ich fand, dass der echt gut aussah. Ich fand auch so die Landschaftsaufnahmen waren schön. So Kameraarbeit fand ich eigentlich auch ganz schön. Ja. Und ich mochte die Hauptdarstellerin richtig gerne. Das wäre mein positiver Punkt. Also die Darsteller fand ich und die Darstellerin größtenteils sehr überzeugend. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht so ein Predator-Ultra. Für mich kann Predator und Film, kann alles auf mich werfen. Ich habe da jetzt keine Vorstellung, wie das sein muss oder wie das zu sein Jonas hat. Jonas liebt auch Alien vs. Predator. Nein. Nee, tatsächlich. Ich will ihn lieben, aber ich kann ihn einfach nicht lieben. Nee, das ist, boah, nee. Das ist so wie mit Freddy vs. Jason. Entweder hasst man oder liebt man's, ne? Ich find's amüsant. Ich fand den belanglos. Okay. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel, ich hab Predator Upgrade richtig gehasst. Oh, ich hasse. Den finde ich schlechter. Den habe ich nicht gesehen. Boah, das ist die absolute Hölle. Also das ist einfach nur lächerlich. Das waren mir für zu viele dumme Sprüche. Ja, und einen Daumen hoch. Guck ihn dir mal an, Lenny, und dann. Soll ich mir den angucken? Guck ihn dir mal an. Du hast gerade keine Werbung dafür gemacht. Nee, überhaupt nicht, aber vielleicht schläfst du bei einem. Also vielleicht ja, das ist sehr gut. Ich schaue mir eigentlich nur noch um einzuschauen. Also, die wollen da Autismus als verkaufen als die nächste menschliche Evolutionsstufe. Tatsächlich. Ich fand das sehr kritisch tatsächlich sogar. Ist so, ne? Ja, ist so. Und das Ende ist einfach nur visuell einfach das absolute Desaster. Also da ist der Predator halt auch komplett aus dem Rechner. Okay. Also es gibt einen normalen, aber der ist direkt relativ schnell Fritte. Du hast aber wahrscheinlich Prey auch gesehen und wusstest schon, dass es ein Predator-Film ist, ja, oder? Ja, ja. Weil ich glaube, dieser Film ist noch mal ein Stückchen geiler, wenn du gar nicht weißt, dass es ein Predator-Film ist, und du guckst den Prey so. Oh, das ist ein Predator-Film. Habt ihr den denn auf Englisch, Deutsch oder auf der, ich weiß gar nicht, welche Sprache sie genommen haben, aber sie haben halt eine amerikanische Ureinwohnersprache. Ja, ich glaube, im Englischen, in der englischen Synchro, in der englischen Originalfassung ist das quasi ein bisschen mit drin. Ja. Aber ich glaube, es gibt eine komplette Version in der Sprache, meine ich zumindest. Aber die war damals, glaube ich, noch nicht verfügbar. Ich habe Pressezugang bekommen damals. Ah, okay. Nee, ich habe die englische mit den Wo teilweise teilweise das eingesetzt wurde, angeschaut. Das finde ich nämlich geil. Also wenn du so einen Film hast in so einem Setting und dann Originalsprache, das ist richtig cool eigentlich. Ja. Apokalypto. Stimmt. Ja. Mit der Magie des Schnittes werde ich mich jetzt aus dieser Runde begeben, und Xenia wird für mich übernehmen. Deshalb viel Spaß. Wie in Wayne's World müssen wir jetzt machen. New Bombshell entered the mansion. Also erstmal will ich kurz sagen, wie krass schlimm das ist, einfach nur so daneben zu sitzen, während ihr podcastet. Nur for the record, das heißt John Bradley West, der Schauspieler von Samuel Tarly. Ich hab's eben nur die ganze Zeit in den Augen gesehen, weil ich habe dich so straight angeguckt. Ich habe eigentlich immer nur an Jonas vorbeigeguckt, und dann habe ich dich gesehen. Ich habe auch die ganze Zeit mit dir so kommuniziert, ne, über Zeichensprache. Ich war immer so Daumen hoch bei Andrew Garfield als bester Spider-Man. Das ist stimmt. Okay, da müssen wir nochmal gesondert drüber reden, glaube ich. Also ich finde ihn jetzt nicht schlecht, aber nein, der Typ ist einfach viel zu alt. Aber ich finde, und er war zu cool für Peter Parker. Genau, er war ein bisschen zu cool, aber ich finde, er hatte so einen krassen Charme einfach. Aber er war der bessere Spider-Man, weil
die freche Schnauze hat da echt gut gepasst. Ja, das war Kass Spider-Man. Genau. Aber es gab auch ein paar freche Sprüche in der nächsten Serie, über die es gehen soll. Über die haben Lenny, Jonas und ich allerdings schon in einem Podcast sehr ausführlich gequatscht. Wir verlinken den mal hier oben. Es geht um 1899. Xenia, du hast diese Serie auch gesehen. Hast auch eine Meinung dazu? Ja, ich habe sie mir gebildet, ganz frisch, weil ich habe sie erst letzte Woche geguckt. Oh. Ich habe sie nachgeholt für den Top-Flop. Bei mir wusste ich es noch nicht so genau, ob es in meine Top- oder meine Flop-Liste kommt. Und habe mir danach auch euren Podcast angeguckt. Und ich muss sagen, ich finde die, glaube ich, ein bisschen besser als ihr. Ich fand das Setting sehr, sehr nice. Ich finde, da ist eine coole Mystery-Atmosphäre rübergekommen. Und ja, wir wollen jetzt nicht über die manchmal ein bisschen umständlichen Dialoge und das sehr, sehr drüber Ende sprechen, was für mich auch ich besser gefunden hätte, wenn das so ein bisschen in so einem kleineren Rahmen die Geschichte hätte erzählt werden können. Da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Und ich fand es ein wenig enttäuschend, weil ich auch Dark sehr, sehr mochte und für mich aber auch schon die dritte Staffel so ein bisschen an der Qualität nachgelassen hatte. Aber dafür, was es war, fand ich die Serie stabil. Also es war jetzt kein Flop, es war aber auch kein Top. Ja, aber hättest du auch das gut gefunden, wenn es tatsächlich einfach auf dem Schiff hätte stattgefunden? Ja. Mystery, war so mein Hauptkritikpunkt an der ganzen Sache halt. Dieses, auf jeden Fall. Und der internationale Cast war halt richtig cool. Also ich mochte das auch mit diesen einzelnen Background-Geschichten, mit diesen Flashbacks und so von den einzelnen Figuren, wie die zueinander stehen. Ich glaube, das hat mir sogar mitunter am besten gefallen. Echt? Ja. Hast du das am Stück geguckt oder hast du das aufgeteilt? Ich habe es mir aufgeteilt. Okay, ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ja. Wir haben das ja, glaube ich, alle so durch. Ich glaube, das ist an einem Sonntag durch. Ne? Ja, und dann hast du immer dieses, wach auf, aber nicht nochmal. Das ist so repetitiv dann. Dann merkst du es halt ein bisschen mehr. Aber wenn man sich das zum Beispiel wochenweise aufteilen würde, würde ich sagen, ja, dann funktioniert es tatsächlich etwas besser. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass jede Folge auch gleich endet. Also mit so einem Song im Outro und so. Mochtest du das Intro? Nee. Ich auch nicht. Sehr gut. Das ist nichts Besonderes einfach, ne? Ich fand das cool. Okay. Ich fand das so von der Musikalität so gar nicht so. Ich mochte Aber ist okay. Wir müssen auch ein bisschen Zwist haben. Ja. Aber Lenny, du mochtest die folgende Serie gar nicht. Und das war eine Serie, da habe ich den Trailer gesehen und hab dann entschlossen, das nicht zu gucken. Und es ist How I Met Your Father. Was ist das denn? Was ist das denn? Das kann man sich schon vorstellen, was es ist. Man kann es sich halbwegs vorstellen. Es ist eine Serie, die How I Met Your Mother aus der einer neuen Perspektive erzählen soll. Also es erzählt nicht, also es hat nichts mit, also weicht jetzt nicht irgendwie in die Geschichte da, sondern erzählt eine neue Geschichte, wie eine Person, nämlich Sophie, ihren zukünftigen Ehemann kennenlernen. Das ist halt How I Met Your Mother in einem anderen Setting und ich liebe How I Met Your Mother wirklich sehr. Es ist irgendwie so meine Comfort-Serie und in meinem ganzen Freundeskreis, wir zitieren unfassbar viel aus dieser Serie. Ich habe das Gefühl, unsere Generation wurde richtig geprägt von How I Met Your Mother und so dem Humor, also diese Endlos-Serien. Ja. Aber es ist auch unendlich viel geguckt. Ich muss sagen, ich glaube, sie ist nicht ganz gut gealtert. Gerade was Barney Stinson angeht, ist so, what's he doing? Aber man muss sagen, diese Serie hatte halt wirklich Figuren, wie jede einzelne dieser Hauptfiguren, hat halt irgendwie einen komplett eigenständigen Charakter und hat ihre Ecken und Kanten und hat auch wirklich Elemente, die sie herausstechen lassen. Und hier in How I Met Your Father sticht keine Figur heraus. Also die sind alle wirklich super blank und das Ganze spielt halt in der Generation Tinder und ich finde, das ist halt eigentlich ganz gut porträtiert worden. Ist sie durch die Serie oder kommen da noch mehr? Nee, da kommen noch mehr. So, da kommen erste Staffel mehr. Jetzt. Weil aber dann, wenn du gerade mich Tinder sagst, hau mit dir mal so, drittes Match. Richtig, das wäre sehr gut erklärt worden, aber man weiß hier im Gegensatz zu How I Met Your Mother direkt von Anfang an, wer der Vater, also man kann spekulieren, wer der Vater ist, weil das wird auf einen Personenkreis von 3 oder 4 Männern beschränkt. Und wer davon jetzt der Vater ist. Also das Mama Mia, der Plot. So Mama Mia ist super. Hey, bitte sag nichts gegen Mama Mia, Marius. Ich sag sehr viel gegen Mama Mia. Oha, krass, da wollten wir doch mal eine Kritik zu machen. Ich weiß, dass ihr Mama Mia Verehrerin seid. Okay, eine gute Sache, dann bin ich auch durch mit Your Father. Es gibt ein paar Querverweise auf How I Met Your Mother und diese Serie, also das spielt halt nach How I Met Your Mother und also es gibt halt zum Beispiel, ziehen die in die Wohnung ein, in der Lily und Marshall gewohnt haben und da wird dann zum Beispiel gesagt, oh, die haben uns sogar die Schwerter überlassen und dann
Es hängen die Schwerter immer noch über den Kamin. Das ist nicht aber, cool. Aber so das ist nicht Nostalgie-Momente. Ja, aber wenn es gut gemacht ist, okay, aber wenn es zu cringe wird, also wenn es zu gewollt wird. Es ist nicht zu gewollt, es kehren auch einige Figuren vielleicht mal wieder und so. Achso, das heißt, es gibt Cameos vom Originalcast. Robin kommt zum Beispiel vor. Ach, okay. So, und alles das klar. Ist eigentlich auch ganz, ganz süß, aber es ist. Ich habe es mir trotzdem jetzt angeguckt, einfach weil ich finde, so ein paar Sitcoms kann man sich einfach immer mal geben. Ich habe diesen. Ist nicht auch. auch Hilary Duff spielt die Hauptrolle, ne? Ja. Lizzie McGuire damals. Genau, deswegen, das ist für mich auch so eine Schauspielerin, die für mich so einen krassen Nostalgiefaktor hat. Allein deswegen würde ich es mir wahrscheinlich anschauen, aber was sollst du sagen? Ich finde, man kann es nicht anschauen, aber diesen Trailer gesehen und gedacht, boah, irgendwie für mich persönlich ist diese Sitcom-Formel irgendwie durch. Also dieses Multicam-Schnitt, das heißt, ne, du hast drei Kameras, eine totale, eine Detail und nochmal eine von der anderen Seite. Und dieses Sofa steht immer in der Mitte, Ding, es war für mich irgendwie durch. Das war schon bei Fuller House irgendwie so. Oh Gott, das geht irgendwie gar nicht. Und da hatte ich dann überhaupt keinen Bock mehr auch auf Lacher aus der Konserve. Ich glaube, da sind auch wieder welche drin, oder? Ja, aber. Das war ist für so mich eine einfach neue persönlich Auflage einfach davon. Durch. Irgendwie. Ja, verstehe ich. Aber ich gucke auch immer noch gerne Friends. Also sind ja, so ein paar. Genau, das sind so die dann halt im Herzen sind und so, die man immer mal wieder rewatcht. Ja, Friends ist halt auch so, da spielt auf jeden Fall so ein Nostalgiefaktor mit. Und du weißt ja das. Also Friends neu aufgesetzt würde, glaube ich, nicht wieder funktionieren irgendwie. Ne? Nee, auf keinen Fall. Was vielleicht auch nicht nie funktioniert, ist ein guter Werwolf-Film. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber ich habe den jetzt, worüber wir reden, leider nicht geguckt, aber ich warte ja immer noch auf gute Produktionen von Vampir- und Werwolfstoffen. Es ist ein Marvel-Film. Marvel-Special, ja. Es ist super rar, tatsächlich, aber Werwolf-Filme und Vampir-Filme, die gut sind, leider. Ja, Werewolf by Night, darum geht's. Das kam zu Halloween, glaube ich, raus. Richtig. Ein Schwarz-Weiß-Guide an Universal-Klassiker anspielender Film über einen Werwolf. Um ein Spiel, also Leute treffen sich, eine Jagdgesellschaft und sie müssen jagen in einem labyrinthartigen Garten. Das Ganze ist schwarz-weiß gehalten. Und wieso schwarz-weiß? Also jetzt mal erste Frage vorweg. Das soll so an diese Universal-Klassiker der 30er, 40er, also wirklich der erste Werewolf-Film. Da gibt es ja 1, 2, 3 noch, mindestens eine Fortsetzung noch, oder Der Unsichtbare, oder Dracula tatsächlich, oder Frankenstein, Frankensteins Braut und sowas. Daran soll es ein bisschen anspielen. Okay. Und ja, dieser Werewolf-Film, das Highlight eines Werewolf-Films ist ja meistens die Transformation. Und was macht dieser Film? Er schneidet weg, wenn das passiert, auf eine Schattentransformation. Es ist so, wow, das ist richtig traurig. Und ich wollte den Film sehr mögen, habe ihn, glaube ich, auf Letterboxd auch relativ gut bewertet. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und muss sagen, boah, nee, eigentlich war es doch eine Enttäuschung. Wie siehst du es? Ich fand die Atmosphäre darin ganz cool. Also es ist halt wirklich so, ich finde, das hat das ganz gut eingefangen. Und auch das Creature-Design mochte ich insgesamt. Aber ich frage mich, was zur Hölle die uns damit sagen wollten. Ich konnte zum Beispiel den Inhalt hätte ich null mehr wiedergeben können. Das ist alles sehr vergessenswert. Aber ich fand die Atmosphäre ganz nett. Also der hat auch, glaube ich, nur 40 Minuten oder so gedauert. Also es halt kann man sich halt eigentlich schon ganz gut angucken. Aber das hat mich jetzt nicht überzeugt, weil ich will ja schon auch sehen, wie jemand sich in Werwolf verwandelt. Da waren die 80er dann tatsächlich doch sehr viel besser. Also The Howling zum Beispiel. Oder Twilight. Oder Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Stimmt, obwohl das ein ziemlich dünner Werwolf ist. Das stimmt, aber ich mag das, weil das nochmal was anderes ist. Ja, das ist nochmal was anderes. Flauschig. Ja, das jetzt kommen wir zu einer Sache, die habt ihr beiden gesehen. Richtig. Crimes of the Future. Und ich bin traurig, dass das hier. Ich hab's noch nicht gesehen, aber warum ist das auf der Flop-Liste gelandet? Was ist passiert? Ja, da ist so viel passiert, das kann man gar nicht zusammenfassen, richtig. Aber eigentlich geht es darum, dass es so eine Art Accelerated Evolution Syndrome gibt. Das heißt, unsere Zellen wachsen viel, viel schneller als später in der Zukunft. Und uns wachsen auch neue Organe. Und es gibt so eine Art Performance-Künstler-Pärchen, Viggo Mortensen und Lea Seydoux. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Noch nie Französisch gehabt in der Schule. Und die beide machen so eine Art Performance-Art zusammen und schneiden ihm dann am lebendigen Leib die Organe raus. Klingt übelst sick, ist aber leider dann gar nicht so richtig gut rübergebracht. Es ist ein Cronenberg. Also es ist Body-Horror, aber es ist sehr wenig Body-Horror. Ich weiß nicht, wie es dir ging. In dem Film drinne, also außer diese Performance-Art, sieht man halt sehr, sehr wenig. Also ich fand die Momente, wo man so, da sieht man zum Beispiel auch eine Figur, die so ganz viele Ohren am Körper hat, übelst eklig. So, das fand ich halt dann nur mal was anderes, war irgendwie innovativ. Aber mich hat der Film null abgeholt. Ich fand, der war sehr, sehr langsam und langweilig erzählt. Wie ging es dir?
Same. Und ich glaube, ich bin auch da eingeschlafen. Ja. Also es ist, ach wirklich, das war ja beim Filmfestival, oder? Hast du den auch gesehen? Ich glaube, ich habe den in einer Pressevorführung gesehen. Okay. Aber mir geht es da wirklich exakt wie dir. Also ich fand den auch echt langweilig, muss ich leider wirklich sagen. Ich finde, das war sowas von Style over Substance. Also der hat halt einfach wirklich wenig Inhalt. Also Xenia hat da jetzt zwar gesagt, worum es darin geht und das klingt eigentlich noch viel, aber ist er im Endeffekt halt wirklich nicht. Der Trailer sah auch geil aus und ich bin eigentlich großer David Cronenberg-Film. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da gerne seine Filme guckt, also gerade die Body-Horror-Filme. Ich finde, er steigerte sich halt auch so, die Fliege ist ein Klassiker. Rabbit und sowas. Er steigert sich halt auch über die Jahre und ich dachte, okay, sind wir vielleicht jetzt bei so einem absoluten Peak von David Cronenberg angekommen? Bei Geld und mehr Möglichkeiten, aber okay. Ich hatte ja das Gefühl, er zitiert sich nur selbst. Also er weiß, was so ein Cronenberg-Film ausmacht und dann nimmt er so ein interessantes Thema, wie zum Beispiel, okay, was so Spektakel Lust und wieso irgendwann in der Zukunft können wir vielleicht nicht mehr so fühlen und müssen deswegen, keine Ahnung, zum Beispiel uns, also das ist jetzt vielleicht schon zu viel gespoilert, nee, dann sage ich es nicht. Dann lieber nicht, aber auf jeden Fall behandelt der interessante Themen wie so in so einer Black Mirror-Episode, würde ich sagen. Es ist so ein leicht dystopisch angehaucht und das hat mich dann schon gepackt, aber der Film ist zu sperrig. Also ich glaube, er ist zu Avantgarde, als dass man sagen könnte, okay, der nimmt einen mit oder der lässt einen so nah fühlen, so mit den Charakteren und deswegen, ja. Ich bin trotzdem neugierig, also ich würde mir trotzdem noch angucken. Ja. Oh Gott. Und das wurde auch echt wenig erklärt. Zum Beispiel ist da ein Junge, der isst die ganze Zeit Plastik oder so, der hat so einen Plastikeimer einfach gegessen und so. Und ich habe mir so gedacht, was zur Hölle? Also, ja, das wird auch nur so halbwegs erklärt, ich weiß es nicht. Das ist aber eher so David Lynch-Momente irgendwie. Ja, nee. Aber so in so einer schlechten Art und Weise. Und dann kommst du in so einen Raum rein und dann sind da so nackte Frauen plötzlich. Und es wird auch gar nicht irgendwie erklärt, wieso das notwendig ist. Also fand ich auch ein bisschen unnötig. Ja, Lea Seydoux war wirklich sehr häufig nackt und auch wirklich unnötig nackt. Und was mich auch verwirrt hat, es gibt so einen Stuhl. Also das hat mich wirklich komplett wahnsinnig, dieser Stuhl. Das ist das Dümmste, was auf dieser Welt. Es gibt einen Stuhl, der deine Verdauung anregen soll und der dich Sachen besser verdauen lässt. Und das ist halt irgendwie so ein Knochenstuhl. So, der ist auch Knochen. So, und du sitzt dann da drin und der bewegt sich halt die ganze Zeit. Und du sitzt dann da drin und isst dann halt. Also du musst dir das angucken. Das sieht so, das ist so dämlich. Es ist hart frustrierend, weil er kann nicht richtig essen. Richtig. Und dann fühlt er sich, also es ist ein bisschen so Tantalus-mäßig, griechische Mythologie. Er will dann immer essen, aber das Essen geht, also er kann es irgendwie nicht verdauen. Bevor es seinen Mund erreicht. Genau. Irgendwie scheint er die ganze Zeit Probleme mit seiner Existenz zu haben. Ist das irgendwie, Apropos Existenz ist ein guter David Cronenberg-Film. Aber der hat diesen Film übrigens schon mal gemacht. Also es ist nur ein Remake aus, das ist einer seiner ersten Filme sogar. Obwohl, der heißt doch nur gleich, oder? Weil ich habe das, glaube ich, nachgeschaut und ich meine, dass der nur heißt Crimes of the Future, aber das nichts mit der Handlung damit zu tun hat. Und da war vielleicht ich nämlich auch so. Genau, vielleicht sollte man sich den anderen angucken, vielleicht ist der besser. Seine frühen Werke. Ich habe nicht alle frühen Werke gesehen. Da muss man auch Fan sein. Okay. Also, ich mag eigentlich Body Horror. Titan zum Beispiel, super Body Horror Werk. Ja. Aber ich finde, die Fliege ist so mit The Thing, so das ist jetzt kein Cronenberg, aber so mit das Body Horror Effekt. Spektakel schlechthin. Kann man bei Body Horror bei einer anderen Figur reden? Ja, also Practical Effects sind geil und wir kommen jetzt zu einer Serie, die Practical Effects nicht mal weiß, wie man das schreibt, nämlich She-Hulk. Leider nicht gesehen, deswegen ich überlasse euch die Bühne. Ja, also She-Hulk, ich habe mich eigentlich ein bisschen drauf gefreut, muss ich ehrlich sagen. Es gab in den 1996 kam eine Hulk-Serie raus, wo She-Hulk auch eine Rolle spielt. Habe ich damals gesehen, fand ich eigentlich ganz cool. Und habe gesagt, ja, She-Hulk ist wie Deadpool quasi, so sie durchbricht die vierte Wand und kommuniziert mit dem Publikum. Und dann kam der erste Trailer und ich dachte so, das sieht nicht so gut aus. Also da sah der erste Hulk-Film besser aus tatsächlich sogar. Wow, und der ist ja schon von Early 2000, ne? Aus den Early. Das war das zweite MCU-Werk. Und nee, nicht der Edward Norton. Ach so, der von Lee. Von Ang Lee, genau. Der mit Eric Banner. Eric Banner, genau. Und ja, also diese Serie, ich finde jetzt nicht grundlegend scheiße, ich bin einfach nur enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also ist es so, was passiert hier? Also ich bin vielleicht nicht die Zielgruppe, aber ich fand es nicht so interessant und ich hätte da so, was die Dramaturgie angeht, ein paar andere Entscheidungen gefällt. Dass sie direkt Anwältin ist, so für, keine Ahnung, Helden und Heldinnen, sowas, oder? Aber es ist doch auch ein bisschen so humormäßig, oder? Ja. Also ich habe gehört, es soll so mit dem Bruch der vierten Wand sein und so ein bisschen passiert hin und wieder. Es ist sehr slapstick. Also ich glaube, viele Leute, die Hulk-Fans sind, sind sehr enttäuscht, weil du hast halt so einen Yoga-Hulk und den Anti-Hulk quasi. Er ist so ein Zen-Meister, mehr oder weniger, in Yoga-Pants.
der so eine Tiki-Bar aufgebaut hat. Und okay, das klingt sehr skurril. Es ist sehr weird und auch Abomination ist wieder mit dabei. Mhm. Sieht halt komplett anders aus jetzt. Und Tim Roth ist natürlich wieder dabei und der spielt super seltsam. Sein Charakter ist irgendwie ganz weird geschrieben. Ich hab's irgendwie nicht ganz verstanden, aber ja, wie siehst du es, Lenny? Ich fand's, glaube ich, gar nicht so schlimm wie alle anderen, aber ich habe auch, glaube ich, ich habe die letzten 3 Folgen nicht gesehen oder die 2, ich weiß es nicht. Und da soll ja nochmal ordentlich was abgegangen sein, vor allem mit einer Figur, ich glaube, das kann man schon sagen. Ich glaube, das wissen jetzt alle. Ich wollte sagen, das habe sogar ich mitbekommen, obwohl ich die Serie nicht geschaut habe, weil ich von dieser Figur ein großer Fan bin. Das und Daredevil. Genau. Ja, und ich glaube, damit ist man nicht so gut umgegangen mit dieser Figur. Ich weiß es nicht. Also, dass es ein bisschen weird eingesetzt ist. Ich fand es ganz nett. Also, ich fand, man konnte sich das halt wirklich nebenbei gut angucken, aber das hat mir halt einfach nichts gegeben. Ich fand es halt einfach nur schade. Also, ich so von Folge zu Folge gehangelt und dachte, kommt jetzt irgendwie was ich cool, richtig cool finde. Die Serie hat ja super viel Kritik eingesteckt, die ich nicht zu 100% nachvollziehen kann, tatsächlich. Okay, aber es ist dann auch nicht so das Schlimmste, was man sich wahrscheinlich momentan anschauen kann. Und dann ist vielleicht so der ganze Hass, der Serie gegenüber steht, so ein bisschen ungerechtfertigt. Ja, definitiv. Ja, okay. Also das wird ja so, ist das so Vogue und bla bla kritisiert. Nee, also ich muss ja gucken, wer die Zielgruppe ist. Ne? Also es geht ja um Frauen Mitte 20, es geht um Dating und sowas natürlich. Ja, klar interessiert dich das als, keine Ahnung, 30-jähriger Typ vielleicht nicht so, aber dann guckt ihr was anderes an. Also. Das ist ja ganz lustig, dass ihr beide die dann geschaut habt und ich nicht. Ja, das ist so. Ja. Aber ich meine, ich bin auch nicht so ein riesen Hulk-Fan, deswegen glaube ich auch nicht, dass die Serie mich abholt. Ich hätte gerne mal Old Man Logan Hulk. Ich weiß nicht, ob ihr den Comic gelesen habt. Da ist Hulk ein richtiges Monster, also wirklich. Also das brachial und sehr wütend. Ich will jetzt nichts zu spoilern, aber das ist das Gegenteil von Yoga-Hulk. Okay, also, das Gegenteil von Yoga-Hulk. Was ist noch das Gegenteil von Yoga-Hulk? Etwa der Film X? Was? Das war eine sehr beknackte Überleitung. Boah, aber ich fühle X. Jetzt kommt einer der angekündigten Clashes. Dann fangen wir mal an, weil X steht für Xenia. Genau, ich muss oftmals sagen Xenia mit X, weil Leute immer denken, ich werde mit KS geschrieben. KS? Das ist nämlich die russische Variante. Ja, deswegen, vielleicht fühle ich mich deswegen diesem Film sehr verbunden. Mhm. Aber vielleicht auch, weil ich einfach finde, dass dieser Film eigentlich so ein bisschen er könnte ein Slasher von der Stange sein, aber er behandelt schon sehr interessante Themen. Also es geht um eine Art, ein Porno-Film-Team, was ein Porno drehen möchte im sehr ländlichen Texas in den 70ern und da dann auf so ein altes Ehepaar stößt, was auf diesem Anwesen lebt und dann passieren komische Dinge und ne, ohne jetzt zu spoilern, aber es ist schon ein sehr genre-klassischer Film. Aber mich hat der auf jeden Fall sehr abgeholt, vor allem wegen Mia Goth, der Hauptdarstellerin. Und deswegen konnte ich es nicht verstehen, dass er auf deiner Flop-Liste war. Ich war halt, ich habe den Trailer gesehen und war auch von diesem Trailer sehr gehypt. Es ist ein A24-Film und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Es spielt genau in den 70ern, es ist so ein Horrorfilm, eigentlich so, alle Zeiten standen auf super gut. Und dann kam dieser Film und, also ich finde ihn jetzt nicht unendlich scheiße oder sowas, aber es ist auch wieder so eine Enttäuschung gewesen. Mhm. Weil ich habe so das Gefühl, dieser Film möchte mehr sagen, als er wirklich dann wirklich rübergibt. Also irgendeine weirde Message. Ich habe gesagt, okay, was ist jetzt so die Kernessenz? Und ich finde, dass sich der Film in sich so zu sehr feiert und so Kultfiguren herausstellen will, wie die beiden alten Figuren, also wie die alten Menschen da. Mhm. Hat für mich aber überhaupt nicht funktioniert, weil die irgendwie zu weird wirkten. Also nicht auf eine positive Art weird, sondern so seltsam inszeniert. Und es gab ja auch relativ schnell schon ein Spin-off von dem Ganzen. Genau, Pearl. Genau, das Pearl. Das ist der, genau. Genau, das Prequel quasi. Das ist aber auch krass. Und muss ich einmal wirklich nur sagen, ist krass, dass Ty West sich da so gedacht hat, während der X gemacht hat, so, ja, nice, dann mache ich doch direkt nochmal das Prequel. Und es kommt der dann ja. Genau, der dritte Teil kommt ja auch noch raus, richtig, Maxine. Richtig. Ja, aber ich wollte eigentlich sagen, dass der Trailer zu Pearl richtig nice ist auch. Ja, ich habe auch richtig Bock auf den Film. Ne? Weil das ich ist halt bei der immer noch nicht rauskommt. Es ist so, das war für mich so, okay, die versuchen hier so einen Kult um sich selber schon zu spinnen, obwohl es überhaupt noch gar kein Kultfilm ist. Und das war so komisch und das war dann einfach zu enttäuschend. Also ich hätte mir mehr so einen klassischen, so einen Sog, den A24-Produktionen haben können, mehr erwartet. Vielleicht so etwas, was halt der Original Texas Chainsaw Massacre gemacht hat. Also irgendwie noch so eine Finesse da reinbringt. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, deswegen war ich einfach nur enttäuscht von dem Film. Aber er hatte hier und da schon ein paar schöne Momente.
Okay. Durchaus. Ich fand ihn auch gut. Du fandst ihn auch gut. Genau, wir klammern jetzt mal aus einfach mal aus. ein bisschen über den weg. Können wir ihn abfeiern? Nein, ich meine, Jenna Ortega spielt ja auch mit, oder? Genau deswegen Mia Goth und Jenna Ortega, das heißt die Horror Queens schlechthin. Und ich fand das Setting super. Ich fand diese Dynamik der alten, dieses alten Ehepaars super, halt eben auch, was so ein bisschen erklärt wird, dass die irgendwie ja einfach nicht mehr die Bindung zueinander haben und sich sexuell auch nicht mehr ja, zueinander angezogen fühlen. Und dann diese weirde Sexszene, die beiden haben. Ja. Und so dann, verstörend, oh mein Gott. Es ist so krass. Und auch diese Krokodilszene, ey, also, Fand ich super. Ich fand auch, ich finde das spannend, was du gesagt hast, weil für mich ist der schon fast zum Kultfilm so ein bisschen geworden, weil er irgendwie eine Mia Goth auch so inszeniert als so eine, irgendwie so dieses Slasher-Girl von damals, was dann irgendwie die Protagonistin ist und so und so in die Kamera schreit. Und ich fand, das war so angelehnt an so dieses alte Hollywood und irgendwie war alles in so einem A24-Stil. Auch so visuell sehr ästhetisch. Und also mich hat der Film abgeholt. Ich finde so diese Themen, die er behandelt, sind ja eigentlich voll spannend. Also zum Beispiel auch so diese ökonomischen Zwänge von der Pornoindustrie und dann irgendwie mit dieser christlichen Ideologie, die dann auch verworfen wird. Und dann geht es ja auch viel um Emanzipation und so weiter. Aber auch diese Figur von Mia Goth ist ja auch so dunkel eigentlich und wird dann ja jetzt auch noch in dem zweiten und dritten Teil nochmal ausgeführt. Also ich sehe da voll viel Potenzial. Aber ich weiß auch ein bisschen, was du meinst, dass der Film sich sehr feiert schon in seiner Darstellung des Ganzen, obwohl er dann doch auch nur eine klassische Slasher-Geschichte erzählt. Ich glaube, ich hätte es dann vielleicht besser gefunden, wenn diese ganzen Regler von den Themen, die du angesprochen hast, einfach ein bisschen weiter aufgedreht worden wären. Okay. In die eine oder andere Richtung vielleicht. So. Sehe ich. Jetzt gibt es einen Monolog, glaube ich. So, und zwar hat Lenny Mann gesehen. Aber ist es ein Rant oder ist es ein Abfeiern? Nee, es ist ein definitiver Rant. Es ist auch ein A24-Film und das heißt, dass A24 nicht unbedingt immer für 100% gute. Die werden ja immer schlechter. Nein, also ich finde, das ist für mich wirklich der schlimmste Film. Also kein Film hat mich dieses Jahr so sauer gemacht wie Man. Es ist von Alex Garland, der auch Ex Machina gemacht hat und dafür. Ein gutes Zeichen eigentlich. Dafür lieben wir den und dafür haben wir uns eigentlich, habe ich mir auch gedacht, ey, Man wird auch richtig gut. Trailer auch super interessant. Und Jesse Buckley, ich mag Jesse Buckley. Jesse Buckley ist super. Dieses I'm Thinking of Ending Things. Oh, eine der besten Filme der letzten Jahre, ja, auf jeden Fall. Oder auch The Lost Daughter mit Olivia Colman hat sie auch mitgespielt. Super. Und da hat auch Dakota Johnson war auch wieder dabei. Ja, mit von der Partie. Da ist das Rezept schon perfekt. Aber was war denn hier denn? Was hat die Suppe versalzen? Es ist ein bisschen schwierig, weil dieser Film sich sehr auf die Fahne schreibt, ultrafeministisch zu sein. Und der kann am Ende aber leider nichts anderes dazu beisteuern, als zu sagen, jo, dass Männer scheiße sind. Und ich finde, irgendwie wirkt es auch so ein bisschen, als ob Alex Garland so ein bisschen ein Pick-me-Boy ist. So dieses, ich zeig so, oh, Männer sind ja richtig schlimm. Oh, ich bin aber anders. Ich finde, so wirkt das Ganze für mich. Vor allem, weil er dabei halt eben die Figur von Jesse Buckley eigentlich komplett vergisst und halt nicht aufzeigt, was sie eigentlich durchmacht, sondern immer nur zeigt, okay, gut, Männer sind ja kacke und alle Männer sind halt wirklich kacke. Und Alper hat das sehr gut in seiner Kritik zusammengefasst eigentlich, was dieser Film halt echt falsch macht. Der hat ein paar schöne Momente, wirklich, die halt wirklich auch gruselig sind. Aber der hat halt wirklich das unnötig abgefuckteste Ende, was es auf dieser Welt gibt. Also das hätte in einem anderen Film, wenn das ein anderer Film geworden wäre, wäre das ein super Ende gewesen. Aber das hier denkst du dir wirklich, was zur Hölle? Das Ding ist, da kommt so ein Film, der ist richtig kacke anscheinend, aber dann kommt so ein Satz und dann will ich trotzdem den Weg, ich will wissen, was das Ende ist. Ja, wirklich, das ist das abgefuckteste Ende, was du dir vorstellen kannst. Ich kann es uns auch nachher spoilern und dann müssen wir unbedingt den Film nicht sehen. Ich will es eigentlich sagen, aber nee, ich sag's nicht, wenn du den Film angucken willst. Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß es, nach dieser Kritik weiß ich es nicht. Ich weiß es so, Ist halt auch so schade, wenn dann das Thema toxische Männlichkeit ja eigentlich irgendwo ein aktuelles und wichtiges ist, aber wenn das dann so eindimensional dargestellt wird, ne, dass man dann den Film das nicht zugutehalten kann, dass er sowas überhaupt behandelt. Weil ich finde, wenn, dann mach es richtig und nicht irgendwie so halbgar. Die wollen nicht zu sehr in die Philosophie gehen, aber das hat die Frage, kann ein Mann, Alex Garland, so einen Film überhaupt machen? Richtig, das ist halt, ich find's halt auch wirklich vor allem, mich jetzt am meisten gestört, weil halt Jesse Buckleys Figur halt wirklich einfach an die Seite gekehrt wurde und ich mir gedacht habe, okay, gut, also was hat sie denn jetzt sozusagen? Ja. Also so, Und noch ein Mann, der eine sehr problematische Verfilmung gemacht hat, ist Andrew Dominik mit Blonde. Das ist mein Top-Flop des Jahres. Ich fand ihn auch schlimm. Ja,
Also alleine die Grundlage. Also es ist eine Verfilmung vom Leben von Marilyn Monroe. Und es basiert aber nicht auf einer Biografie oder so, sondern auf einem fiktiven Roman über Marilyn. Alternative Storytelling quasi so ein bisschen. Genau. Ja. Und der Roman hat damals schon viel Kritik bekommen, weil er eigentlich die realen Details so ein bisschen unter den Teppich kehrt und so ein bisschen was erfindet dazu noch. Also so viel ist dann auch Gerücht. Also zum Beispiel, dass Marilyn Monroe was mit John F. Kennedy hatte. Und das wird dann in dem Film auch ziemlich ausgeschlachtet und auf eine Art und Weise, die mir sehr aufgestoßen ist. Ist dieser Film, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich höre immer so, ist der Film so explizit wie... Er ist sehr explizit. Ja. Okay. Also es gibt halt wirklich eine minutenlange Blowjob-Szene mit ihr und John F. Kennedy. Und das ist also wirklich, das ist... Und Ana de Armas verkörpert ja Marilyn und sie macht ihre Sache schon gut, finde ich. Aber ich fand, diese Szenen haben sie so sexualisiert, obwohl der Film ja eigentlich sagen wollte, dass sie immer ein Opfer von sexuellem Missbrauch war. Und ich fand das so bezeichnend, dass der Film dann von einem Mann gemacht wurde. Also natürlich, ich will gar nicht sagen, dass Männer nicht Filme machen können, die dann auch eine Message, eine gute Message rüberbringen. Aber das bedient wieder so ein Voyeurismus wieder. Auf jeden Fall. Und sie wird auch die ganze Zeit nur leidend gezeigt und nur über diese Sachen definiert. Also so, sie wird in der ersten Szene direkt missbraucht. Und am Ende gibt sie halt JF Kennedy einen Blowjob. Und das ist dann so ein bisschen ihre Figurenentwicklung hin zu ihrem Selbstmord. Also es ist so ein bisschen... Ich finde es, was ich auch ganz schlimm finde, dabei dieser Fokus eben nur auf das Leid, es wird halt gar nichts gefühlt von ihrer Karriere gezeigt. Ja. Also wirklich gar nicht, was sie eigentlich für eine Figur halt war und wie wichtig sie für Hollywood gewesen ist. Wie viel Talent sie auch hatte. Genau. Und auch, dass sie auch mehr war als nur Schauspielerin, sondern sie hat ihr Leben lang ja auch gekämpft dafür, dass sie mal als etwas anderes gesehen wurde als Sexsymbol. Also sie hatte ja auch, war sehr belesen in ihrer Freizeit. Also es klammert der Film alles aus. Voll. Ja. Das wäre eigentlich so ein Zeitpunkt gewesen, man hätte zwei Filme auf den Markt bringen dürfen. Einmal so einen fiktionalen Teil mit der Kritik und dann noch für so einen richtigen Klarstellungs- oder eine Doku oder sowas. Ja. Ja. Aber Netflix tut sich ja gerade eh nicht so einen Gefallen mit fiktionalen Werken, die die Realität etwas verschwinden und sehr voyeuristisch daherkommen. Also Jeffrey Dahmer zum Beispiel oder diese pseudo-wissenschaftliche Doku über diesen Typ, der sagt, Pyramiden sind von Aliens gebaut worden. Das ist Fakt. Habe ich nicht gesehen, will ich mir gar nicht angucken. Also, okay, davon habe ich nicht so bekommen. Das klingt ja super. Es gab Beschwerden, dass sie das bei irgendwie bei Fantasy docken sollen, so genremäßig, aber es ist weiterhin Reportage, Doku. Oh Gott, wolltest du noch was zu blond sein? Ich wollte auch sagen, der ist noch unerträglich lang, ne? Der dauert ja auch 3 Stunden. Mega. Und auch, also ich meine, da sind wirklich wunderschöne Bilder dabei. Also es ist wirklich echt, echt gut, es ist einer der bestaussehendsten Filme so des Jahres. Komplett schwarz-weiß, ne? Oder? Der ist komplett schwarz-weiß. Okay. Manchmal sind so Farbszenen, also es wechselt immer so ein bisschen, auch vom Framerate her. Richtig, also es ist ein bisschen diverser erzählt. Und nochmal zu Ana de Armas. Also ich kann nicht bewerten, ob ich sie jetzt gut oder schlecht fand als Schauspielerin. Okay. Aber ich finde sie auch generell ein bisschen seltsam. Sie ist ja zu dem Grab von Marilyn Monroe gegangen und hat da um Erlaubnis gebeten bei ihrer Seele, ob sie dann auch sie verkörpern darf. Und ich finde das ein bisschen komisch. Es ist ein bisschen komisch, vor allem wenn man dann sieht, wie sie dargestellt wurde im Film, denke ich mir so, ob Marilyn da sagen würde, da halte ich meine Hand drüber. Weil eigentlich ist es auch eine von diesen Schauspielern, die immer so Schauspielerin ohne Hater sind, weil ich glaube, jeder mag die. Also ich glaube, sie ist auch das Beste im letzten James-Bond-Film zum Beispiel. Sie ist eine fantastische Action-Schauspielerin, finde ich wirklich. Also da kommen wir auch noch in einem weiteren Film heute zu. Und Blade Runner ist sie auch. Stimmt, ja. Wollen wir direkt über The Grey Man dann reden? Oder reden wir da erst später drüber? Kommt später. Ah, jetzt werfe ich alles durcheinander. Ja, jetzt kommt auch wieder ein Film von euch beiden. Don't Worry, Darling. Oh, ja, stimmt. Das habe ich so, das bei mir gar nicht so auf der Uhr, muss ich sagen. Ja, da bin ich jetzt voll gespannt. Aber du hast bestimmt was davon mitbekommen, weil nichts, du hast nichts von diesem riesigen Debakel mitbekommen. Ach, das Spuckdrama. Das Spuckdrama. Ach so, der Film. Das Spuckdrama. Da war ich im Urlaub nämlich, als das losging. Ich kam wieder so, was? What happened? Alles passiert in deinem Urlaub. Unter den Top 3 Momenten des Jahres. Direkt nach dem Slap. Das ist ja aber dann sehr bezeichnend, dass es mehr um solche Sachen geht als um den Film. Ich fand das Drama auch interessanter als der Film. Ich fand den Film auch interessant. Das ist ein Film von Olivia Wilde. Das ist ein Film von Olivia Wilde. Und wir klammern das Drama jetzt mal aus, weil das ist für sich entertaining, aber wir bewerten ja den Film unabhängig davon. Sie ist Beret, später. Genau. Florence Pugh spielt auch wieder eine Rolle und Harry Styles. Und die beiden spielen ein Pärchen, was in einem idyllischen 50er-Jahres-Setting lebt. Und sie sind so ein bisschen im Film, bekommt man mit Teil so einer Gruppierung. Es ist jetzt auch wieder so ein Film, wo es extrem schwierig ist, nicht zu spoilern. Aber ich würde
sagen, es geht auch ein bisschen um so eine Motivationsfigur mit Chris Pine als Bösewicht, der das Dorf so ein bisschen anleitet und dann entwickelt sich so ein Konflikt, weil Florence Pughs Charakter merkt, okay, hier ist nicht so alles, wie es scheint. Mhm. Das ist, um das mal so, Mystery. Oder willst du noch was hinzufassen, hinzufügen? Nee, das kann man eigentlich so sagen. Okay. Woran leidet denn dieser Film? An vielem. Also in meinen Augen an sehr vielem. Ich finde, das hat einen der lahmsten Plot-Twists überhaupt. Also, der hat mir null gegeben. Ich fand da so, oh, wow, das ist also das. Das hätte ich ja gar nicht kommen sehen. Und dann spielt der Film halt eben mit vielen komischen Sachen, die halt passieren, die Florence Pughs Figur dann halt eben mit der Zeit immer entdeckt und dann auch so merkt, okay, hier stimmt wirklich was nicht. Zum Beispiel, dass sie Eierschalen hat, in denen kein Ei drin ist. Halt einfach wirklich nur die Eierschalen ohne Inhalt. Das ist ja wie Ostern. Richtig, exakt. Ja, ausgeblasen, ja. Ja, ja, halt aber so und das zum Beispiel, solche Sachen verstreut dieser Film über die gesamte Laufzeit und das wird nie wieder aufgedeckt. Lost, also es ist halt wirklich exakt und das hat mich so aufgeregt. Ich finde Florence Pugh super. Ja, das ist das ist ein Schocker jetzt. Lenny, was meinst du? Mensch, nein, also Wahnsinn. Hab ich nie gehört, Florence aus deinem Mund. Nee, und die hat auch zum Beispiel ihre Kochschürze an, ja, die sie auch in ihren Insta-Koch-Videos. Ja, das ist super. Ja, super. Ich finde nur, Chris Pine ist auch sehr verschenkt. Also der hat halt so ein paar. Ich überlege gerade, wo er nicht verschenkt ist. Also in Wonder Woman. Es war okay. Nee, aber ja, Wonder Woman ist es. Ich weiß nicht, was er zwischen Wonder Woman 1984 und diesem Film gemacht hat, aber. Hello, High Water ist der. Das war aber halt davor, Anna, aber es ist halt immer noch der einzige Gute, wo er halt wirklich glänzen konnte so richtig und wo er nicht verschenkt war. Aber was hältst du denn von dieser Dinner-Szene, wo er auch eine sehr, sehr große Rolle einnimmt, die ich super inszeniert das fand? Das war cool. Und ich finde, da hat sich so die Spannung im ganzen Film drauf aufgebaut und hat richtig so kulminiert in so einem Höhepunkt, wo ich dann schon noch gefesselt war. Also ich sehe ein, dass der Film seine Schwächen hat. Sehr abrupt erzähltes Ende. Ein paar Handlungsstränge, die dann nicht richtig aufgegriffen werden. Typisches Mystery Problem aber auch, ne? Ja. Muss man auch sagen, also auch so wie bei 1899 und dass auch eine Figurengeschichte von Olivia Wildes Charakter auch so in die letzten 5 Minuten gepresst wird, ne? Das will ich gar nicht abstreiten, aber ich finde, der Film hat schon sehr interessante Takes, was zum Beispiel so Internetkultur, Incel-Culture und diese ganze Dunstkreis angeht und macht das auf schon eine raffinierte Art und Weise, weil es dann auch mit anderen Themen in Verbindung steht, die ich jetzt nicht anreißen kann, ohne zu spoilern. Aber ich fand, da gab es auch eine sehr, sehr gute Analyse zu von Wolfgang M. Schmidt. Kurzes Shoutout hier, falls ihr da mal drauf, falls ihr das euch mal geben wollt, zu Gemüte führen wollt. Ja, also ich fand, der Film hat doch mehr so an reichhaltigen Themen, als wie man denkt, vielleicht auf den ersten Blick. Ich hab auch das Video gesehen und ich habe den dann auch mit anderen Augen gesehen, aber ich bin halt trotzdem irgendwie immer noch in meiner oberflächlichen Mindset, bin ich da so drin, ja, ich weiß es nicht. Also, ich kenne es an, aber trotzdem bin ich immer noch so, ha, ich weiß es nicht. Und wie fandest du Harry Styles? Also ich fand es gut, dass er nicht so viel gezeigt wurde. Also es war auch so ein, ich würde jetzt auch nicht meine Hand fürs Feuer legen, dass es der beste Film des Jahres ist oder so. Und auch die Performance von Harry Styles ist nicht die beste. Ich finde, in Dunkirk hat er seine Sachen noch erstaunlich gut gemacht. Weil er da auch wenig gemacht hat. Da hat er auch wenig gemacht, aber das, wofür er stand, das hat er gut verkörpert. Also so ein Soldat, der hatte seine Screentime, der hatte seine paar Lines, das war gut. Jetzt in Don't Worry Darling hatte er eine größere Rolle und man merkt der Kamera auch an, dass sie weiß, dass er kein geborener Schauspieler ist, weil da manchmal dann sehr schnell auf Florence Pugh gecuttet wird, wenn es um so eine sehr, sehr wichtige Streitszene geht. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht, dass er mich aus der Immersion gezogen hat oder nee, mich auch nicht. Ja, aber ich frage mich trotzdem, ob Florence Pugh ihn mittlerweile hasst, einfach wirklich so. Weil das kann natürlich sein. Das interessiert mich nämlich, weil sie war damals so ein riesiger One Direction-Fan und. Ach, wirklich? Ja, ah, okay, deswegen, du weißt mehr über Florence Pugh, scheiße. Das ist sehr wichtig. Ja, nee. Ah. Okay. Ja, wo wir jetzt wieder alle Bescheid wissen. Nee, ich glaube, du hast doch. Doch, ich habe abgeguckt, ja. Dein Name steht hier nämlich nicht. Ich bin neutral. Achso, du bist neutral, Mann. Du bist genau, neutral. Ja, ich vermittle wir, jetzt. Wir kommen zu einer Serie, auf die ich mich eigentlich auch sehr gefreut habe und war super genervt am Ende. Und es geht um Moon Knight. Ach, Moon Knight. Moon Knight, ja. Mhm. Es geht wieder weiter im MCU und es wird wieder ein neuer Held auf die Leinwand geholt, der vorher noch nicht auf der Leinwand war. Moon Knight nämlich. Quasi jetzt kommt das alte Ägypten ins MCU und Oscar Isaac ist in mehrfacher Ausführung zu sehen. Oscar Isaac, großartig. Wir waren eben
Eben schon bei Alex Garland und der hat auch mit ihm zusammengearbeitet schon für Ex Machina nämlich. Überhaupt. Super, ey. Filmgeschichte, großartig. Hat die geschrieben. Oscar Isaac auch super wasted in Star Wars, leider. Aber großartiger Typ. Und auch in Moonlight ist er ein großartiger Typ. Ich fand ihn war sehr gut. Am Ende super genervt. Von dem ganzen Hund und Oscar Isaac und also ich muss sagen, ich habe es auf Deutsch geguckt tatsächlich. Wie er die ganze Zeit mit sich selber redet. Wie war das denn auf Deutsch? Ich hatte dann Bayerisch oder so gesprochen? Nee, halt ganz normal, ein bisschen höher gesprochen. Okay. Also der andere, ne, so ein bisschen gesetzter und selbstbewusster natürlich. Der andere war so dieses leicht panische in der Stimme. Und ich fand's richtig nervig. Ich habe auch ständig ihren Namen gegenseitig gerufen und es war mir too much Oscar Isaac. Beziehungsweise Oscar Isaac gewastet. Und ich kann sagen, es gibt niemals too much Oscar Isaac und too much Ethan Hawke, ja. Aber trotzdem hat die Serie das geschafft irgendwie, dass ich da auch mir sehr egal am Ende alles war, was da passiert ist, leider. Aber ich würde auch nicht sagen, dass die Serie schlecht ist. Ich fand sie halt visuell auch nicht schön und es gibt diesen Plot, da sind die, am Anfang in den ersten Folgen irgendwann, sind die bei diesem, so ein Antiquitätenhändler, Gauner-Typ, irgendwo in Ägypten, so ein reicher Typ. Der erst für sie ist und dann auf einmal sind sie gegen ihn und das ist so, wer ist der Typ? Er kommt einfach nur für diese eine Folge irgendwie mal und warum ist der so gigantisch und so reich und das ist so aus dem Nichts und es war so, es wirkt alles immer so zusammengewürfelt in dieser Serie. Und ich finde, hier, wie heißt er? Der Gott Khonshu? Ja. Sieht halt einfach aus wie ein gerupftes Hühnchen. Ganz ehrlich. Er sieht aus wie so ein Hühner. Ja, ein Hühnchen, was da irgendwie so am Straßenrand verrottet ist. Und überhaupt nicht gut. In den Comics funktioniert das alles ganz cool, finde ich. Und hier auch Moonlights Kostüm. Auch nicht schön animiert, finde ich. Und Moonlight viel zu wenig Screentime. Ja, das wäre auch mein Punkt. Ich glaube, die Ästhetik ist das, was mir meistens aufgeschossen ist. So ein bisschen dieses generische Marvel-Einheitsbrei, der aber dann auch nicht richtig so schön umgesetzt ist. Also ich finde auch so, die Kamera war für mich so sehr unkreativ. Unmotiviert. Genau. Und ich finde auch die Antagonisten übelst eindimensional. Also das ist mir auch ein großartiger Minuspunkt. Ich weiß auch nicht, was die machen wollten. Und ich auch nicht. Ich fand es so schlimm. Teilweise doch schlecht geschnitten. Es gibt so eine Szene, da fällt irgendwer in so einem Grab runter. Du siehst die Person eindeutig fallen und Umschnitt hält sich fest. So, hey, nein, never, ever. Genau, aber ich habe mir auch gedacht, ist da irgendwas passiert? Ein Patzer oder sowas in der Postproduktion? Ich meine, das muss man doch sehen. Das schneidet man vorher weg. Aber oder auch diese Unlogik innerhalb der Story. Also irgendwann kommt hier Khonshu und dreht so das Firmament weg und guckt sich die Sterne an. Also, ihr wisst, welche Auswirkungen das so generell hat, wenn du gerade das ganze Universum zurückdrehst. Und wie viel Power hast du eigentlich? Schafft es aber sonst nicht allein, irgendwas zu machen. Diese ganzen komischen Avatare waren auch irgendwie komisch. Und viele von diesen Göttern wirkten auch so ein bisschen weird animiert. Also durch das Animierte wirkt es halt so ganz komisch teilweise. Und ja, keine Ahnung. Man hat so viel, worauf man zurückgreifen kann mit der ägyptischen Mythologie. Ich finde das mega das spannende Thema. Und das kam ja auch leider zu kurz. Ja. Und noch ein letzter Minuspunkt, bevor du vielleicht die Serie verteidigen kannst. Ja. Genau. Ich fand auch, die Frauenfigur Layla war irgendwie total unnötig. Also sie war nur ein Spiegel für unseren Protagonisten, aber hatte keine wirkliche Backstory bekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, sie ist ein Individuum, was alleine handelt und irgendwie interessant ist. Ja. Und ihr Name wird auch viel zu oft genannt. Halt in dieser leichten Stimme. Layla. So und jetzt Lenny to the Rescue. Ich hätte es auch was Negatives, was ich sagen würde. Okay. Also ich gebe noch den Dolchstoß hinten rein. Ich finde, was ich eigentlich am schlimmsten finde, ist, dass es halt Marvel-typisch jetzt bei den Serien immer nur 6 Folgen sind. Und ich finde, die Serie nimmt sich eigentlich nämlich viel Zeit, um Sachen zu erklären. Also es geht wirklich langsam voran. Aber dann in der allerletzten Folge wird alles reingepackt, halt wirklich. Und das, finde ich, hat mich komplett rausgeworfen. Ja, es ist dieses typische Marvel-Phänomen, dass du mehr mit Versprechen arbeitest, dass du eine Spannung durch Versprechen holst, also durch Post-Credit-Scenes, wir stopfen die letzte Folge alles rein und guck bloß weiter und dann wirst du in der zweiten Staffel wahrscheinlich wieder die ganze Zeit angefüttert und sagst, boah, hoffentlich kommt das, was ich erwarte und dann kriegst du es am Ende ein bisschen serviert und dann, aber wir haben noch was für dich und es kommt in der dritten Staffel und es passiert nie das ganz geile Ding irgendwie geführt in dieser Phase. Und ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich die zweite Staffel gucken werde. Ich werde die gucken. Aber ob wir einen weiteren Teil von einem Marvel-Film dieses Jahres gucken werden, das erfahren wir in einem anderen Talk. In einem anderen Talk-Konstellation. Ja, denn wir machen wieder die magische Zauberkugel an und changen! Ja.
Mensch, wir sitzen wir mal in dieser Konstellation, ne? Ja, das erste Mal Lenny, Xenia und Jonas. Hallo. Ja. Freut mich, euch ja, hallo. Zu sprechen. Ja, hallo. Meine Stimme zittert richtig. Hallo. Bist du so nervös? Ja, ein bisschen. Auch ein bisschen. Ja. Weil wir sind voll wenig so. Das stimmt. Ich freue mich auch voll, dass wir das jetzt mal machen. Das ändern wir noch. Das ändern wir noch. Perfekt. Okay, so. Und dann dürfen wir uns auch direkt auslassen über einen ja, der schlechtesten Filme dieses Jahres. Das nehme ich wahr. Anscheinend Thor, Love and Thunder. Oder? Ich würde jetzt nicht sagen, es ist einer der schlechtesten Filme dieses Jahres. Das würde ich auch nicht. Ich rudere zurück. Aber er hat es geschafft. Ich würde eher sagen, dass er enttäuschend richtig. War. Ich habe bei mir auch nur einen einzigen Punkt bei Thor Love and Thunder stehen und das ist Joa. Ja. Ja. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. Nein. Ja, ich habe den auch relativ spät im Kino gesehen. Das war kurz, glaube ich, nachdem ich wieder aus dem Urlaub zurück war. Und ich fand halt den Thor Ragnarök von Taika Waititi. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Da hat er auch einfach so eine neue Richtung eingeschlagen im Thor-Universum. Nicht mehr dieses düstere, biedere, sondern ein bisschen funnier, so und wie er Taika Waititi 80er ist. 80er-Jahre-Ästhetik fand ich nice. Ja, ja, so die Trailer, die haben alle Spaß gemacht. Ich fand auch so insgesamt, der Film war ganz lustig und so, aber ja, du hast gut ausgedrückt, ja. Er war mir auch egal. Ich fand ihn auch sehr unlustig. Ja. Also, dass die Ziegen, oh mein Gott. Oh mein Gott, wirklich. Ich sage das so jedes nervig. Mal, wenn die noch einmal mehr geschrien hätten, ich wäre so ausgerastet. Ja. Wirklich. Also, ich weiß es nicht. Also, es war wirklich so nah an der Grenze, dass ich sage, boah, das ist erträglich. Und ja. Ja. Ich muss aber sagen, eine Sache fand ich richtig gut und ich finde es schade, dass das irgendwie nicht noch ein bisschen mehr vorkam. Ich fand Christian Bale als Antagonist extrem cool. Ich fand es gut, was sie ihm für eine Backstory gegeben haben. Halt sowas, was man auch gut nachvollziehen kann. Mhm. Und das fehlt Minuten, bei Marvel leider relativ oft. Ja, also die ersten 10 Minuten haben mich abgeholt. Also Gore, der Götterschlechter. Ich fand das halt übelst den coolen Antagonisten. Da dachte ich erst so, wow, okay, wird dieser Thor Ragnarök ablösen bei mir. Aber dann ging es bergab, aber holla. Also ich fand auch ganz, ganz schlimm. Und zwar Russell Crowe als Zeus. Boah, das Send war auch, so ne? unangenehm anzuschauen. Ich fand, das war so ein großes Cringe-Fest. Da bin ich fast aufgestanden. Ich finde, der einzige gute Gag ist immer noch dieser Stormbreaker-Mjölnir-Gag. Dieses, dass Stormbreaker eifersüchtig auf Mjölnir ist. Ja. Das fand ich ganz, ganz lustig. Aber ansonsten war ich halt auch wirklich so, boah. Der zieht sich auch ganz schön, ne? Das war so ein richtiger Zwischendrin-Film. Das ist ja. So, ja, wir müssen jetzt irgendwas bringen, einfach das Thor jetzt nicht irgendwie 2-3 Jahre keinen Film bekommt. Das wirkt halt aber wirklich so, als ob Taika Waititi, die sich wirklich vollgestopft haben mit Drogen und einfach das mal zustande gemacht hat. Und dass Marvel auch so sagt, mach mal. Also ja, es ist uns eigentlich egal, da steht Taika Waititi, das heißt, es wird schon irgendwo gut sein. Aber ich find's krass, dass selbst so bei Hardcore-Marvel-Fans dieser Film eigentlich nicht gut angekommen ist. Das finde ich ist schon so ein bisschen bezeichnend. Ja, ich weiß auch nicht, was man sonst noch so sagen kann. Apropos Marvel. Oh, oh, oh. Fantastisch. Kommen wir zu einer Serie. Ja, okay. Genau, ich dachte, du übernimmst, weil ich habe die leider nicht geschaut. Okay. Ja, ich habe die leider auch nicht geschaut, Miss Marvel. Und ich finde, es ist auch ein bisschen ein leider, weil ich finde, diese Serie hat einen super coolen Ansatz. Halt wirklich, es ist eine sehr coole Figur, die erste muslimische Marvel-Heldin. Und das finde ich sehr cool, vor allem, weil es auch ein bisschen Einblicke halt eben in ihre Kultur gegeben hat. Und auch eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt hat und so ein bisschen ja Highschool-Geschichte auch war. Aber das passt am Ende alles irgendwie nicht so richtig zusammen, weil das halt auch wieder nur 6 Folgen hat und da eben halt eben diese Hintergrundgeschichte ihrer Kultur und halt irgendwie ihre Coming-of-Age-Geschichte noch erzählen will. Und das wie viele halt Folgen hat die? Ja. Weil ich hab wirklich überhaupt gar nichts von Miss Marvel mitbekommen. Halt außer, dass ganz viele Leute ein bisschen enttäuscht waren. Ich habe auch nur den Hate im Internet mitbekommen, also aber Hate nicht wirklich. Ich halt echt nicht, also ich finde es halt so ein bisschen, ist ein bisschen schade, weil ich finde, das ist eigentlich eine super, die hat stellenweise eine super coole Ästhetik. Das fängt halt auch jetzt möglich mit dem, mit zum Beispiel The Weeknd Blinding Lights an und ich finde, das ist so popkulturell, dann genau, nette Einflüsse, die man auch kennt vielleicht, ne? So aktuell und Gen Z. Genau, und vielleicht. Ich finde die Hauptdarstellerin, sie ist auch ein riesiger Marvel-Fan, also kennt sich, glaube ich, auch mit Marvel am besten aus von dem gesamten Marvel-Cast. Die Darstellerin. Okay. Die ist auch super sympathisch und die macht das auch richtig gut. Mhm. Und deswegen finde ich es halt einfach so schade, dass es dann im Endeffekt irgendwie dann nichts so gut gepasst hat und auch irgendwie egal war. Und die Antagonisten, die waren auch mal wirklich das Dümmste mal wieder, was es gibt. Also genauso wie bei Moon Knight. Richtig, ja. Oh. Ich muss auch bei Moon Knight immer an Moonlight denken. Aber nicht, also aber der war ja alles andere. Der war ach, super. Ja, nee. Ja, Miss Marvel, finde ich schade. Hm.
Ja, also noch viel schader. Aber auch von Disney. Auch von Disney finde ich Pinocchio von Robert Zemeckis. Ich habe ja meine Pinocchio Guillermo del Toro Kritik gemacht und habe dann mir im Vorfeld den angeguckt, weil ich so dachte, hey, ich gucke mir mal an, was es da noch so draußen gibt an Pinocchio-Filmung. Ich habe es sofort bereut. Also es war wirklich kein netter Abend. Ich habe ab und an ein bisschen gelacht, aber das war es auch schon. Aber gelacht, weil der Film so lustig ist? Oder weil Wirklich diese Figuren so sehr komisch handeln und auch der italienische Akzent von Tom Hanks. Das ist schlimm. Fand ich auch, wo ich so dachte, oh nein, Tom Hanks, befleck doch nicht deine reine weiße Weste als Everybody's Darling. Ja, ich weiß nicht. Du hast den auch geguckt? Ich habe den auch gesehen und ich fand den auch wirklich schlimm. Und ich frage mich, was Robert Zemeckis sich jetzt denken muss, nachdem er Guillermo del Toro's Pinocchio gesehen hat. Ich so, oh, so geht das also. Das sind mir viel zu wenig Computereffekte. Genau. Ja, das ist, also ich weiß nicht, was man darüber sagen kann, außer, dass man dem Film lassen muss vielleicht. Er hat so eine ganz nette Sequenz, wo dann auch dieser typische A Wish Upon a Star Song performt wird. Ich glaube, die Dame heißt, klingt immer so alt, Cynthia Erivo, die macht das super. Genau, die spielt die gute Fee und das ist top, wirklich. Aber alles andere, ich kann dem Film wirklich kein gutes Haar lassen. Ich habe auch die Kritik dazu geschnitten, weil ich quasi Patrick so ein bisschen entlastet habe, weil er dieses fette Harry Potter Video, das wir gemacht haben, geschnitten hat. Und dann habe ich mich so ein bisschen auch so beschäftigt, was gab es denn schon alles an Pinocchio-Verfilmungen? Und da habe ich mir auch gedacht, so, ist das jetzt nicht immer auserzählt? So. Aber ich habe jetzt auch am Wochenende, ich habe Guillermo del Toro's Pinocchio gesehen, fand ihn großartig. Und in der Kritik habe ich halt auch Szenen aus dem Disney-Pinocchio eingeblendet. Und ich habe immer nur euch davon reden hören und auch Alper, wie schrecklich der Film ist, haben wir gedacht, so, ja, ist halt so. Da habe ich mal mit diesem Trailer angeguckt und dieser Pinocchio, der sieht ja schrecklich aus. Das sieht richtig schlecht animiert aus. Ich habe das letzte Mal, dass ich was gesehen habe, das so schlecht animiert war, war, kennt ihr den Trailer von, oder kennt ihr Benjamin Blümchen den Film? Ja, oh mein Gott, das ist ganz schlimm. Ich fand, ich fand das ähnlich schlimm. Es gibt einen Benjamin Blümchen-Film, ich kenne nur den Bibi und Tina-Film. Ja, aber der ist stark. Der ist stark. Alles klar. Der ist stark. Hätte ich nicht erwartet. Ich fand den ersten ganz unterhaltsam. Oh, okay. So, deswegen, ich finde, den kann man sich angucken. Okay, interessant. Lass da mal später drüber reden. Ich bin interessiert. Okay. Aber nee, also ich fand, der sah visuell so schlimm aus. Vor allem diese Kombo aus Live-Action und CGI. Und dann, das hat null gepasst. Nee, Pinocchio ist wirklich so eine Ausgeburt der Hölle. Also ich fand, so nervig, genau, wirklich so unfassbar nervig. Unfassbar nervig. Und ich, am schlimmsten fand ich aber auch noch Jiminy Cricket. Der wird ja gevoiced von Joseph Gordon-Levitt. Ein sympathischer Typ, aber da kommt nichts in dieser Figur an, leider. Nee. Und ja, man hört halt auch nicht, dass es Joseph Gordon-Levitt ist. So. Könnte auch Chris Pratt sein. Oh. Ja, und das stinkt dann halt ja auch ab gegen Hugh McGregor in Guillermo del Toro's Pinocchio. Besser geht es halt. Also was für ein schlechtes Timing eigentlich. Ne? Das ist ja schon das zweite Mal, dass sowas passiert ist. 2017, 18, 19 kam The Jungle Book raus und dann im gleichen Jahr kam auch noch Mowgli raus auf Netflix. Aber da war der eine ja auch viel besser als der andere. Und also ich mochte Mowgli viel mehr. Mowgli mochte ich auch mehr. Der war doch von Circus. Genau, wollte ich auch gefallen. Ja. Weil der so ein bisschen düsterer war, wo ich mir auch teilweise gedacht habe, so dieser Hund. Ja, aber ich muss, es gibt einen wirklich guten Gag in Pinocchio. Oh, hau raus. Da wird nämlich ein Schauname für Pinocchio gesucht. Und da wird dann gesagt, ja, Chris Pine kannst du nicht nehmen, weil der ist schon vergeben. Den, das ist wirklich gut. Den fand ich gut. Den fand ich gut. So, ja, das war's dann. Oder James Wood. James Wood ist ja. Guck mal, ich schreibe den nächsten Pinocchio-Film. Finde ich nur so Wortwitzen mit Holz. Haben wir dazu eine Kritik gemacht, wäre auch eine gute Bauchbinde irgendwie gewesen. Aber, ja. Ey, die hätten aber noch so einen Meta-Gag machen können und dann Forrest Gump nehmen und dann hätten wir Tom Hanks und dann hätten wir die Verbindung gehabt. Also wirklich. Guck mal hier, zwei Sekunden Brainstorming, besser als der Film. Ich wollte gerade sagen, das ganze Repertoire an Holzwitzen. Unfassbar. Ja, wo. Unfassbar. Unfassbar. Wow. Ja, wie die fantastischen Tierwesen 3. Die waren auch sehr unfassbar, weil ich da auch im Kino saß und
mir das sehr leid tat, dass ich diese Karte gekauft habe. Diese Zeit da saß. Und auch generell, dass dieses Franchise verletzt wird, das mir sehr viel gegeben hat in meiner Kindheit und mir immer noch am Herzen liegt. Die geht es wahrscheinlich ähnlich. Ja. Also nicht so doll wie bei dir jetzt wahrscheinlich, okay. aber auch schon. Man ist damit aufgewachsen, mit Harry Potter. Und ich habe vieles an diesem Film auszusetzen, aber am schlimmsten ist, dass er so belanglos ist im großen Kontext des Harry Potter-Universums und an sich auch ein schlechter Film ist. Also selbst wenn er nicht in der Harry Potter-Welt spielen würde, dann hätte er so eine verwirrende Handlung und so komische Charaktere, die überhaupt nicht etabliert werden leider und mit denen man nicht mitfühlen kann, wo man auch nicht weiß, wie stehen die überhaupt miteinander in Verbindung. Ich finde das unfassbar, wie schlecht dieses Screenplay ist. Hast du ihn gesehen, Lenny? Ich habe ihn gesehen. Ah, okay. Ja. Ich fahr fort, wir machen das. Okay. Ich will nicht so monologisieren in meinem Rant. Nein, ich bin halt einfach nicht so ein Potterhead wie ihr beide, deswegen würde ich zum Schluss meine kleine Mini-Anekdote geben. Meine unwichtige Meinung. Wir haben ja auch schon relativ viel drüber gesprochen in dem Special, was ich gerade erwähnt habe. Mhm. Das verlinken wir auch hier oben, falls ihr das Video anschaut. Schon viel verlinkt. Tja, es kommt noch viel mehr. Wahnsinn. Ja, Lenny, was sagst du? Ich habe doch gerade gesagt, ich gebe doch ab. Also du gibst ab. Okay, aber ich habe eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Okay, also das einzige Gute ist Jude Law als junger Dumbledore, aber der war auch schon im Vorfilm vorhanden und Mads Mikkelsen als Grindelwald. Ja, bin ich auch. Aber ich meine, Mads Mikkelsen kann alles spielen. Und er könnte auch ein Bernd das Brot spielen und das wäre der beste Film des Jahres. Ja, und er würde mich damit überzeugen. Und er ist auf jeden Fall der bessere Grindelwald als Johnny Depp. Deswegen, ja. Okay. Und als Colin Farrell? Ich mag halt Colin Farrell sehr, sehr gerne. Deswegen war ich sehr enttäuscht, dass er im ersten Teil den Zauberstab abgegeben hat. Ich finde auch wirklich Johnny Depp als Grindelwald, weiß ich nicht, ich fand der wirklich immer wie so ein Hipster-Opa. Halt wirklich so hat mir nicht zugesagt. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe nur Teil 1, Teil 2 habe ich geskippt. Ich habe jetzt dann Teil 3 geguckt. Sei froh. Ich finde Teil 2 noch ein bisschen schlimmer als Teil 3. Noch ein bisschen schlimmer sogar. Ja. Also, und ich habe wirklich nichts in diesem Film verstanden. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich Teil 2 nicht gesehen habe, glaube ich, weil ich glaube, der Film ergibt auch so echt wenig Sinn. Ja. Es hat sich auch absolut gar nicht magisch angefühlt. Also, ich bin auch mit den Harry Potter-Filmen aufgewachsen und ich finde, da spürt man die Magie einfach voll. So, und hier wirklich ist es einfach so, ja. Wir haben jetzt so ein Nazi-magisches Dings da auch noch. So, diesen Ansatz fand ich eigentlich auch ganz cool, aber ist halt dann auch irrelevant, weil das halt einfach nur irgendwie so ein Setting war und das war's so. Und die ganze. Wir haben keine Wahlen, wir haben ein Tier, das entscheidet das. Ja, das war so random. Also der ganze Plot war ja so, wir halten eine Wahl auf, das war so unnötig. Also so, es war so für diesen, also ein krasses so Sequel-Problem oder so, dass du dann so kleine Häppchengeschichten erzählst. Aber ich habe mich wirklich so gefragt, als ob, überzeugt ihr euch gerade selber, dass ihr jetzt hier so tut, als wäre das eine wichtige Storyline für die Gesamthandlung. Also irgendwie, nee, also ich weiß nicht. Mich hat es überhaupt nicht abgeholt oder Spannung überhaupt aufgebaut. Und ich finde, die Magie ist voll der wichtige Punkt, weil bei Harry Potter fand ich von den Soundeffekten bis zu den Zaubersprüchen, die Harry erlernt hat, also wir haben immer mehr dazugelernt, wir wurden mitgenommen in so diese magische Welt und es gab so viele kleine Details und alles war so verliebt in diese Art von Zauber, den J.K. Rowling ja auch irgendwie erfunden hat in ihren Büchern. Und das war hier gar nicht Thema. Ja, und ich finde, bei Harry Potter hat man das halt immer noch so aus den Augen von Harry Potter alles mitgesehen und alles so miterlebt, auch so, also wie er es dann erlebt hat. Mhm. Und hier wird halt quasi schon so alles, ja, ihr wisst ja schon, wie es funktioniert, mach mal einfach. Ja, und der. Sagst du gerne. Ich fand ja. Bei Harry Potter bin ich immer sehr aufgewühlt. Okay. Ich finde, der Ansatz, das ja auch in Amerika zu spielen und auch mal zu zeigen, wie die Zaubererwelt da aussieht, finde ich total spannend. Mhm. Das hätte so gut sein können, wenn es dann nicht mehr so tut, als wäre es was anderes als ein Buch. Also das Buch ist ja eigentlich ein Schulbuch gewesen und es sollte ja darum gehen, dass diese fantastischen Tierwesen erkundet werden und dann geht es halt gar nicht mehr darum und es wird zum Polit-Thriller und zu einem sehr schlechten leider. Ja, also was mich noch erheitert hat, war der Krabbentanz von Eddie Redmayne. Oh ja. Das fand ich wirklich gut, aber ansonsten. Ja, aber er hatte ja keine Wahl, sonst wäre er gestorben. Oh, denn ich wäre auch lieber gestorben, als diesen Film zu sehen. Also wirklich, also Choose or Die ist ein Netflix-Film, der sich anfühlt wie eine Creepypasta. Also wirklich, das ist, finde ich, eine Film gewordene Creepypasta, weil es geht um ein Videospiel, das tötet.
Also wirklich, also es ist so. wir machen jetzt so einen Filmgenerator. Ein Bleistift, der tötet. Exakt, das ist es. Das, ja, nee, ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist halt wirklich das beste Beispiel für einen Netflix-Film, der super irrelevant ist, super dumm, auch gar nicht gruselig, wirklich. Obwohl der Robert Englund auch mitspielt und der ist als Freddy Krueger ja bekannt, also er hat eine Sprechrolle in dem Film. Und die Hauptfigur wird gespielt von Asia Butterfield und den kennt man ja aus Sex Education. Und ich habe im Gefühl, dass er so ein bisschen frustriert ist, dass all seine anderen Cast-Mitglieder so richtig erfolgreich sind und auch alle im Barbie-Film jetzt nächstes Jahr mitspielen, nur er nicht. Und deswegen macht er, glaube ich, so als Ausgleich nur noch so Scheißfilme, wirklich. Weil er hat echt dieses Jahr ein paar dumme Filme gemacht. Was denn noch? Der hat jetzt so einen Weihnachtsfilm gemacht, den ich so ein Amazon Original, das ich mir jetzt angucken wollte. Mhm. Ja, das ist, deine Filme gehen halt auch irgendwie unter. Es tut mir so ein bisschen leid, weil ich mag den eigentlich. Ich mag den eigentlich auch sehr gerne. Aber ich glaube, der ist echt ein bisschen frustriert, dass seine Cast da halt echt ein bisschen durch. Ja, guck dich True So Die nicht an. So. Ich möchte eigentlich auch nicht weiter über den Film reden. Ich fand den echt doof. Der klingt für mich wie so dieser Escape Room Film, so ein bisschen. Super random. Ich habe den Trailer gesehen zu Escape Room 2. Ist der nicht so, hä, gab's den ersten Teil? Ja. War das so ein Prank? Allein so diese Idee. Ja, ein Escape Room, du kannst dich escapen. Die ganze Zeit. Und ich meine, der in dem Trailer, ich habe den nicht gesehen, den Film, aber das toppt sich ja immer noch mehr. Und dann gehen die noch, oh, jetzt haben wir es endlich geschafft. Aber nein, das ist erst der Anfang. Jetzt müsst ihr rauskommen. Es gibt einen zweiten Raum. Nein. Das ist wie The Game, mega dumm. Aber ich fände es so lustig, wenn es eigentlich mal ein Horrorfilm wäre über so einen realen Escape Room. Ich finde, also das ist jetzt hier ein Hot Take, aber ich finde manchmal ist es auch sehr, sehr leidig, mit bestimmten Personen in Escape Rooms zu gehen. Gott. Das ist ein Horrorfilm an sich. Also es wäre so eine lustige Komödie, weil es ist einfach so, so schlimm und anstrengend, mit bestimmten Personen in Escape Rooms zu gehen. Da brauchst du gar keine Morde. Ich glaube, ich auch nicht. Mit meinem Bruder könnte ich niemals sowas machen. Oh mein Gott, wir würden uns wirklich killen. Nee. Dann würde ich auch lieber nicht choosen, einfach dein. Ja. Ich glaube, das könnte man wirklich machen. Ich finde das sehr gut. Wir haben hier sehr gute Drehbuchideen. Das ist wirklich wie in einem Writers Room hier. Ja, richtig. Hier liegen die Ideen rum, wie in einem Discounter, man kann die sich einfach herausgreifen. Ja. Ne? Piep. Ja, wir kommen zur zweiten Staffel von Die Discounter, so eine eigentlich ganz kleine, süße Amazon-Serie. Eine deutsche Produktion? Ja, ist so ein bisschen wie The Office, bloß auf Deutsch. Stromberg in einem Discounter. Richtig. So ein bisschen. Ja. Richtig. Hat ein paar ulkige Figuren. Den Jonas, der ist mein Liebling. Jonas ist der Beste. Ja. Ist nicht nur bei Cinema Strikes Back der Beste, sondern auch bei The Discounter. Schleim. Aber das ist die zweite Staffel schon, weil die erste Staffel lief ja schon auf Amazon vor zwei Jahren, einem Jahr. Und die mochte ich sehr, sehr gerne. Mhm. War sehr innovativ, weil ja auch vieles Impro war am Set. Also es ist ein sehr, sehr junges Team von Regisseuren und Produzenten. Und auch Autoren und allen. Also wirklich, die sind Anfang 20 gerade. Ja, genau. Und die machen immer so ein ganz nettes, in der letzten Folge ist immer ein Making-of. Und das finde ich ganz spannend, hinter so eine Produktion nochmal zu blicken. Gerade wenn man ja auch irgendwie vielleicht daran interessiert ist oder so. Willst du wechseln? Genau, ja. Ich mache mich bald selbstständig. Tschüss, Cinema Strikes Back. Nein, aber die zweite Staffel versucht das Ähnliche und an dem Erfolg der ersten Staffel anzuschließen. Aber für mich hat das nicht so gut funktioniert. Ihr mochtet die aber. Genau. Das ist nämlich jetzt hier der große Wow-Effekt. Ich fand die toll und du fandest die, glaube ich, auch ganz gut. Ich fand die auch toll. Ja. Ich glaube, ich fand die auch vielleicht auch deswegen gut, weil ich halt beide Staffeln so direkt hintereinander geguckt habe. Ich hatte nämlich letztes Jahr nicht die erste Staffel geguckt. Und deswegen habe ich die jetzt hintereinander geguckt und ich fand die eigentlich auch echt, echt gut. Ich finde es cool, wie die halt, also die geht jetzt nochmal offensiver mit Themen wie Feminismus auch oder Inklusion oder Gendern halt um. Und das finde ich eigentlich echt auch gut gelöst. Zum Beispiel, das machen die halt in einer Folge am Beispiel von dem Filialleiter Thorsten, um dem das Ganze mal so ein bisschen beizubringen. Und ich finde, das hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Und ich finde, es ist schön, dass die nochmal ein bisschen gesellschaftskritischer geworden ist. Zwar sehr plakativ, muss man halt auch sagen, ne? Aber ich finde, es hat eigentlich ganz gut reingepasst. Ja. Und die haben natürlich versucht, nochmal die erste Staffel zu toppen, noch ein bisschen krasser zu sein, sowas. So ein bisschen auch so in eine Richtung wie Jerks zum Beispiel. Oh, ich liebe Jerks. Ich liebe auch Jerks. Jerks ist so gut. Und die Macher von Jerks stecken ja auch hier mit drin. Ja, Christian Ullmann hat in jeder Staffel ein Cameo. Also wirklich ganz, aber ganz, ganz versteckt. Man sieht den nicht. In der zweiten Staffel auch? Habe ich nicht gesehen, also aber krass. Im Hintergrund, also immer im Hintergrund irgendwie so. Ah. Ich mochte auch bei der zweiten Staffel jetzt hier den Auftritt von Kida Ramadan und das war super. Ich fand
die nicht so lustig. Wie ich fand in der ersten Staffel, ich glaube, es liegt auch vieles bei mir daran, weil die erste Staffel mochte ich sehr und die hat mich voll abgeholt und ich fand die mega lustig. Und die zweite Staffel hat dann alles kopiert, hatte ich das Gefühl, aber war dann nicht so innovativ und hat sich nicht so innovativ angefühlt wie die erste. Ich finde auch die Stargäste in der ersten Staffel war so lustig, so mit Peter Fox dann auch am Ende und irgendwie. Jetzt halt Mats Hummels. Ja, das fand ich so oft die Folge. Und ich glaube auch, diese gesellschaftskritischen Themen waren für mich so leicht konstruiert mit eingearbeitet. So ein bisschen unorganisch haben die sich angefühlt und waren für mich meistens drüber. Also auch so diese feministische Folge war so sehr auf dieser Schiene von, okay, wir sind jetzt so die wütenden Feministen. Das fand ich schon fast so ein bisschen rückschrittlich. Aber ich will der Serie auch anrechnen, dass sie so Themen dann mehr mit reinnehmen. Aber vielleicht reduzierter als jetzt in der Staffel. Also mir persönlich war es ein bisschen too much. Aber ich verstehe voll den Punkt, dass es dann auch positiv sein kann. Ich fand auch ein paar Bomben, die, so nennt man das ja, wenn dann die SchauspielerInnen auch am Set vielleicht nicht so wirklich wissen, ob das jetzt gerade passiert oder nicht. Die fand ich letzte Staffel auch lustiger als diese Staffel. Also es war einfach. Du hast einfach Discounter. Du willst nur zu dem Supermarkt deines Vertrauens gehen. So sieht es nämlich aus, ja. Was ist der Supermarkt? Nein, wir können jetzt keine Markennamen nennen. Das können wir nicht nennen. Ich finde aber, das Ende endet ja auch mit so einem richtig krassen, mit so einer richtig krassen Reveal. Also wirklich ein sehr unangenehmer Reveal. Aber das wusste ich leider schon, weil man das ja auch ein bisschen weiß, wenn man die Darsteller kennt. Man sieht ja eine Ähnlichkeit. Ne? Also, ja, aber ich kann das ewig weiter gucken. Ja. Also wirklich. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch so ein Film ist, der findet nur in so einer kleinen Bubble statt. In einer kleinen Bubble statt. Ja, genau. The Bubble ist ein wieder mal ein Netflix-Film. Netflix hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Du guckst sehr viele Netflix-Filme, habe ich das Gefühl. Ja, leider anscheinend. denn, da guckst du einfach nur viele Sachen mit Pedro Pascal. Das hat mich am meisten an The Bubble aufgeregt. In The Bubble läuft Pedro Pascal rum und bettelt an, dass Leute mit dem Sex haben. Und niemand hat Bock, mit ihm zu schlafen. Und das ist das Unnötigste. Also das ist so unlogisch. Das hat mich wirklich am meisten aufgeregt. Ich so, Leute, da läuft Pedro Pascal rum und sagt, bitte, bitte schlaf mit mir. Und ich denke so, Leute. Also, war auch ein wilder Plot. Also. Ja, das ist, ja, da, okay, darum geht es nicht. Also, darum geht es nicht. Also es geht jetzt nicht darum, dass Pedro Pascal, warum Pedro Pascal möchte, dass Leute mit ihm schlafen, ist, weil er sich in einer Bubble befindet. Das spielt halt in einer fiktiven Produktion. Und Corona schlägt zu und legt die Produktion auf Glatteis und deswegen. Das klingt schon nicht nach einem guten Konzept. Nein, wirklich. Also ich finde halt, Leute, hört auf mit Corona-Filmen. Bo Burnham ist der Einzige, der das gut gemacht hat mit Inside und ich will das einfach nicht irgendwie in Filmform sehen. Es halt gab doch mal diesen. Kam der überhaupt raus, dieser Corona-Film mit KJ Apper von. Da habe ich mal einen Trailer zu gesehen. Von Michael Bay. Ich wollte gerade fragen, ist es der Michael Bay-Film? Ist es der Michael Bay-Film? Wie heißt der nochmal? Ich weiß es nicht. Das frage ich mich auch, ob der gerade rausgekommen ist, weil der hat auch so ein. Der hatte irgendwas so Mockingbird oder so? Ich weiß es nicht, aber es klingt nicht gut. Ich habe aber auch nur davon gehört, aber nie gesehen. Ich glaube auch nicht. Der Trailer war schon so lustig, deswegen ist wahrscheinlich, hätte es auf unsere Trash-Liste geschafft. Ich glaube auch, wenn Alper hier gewesen wäre, dann hätten wir für heute vielleicht auch Ambulance besprochen. Und da hätte ich sagen müssen, ich fand den eigentlich ganz cool. Mir hat das Spaß gemacht. Ambulance? Ja. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich will ihn eigentlich nicht sehen. Aber, ne, Pedro Pascal. Game of Thrones. Freu dich. Ja, ich freue mich. Große Projekt. Drauf. Lenny guckt ja noch Game of Thrones komplett durch. Ich weiß, aber ich frage mich, ob es da auch so großartige Szenen gibt, wo Pedro Pascal in Game of Thrones über der Toilette hängt, kotzt und sagt: Bitte halt mir die Haare. Also in Game of Thrones will jeder mit Pedro Pascal Charakter Sex haben. Ja, Mann, das spricht mich schon mal mehr an. Because he's the Prince of Dorne. Mhm, hat so einen hotten Akzent. Ich lieb's einfach, wenn ich immer, jedes Mal, aber auch so abseits, wenn ich mit euch irgendwie was zu tun habe und ihr sagt dann irgendwie so, oh, das ist eine Game of Thrones Anspielung. Hohoho, Lenny, den kannst du gar nicht verstehen, weil du hast es noch nicht geguckt. Zwinker, zwinker, guck mal. Aber ich bin so neidisch, weil ich würde das so gerne nochmal das erste Mal gucken. Eigentlich würde ich gerne die ganze Zeit so neben dran sitzen. Ja. So, mir so über die Schulter gucken. Ich würde das echt aber gerne machen, weil wenn du bei bestimmten Folgen bist, bitte, dann komme ich vorbei. Ich will eigentlich, also ich habe das auch bei Freunden von mir gemacht, aber ich liebe das, mit Leuten dann neue Serien anzufangen. Du musst zumindest eine Sprachnachricht aufnehmen. Okay, bist du dann eigentlich so ein Mensch, der dann auch die andere Person so durchgehend anguckt und so, boah, was ist deine Reaktion? Weil ich will das dann nochmal durch dich erleben, also nochmal dieselbe Gefühl wie damals. Das ist dann ganz schlimm, wenn Leute dann noch zwischendurch so kurz aufs Handy husten. Nein, du guckst da drauf, das ist gerade was Wichtiges verpasst. Ich stopp dann auch. So richtig passiv-aggressiv.
Es geht erst weiter, wenn du auf den Fernseher guckst. Es gibt so einen berühmt-berüchtigten Vorfall. Ich glaube, das war auch in der 8. Staffel, aber da hätte ich auch besser nicht zugehört bei Game of Thrones, wo ich glaube, mein Mitbewohner oder so, also der Mitbewohner von da, wo wir geguckt haben, hatte irgendwie so eine Platte plötzlich aufgelegt, wo ich so war, ich bin einmal in der Woche hier, Montagabend gucken wir Game of Thrones, wieso legst du jetzt eine Platte auf? Und es war auch irgendwas, ich glaube, es war auch so, keine Ahnung. Ja, es war so was richtig Lautes. Nee, nicht Dubstep, aber ich glaube so Heavy Metal oder so. Und ich weiß noch, ich bin da so richtig an seine Tür gekommen. Ich so, Freddy, das geht nicht. Du musst sofort auf. Ich bitte, entweder du guckst mit oder du machst jetzt alles leise. Ja, also. Aber ja, was gibt es was an The Bubble, das du gut fandst? Außer, dass vielleicht Pedro Pascal mitgespielt hat? Es gibt einen Cameo, was mir jetzt, okay, ich sag das jetzt. Also guck dich The Bubble nicht an, so deswegen sag ich das. James McAvoy hat einen lustigen Cameo. Okay. Das war's. Gut. Gut, dann machen wir weiter. Ne? Nächster Film. Ich glaube, einer von euch hat den. Hat den, wir beide den ja, ich habe den gesehen. Ja. Ja. The Ghost is back. The Ghost is back, ja. Ich finde, Ana de Armas ist auch back. Ja. Leider auch wieder eine Rolle, die unnötiger nicht sein könnte. Aber wie sie da am Anfang in dem Anzug kämpfte, war das Coolste überhaupt. Und ich wünschte, sie hätte diesen Anzug durchgehend tragen, weil das sah so stylisch aus. Voll. Es hatte so Scarlett Johansson, so Marvel, Cinematic Universe. Ich fand so ihre Rolle auch sehr badass, aber sie hatte halt leider nicht so viel Substanz. Nee, absolut nicht. Und The Gray Man macht sich auch ein bisschen lustig über so, ne, keine Ahnung, James Bond, Mission Impossible. So, da das sind so ein paar Referenzen drin, weißt du? Aber es ist jetzt nicht eine reine Parodie. Nein, es ist voll ernst gemeint. Genau. Es ist total ernst gemeint. Ich habe nämlich nur die ganzen, also in Köln gab es relativ viele Plakate, da wird relativ viel Werbung für gemacht. Da habe ich erst so gedacht, oh, interessant, Ryan Gosling. Und Chris Evans. Dann habe ich gehört, der soll nicht so gut sein, dann habe ich ihn gar nicht erst angeschaut. Aber ich hole ihn irgendwann nach, wenn Netflix mal keine Filme mehr rausbringt. Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob er so sehenswert ist. Ich fand, er war eine nette Unterhaltung, aber mehr als so ein Netflix-Film von der Stange ist er nicht. Also würde ich sagen, er ist sehr zerschnitten, also actionfilmmäßig zerschnitten. Der klingt auch, ich hab mich null drüber informiert, aber der klingt so, als ob es einer dieser ultratreuen 100, 200, 300 Millionen Dollar Netflix-Filme ist, der halt nur so lala ist. So wie Red Notice. Oh, ich weiß, was du meinst. Das ist halt, Red Notice fand ich auch ganz, ganz schlimm. Aber The Gray Man, finde ich, ist halt einfach wirklich generisch wie sonst was. Also es ist halt so. Chris Evans hat mir echt am meisten gefallen, weil der irgendwie super viel Spaß hatte, irgendwie gefühlt, den zu spielen. Hab so ich mit auch seinem, mit seinem Schnurrbart so. Und es ist, ich fand das eigentlich echt am besten. Der ist ja von den Russo-Brüdern und irgendwie zeichnet es sich jetzt so ein bisschen ab. Die haben ja auch Cherry gemacht mit Tom Holland, diesen diesen Apple-Film, und der war auch nicht gut. Das zeichnet sich jetzt so ein bisschen ab, dass die abseits von Marvel eigentlich, glaube ich, echt nicht viel können. Mhm. So, außer die Community-Folgen, die waren gut. Stimmt. Ich glaube, Ryan Gosling wird hier auch wieder ein bisschen verpulvert. Ja, ich freue mich einfach, wenn er in dem Barbie-Film mitspielt, den hast du eben schon erwähnt. Ja, ich liebe auch diese Fotos, die dann immer viral gehen. Das ist, glaube ich, mein Top-Pick nächstes Jahr. Mal gucken. Ja, das wird so das allerbeste überhaupt. Greta Gerwig. Große Liebe geht raus. Ja, das wird so gut. Ja. Ja. Ein grauer Mann ist man auch, wenn man 3000 Jahre alt wird. Mhm. Deshalb kommen wir jetzt zu 3000 Years of Longing, den neuen Film von Mad Max. George Miller. Und Happy Feet Regisseur George Miller. Das ist immer das Lustigste. Happy Feet war ein Meisterwerk. Ich fand Happy Feet auch richtig gut. Das war mein erster Kinofilm. Oh, ja. Das ist ein sehr guter, das ist ein sehr guter erster Kinofilm. Was war dein erster Kinofilm? Mein erster Kinofilm war Himmel und Huhn. Das haben wir schon mal drüber geredet in unserem allerersten Podcast. Das ist einer der absurdesten Filme überhaupt. Und ich habe echt einen Softspot für den, obwohl der nicht gut ist. Aber ich habe einen Softspot für den. Das sind so die ersten Filme, die man im Kino schaut. Großartig. Ja, ich war auch da, habe ich meine Filmliebe. Nee, das ist eine Lüge. Damals mit 6, ja, auf jeden Fall. Aber ja. 3000 Years of Longing. Ich finde das halt krass, wenn man bedenkt, dass der Typ Mad Max macht und dann macht er jetzt halt einfach so einen Märchenfilm. Ja. Aber ich mochte das. Also am Anfang habe ich mich in den Film gesetzt und war so, wow, geil. Es ist so ne, historisches Material, dann so Istanbul als Setting. Ich mochte auch Idris Elba in seiner Rolle so als Geschichtenerzähler. Ich fand das übelst geil. Und dann macht der Film so eine komische Wendung in der Mitte und verliert mich komplett. Also er war dann plötzlich im zweiten Teil ein ganz, ganz anderer Film und ich war nicht ein Fan. Ich mochte dieses Episodenhafte, wie er immer wieder so Geschichten aus der Vergangenheit erzählt hat, wie man dann so Sachen gesehen hat, die man bisher noch nie gesehen hat, auch so biblische Figuren und sowas. Das fand ich mega cool. Das war halt auch alles so märchenhaft und so fantastisch inszeniert. Und alles, was in der Gegenwart gespielt hat mit Tilda Swinton und mit Idris Elba und dann diese super weirde
kitschige Liebesbeziehung, die fand ich irgendwie komisch. Mir geht's genau andersrum. Ich fand nämlich, also wirklich, ich fand diese Märchen, das vom Prinzip eigentlich ganz cool. Aber dafür, dass halt dieser zweite Teil existiert, ist dieser erste Teil gefühlt irrelevant. Und ich mochte irgendwie diese Liebesbeziehung zwischen den beiden, weil es super weird war. Und Tilda Swinton und Idris Elba haben auch wenig Chemie, finde ich. So. Aber deswegen, ja, ich fand, das war, hat mich so rausgebracht. Nee, ich war also wirklich so, was, wieso gehen sie diesen Weg entlang? Ich war wirklich verstört. Also ich habe es echt nicht verstanden. Aber Idris Elba auch mit seinen Öhrchen da so, diesen, es war also generell auch alles so ein bisschen weird anzusehen. Also ich weiß nicht. Also, okay, hey, aber gut. Aber jetzt, wie du gerade sprichst, klingt es, als ob du es gar nicht mehr so gut findest. Ja, also jetzt, je mehr ich darüber nachdenke, ist halt wirklich so, ja, und dann hat er dann, der liefert dann ja irgendwie in dieser zweiten Hälfte so eine Definition von Liebe, was das heißt, geliebt zu werden und zu lieben und dass das Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende andauert und sowas. Also ich war, ja, okay, gut, ich finde die zweite Hälfte auch nicht so geil. Ja, so ein typisches Beispiel von, wir klingen total hochgestochen, aber sagen nichts aus. Also ich finde diese Sätze von Tilda Swinton waren die ganze Zeit so leere Phrasen. Ja, ich finde auch dieser Titel, der hat so viel mehr versprochen. 3000 Years of Long, ich hätte mir jetzt eher sowas wie Cloud Atlas vorgestellt, so ein bisschen epischer, größer, eine größere Geschichte erzählen. Mhm. Und was halt doch relativ klein. Ich glaube, wenn man den Film abschneiden würde, also nach diesen episodenartigen Geschichten aus dem alten Istanbul, ich finde, dann fände ich den cool. Also dann wäre das so eine Serie vielleicht, so Love, Death and Robots mäßig, so pro Folge irgendwie so eine unterschiedliche Geschichte. Das würde ich feiern. Da gibt es doch diesen Film, den habe ich leider nicht gesehen, hat Alper gesehen, Das Märchen der Märchen. Da gibt es doch auch, so episodenhafte Märchen. Das klingt cool. Erzählungen, ja. Ich habe letztens überlegt, wie cool wäre das, wenn man diese alten Märchen über so den Struwwelpeter und so verfilmen würde, in so einem darken, in so einer darken Variante, so ein bisschen wie Pinocchio von Guillermo del Toro, aber in so einer episodenartigen Serie. Ich würde es feiern. Ja. Finde ich geil, weil ich finde, es gibt nichts Gruseligeres als diese Struwwelpeter-Geschichten. Ich finde das so scary. Wirklich, auch so Hans Kuck in die Luft oder Feuermarie. oder dieses Daumen, wie heißt es nochmal, an diesem Daumenlutscher, der den abgeschnitten hat. Ja. Das ist saugeil. Haut. Ja. Habt ihr mal Brothers Grimm gesehen? Der mit Heath Ledger? Der ja, von, genau. Ich glaub, Terry Gilliam. Terry Gilliam, ja. Den mochte ich nämlich auch. Den mag ich auch sehr. Ich finde, der war jetzt per se kein guter Film, aber ich mochte den voll gern. Ich habe auch ein Herz für, ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber Red Riding Hood mit Amanda Seyfried. Kennt ihr den? Der ist ein bisschen trashy. Ja, ich kenne auch den Namen. Aber da geht es auch ein bisschen um so eine Grusel-Variante von Märchen. Ist das nicht auch so ein bisschen trashy? Es ist sehr trashy, okay, aber ich finde auch, so, den habe ich sehr, sehr früh geguckt. Ist da noch Humor dabei? Ja. Okay, ja, okay. Ja. Wie wäre es mit Struwwelpeter-Verfilmung oder Märchen Grimm von den Gebrüdern Grimm? Guillermo del Toro. Stop Motion. Stark. Nice. Ich hätte es sehr gerne. Ja. Obwohl auch die neue Serie von Guillermo del Toro auch ein bisschen von Qualität zu Folge schwankt. Mhm. Also es ist, ja, hat mich ein bisschen verloren. Deswegen. Was auch schwankt in der Luft sind Flugzeuge. Mhm. Die kommen vor in Top Gun Maverick. Hä, Jonas, warum ist das jetzt hier gelandet? Dürft ihr euch bei Xenia bedanken. Es tut mir leid. Wir haben uns ja schon mal in einem Podcast gestritten. Wir haben es, glaube ich, öfters mal im Podcast gestritten. Das stimmt. Ja. Lenny, ich hoffe jetzt voll auf dich, dass du den Film auch nicht so gefeiert hast wie alle anderen, aber ich bin auch okay damit, wenn du ihn magst. Also, wobei, ich glaube, also sorry, dass ich dich unterbreche. Das ist okay. Ich glaube, das Ding ist, du gewichtest die einen Sachen mehr als ich die. Als ich die werte. Also diese ganze Story mit Tom Cruise als diesem, ne, so unfehlbaren Helden, der immer alles richtig macht und der nie sterben kann. Geschichte war das dumm. Ich bin in diesen Film gegangen, ich habe gedacht, ich habe mir nämlich vorher noch ich finde den ersten Top Gun aber fast noch schlimmer. Ich finde den auch wirklich langweilig, den ersten Top Gun. So, ich habe es gesagt. Nieder mit dir. Ja, nieder mit dir. Du wählst den ganzen Hate einfach auf mich. Ja, das ist, nein, I support you. Ich mag Top Gun nicht. Ich glaube, dieses Genre, oder auch diese Filmreihe wird mich nie begeistern, aber ich rechne der Filmreihe auch viel an, ne? Krasse Action-Szenen, aber red erstmal weiter. Sorry. Ja, also ich habe mir den am Tag vorher, bevor ich Top Gun Maverick geguckt habe, den ersten nochmal angeguckt und dann habe ich Top Gun Maverick geguckt und dann kam da diese Liebesgeschichte davor
Und ich habe nicht verstanden, wo die herkommen, weil das ist halt nichts, was im ersten Teil irgendwie aufgegriffen wird. Und ich war so, warum? Und dann ist es auch wirklich noch so eine absurde, dumme Liebesgeschichte, wirklich also aus dem Bilderbuch, wie dumm die ist. Ja, wie die angezogen im Bett liegen. Oh, das ist so schlimm. Mit dieser Tochter auch noch. Also am schlimmsten, genau, voll das. Und am schlimmsten finde ich, dass sie ihm so alles erklären muss in so Flugmetaphern. Also weißt du, so wie als wäre so ein kleiner Junge, der das nur, ja, also genau, der das nur versteht, wie sie sagt, und dann macht das Flugzeug brumm, brumm, brumm. Also ich weiß nicht, tut mir leid, aber so, und dann musst du das und das machen. Dann kommt das Flugzeug machen. Ja, genau. Und das heißt, dass die Menschen sind böse und du bist gut. Und ich weiß nicht, ich finde der Film, also inhaltlich, ich weiß nicht, würde sich irgendwer mit mir streiten, der Film ist hart generisch, er hat keine innovative Geschichte oder so. Und mit diesen Feinden, die ja ne, so auf eine Art und Weise dann keine wirkliche Nation mehr widerspiegeln, sondern auch Aliens sein könnten, theoretisch, wenn man nicht sieht, wie sie aussehen. Ich finde, dieser Feind wird halt mega entmenschlicht. Und ich finde, dann ist es auf so einer anderen Ebene, wenn man den Film bewertet, vielleicht auch ein bisschen schwierig. Also wenn man sich dann lossagt von so jeglicher Nationenvorstellung, aber trotzdem Amerika glorifiziert, aber dann gleichzeitig gegen so einen Feind schießt, der theoretisch aber nicht ausgeklammert werden kann von so jeglichem politischen Kontext. Weiß ich nicht. Aber klar, natürlich, die Action-Szenen sind total geil und ich war auch entertained, aber ich bin trotzdem aus dem Film rausgegangen und dachte mir, das ist ja auch voll das. Also eigentlich ist es voll das gute Rekrutierungsvideo für die Air Force. Ja, genau. Ich denke mal, auch dieser Film hätte nicht so ausgesehen, wenn die das inhaltlich nicht so gemacht hätten, dass das der Air Force auch gefällt, dass die unterstützen mit ihren Flugzeugen. Ja. Und dann war es ja auch noch so, dass die taiwanesische Flagge, meine ich, nicht auf dem chinesischen Markt mit auf der Uniform von Maverick drauf sein durfte, weil das ja im Original so war, weil man dann eben das nicht machen konnte wegen der Zensur in China. Und dann denke ich mir so, okay, das heißt, die Produktion ist ja auch politisch. Und dann ist der Film auf so eine komische Art und Weise versucht, gibt er sich unpolitisch. Mhm. Aber ist es dann doch? Also ich weiß nicht. Ich glaube aber, ich gewichte es, wie gesagt, anders. Ja, und ich verstehe auch total, dass der Film vielen Leuten Spaß gemacht hat. Ja, also. Flugzeuge. ich muss aber auch wirklich auch da noch sagen, ich glaube, der Film wirkt nur im Kino. Ich glaube, wenn ich mir den jetzt zu Hause angucke, ich würde den scheiße finden, wirklich. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich den gut finden würde. Man findet ihn gut wegen Miles Tellers Schnurrbart noch, weil das hat mir auch noch sehr viel gegeben. Aber ich finde dieser Konflikt auch, also es tut mir leid, ich bin auf diesem Hate Train, ich komme da nicht mehr runter. Okay. Dafür ist dieses Video da. Das stimmt, das stimmt. Goose heißt er ja im Film. Ja. Miles Teller. Also ich fand, dieser Konflikt war auch so komisch dann, dass er irgendwie dann... Der Sohn dann, ja auch noch da war. Und genau, so, und er ist so genauso wie sein Vater in dem Vorgängerfilm. Er ist ja eigentlich, der sitzt ja genau in dem Klavier wie in dem anderen Film. Also es ist ja wirklich eins zu eins kopiert und so bespielt natürlich auch Nostalgiegefühl und so. Aber ich fand auch dieser Konflikt dann mit ihm und Maverick, so dieses, ich bin jetzt so dein Rivale, aber irgendwie will ich ja auch ein bisschen, vermisse ich meinen Vater. Und es war so platt. Ja, aber im Prinzip waren ja auch alle Figuren wie die von Maverick, bloß halt konnten die nicht so viel. Ja, genau. Aber übrigens, warum heißt das dann Top Gun und nicht Flop Gun? Okay, Titel des Videos. Es ist, glaube ich, die Zeit, Lenny, dass du jetzt gehst. Gut, ja. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ich fand's lustig. Hast du es erkannt? Marius? Das ist die Intro-Musik von Rings of Power. Das hast du sehr schön gemacht. Dankeschön. Das setzt mich wieder direkt in den schönen Zustand meines Gemüts, als ich Rings of Power geguckt habe. Was? Nee, das war eine Lüge. Ey, ich glaube, das können wir auch ein bisschen abkürzen. Wir haben stundenlang auf diesem Kanal über Ringe der Macht geredet. Ja. Zu jeder Folge mindestens 2 Stunden. Das sind mal 8 mal 2, sind 16 Stunden, dann noch ein bisschen mehr. Sagen wir, wir haben 20 Stunden geredet über Ringe der Macht. Ja. Ich glaube, das ist genug aussagekräftig, dass wir jetzt nicht noch mehr das Fass aufmachen sollen. Außer, dass wir Marius auffordern wollen, ey Marius, guck doch auch mal die erste Staffel von Die Ringe der Macht und sag mal, wie du findest. Ihr macht nie gute Werbung für diese Serie und ich habe mich am Anfang des Jahres drauf gefreut, so die zwei großen Dinger dieses Jahr, House of the Dragon und Rings of Power und dann kommen hier so die Kommentare dazu. Ich hatte Urlaub, als das angefangen hat. Und dann kam ich wieder und dachte, jetzt guckst du alles. Und dann gucke ich so die Bewertung von euch. Und denke so, nope, nee, kein Bock. Nee. Aber wenn du es guckst, guck dir nur die Durin-Szenen an und alles in Khazad-dûm. Gibt
Gibt es da nicht so ein YouTube-Zusammenschnitt, so Best-of, der ist so 5 Minuten lang? Schick wahrscheinlich. Ich dir gleich. Oh ja. Gott. Ich kriege immer so Fraktale mit, und so, der Meteormann. Und dann gibt es so Theorien, wer ist der fucking Meteormann? Ich so, what? Ach, du wurdest noch nicht gespoilert, wer der Meteormann ist? Doch. Und okay. Ich denke so, war es nicht obvious, aber ist es nicht auch irgendwie dumm? Ich weiß nicht. Ja, das sind Fragen, die wir uns auch gestellt haben. Die wir uns jede Woche gestellt haben. Aber ich gucke dieses Jahr, zu Weihnachten, letztes Jahr war Harry Potter nochmal komplett dran und dieses Jahr ist Herr der Ringe dran. Extended oder Kino? Nee, Kinofassung. Meine Freundin hat es noch nicht gesehen und man soll ja nicht die Extended-Fassung gucken mit Leuten, die es noch nie gesehen haben, tatsächlich. Ja. Das wirkt abschreckend. Ja, es ja, ist dann zu lang, deswegen gucken wir die Kinofassung. Man guckt auch nicht die Ringe, dann macht das auch abschreckend. Oh Gott, stell dich mal vor, das ist das, was wo Leute reingeführt werden ins Tolkien-Universum mit der Ringe der Macht. Manche, die. Junge Menschen, die noch nicht Herr der Ringe gesehen haben. Sprichst du jetzt gerade nicht von dir, weil du bist doch auch ein junger Mensch. Ja, aber ich stelle mir gerade so vor, dass irgendwie vielleicht in 10 Jahren oder sowas und dann kriegt man am ehesten was von der Amazon Prime Serie vielleicht mit. Ja, wahrscheinlich, denkt sich, Amazon in 10 Jahren noch gibt. Wisst ihr. Oh, hast du was vor, Jonas? Ich wollte es ja nur sagen, es ist ja, das ja, kann ja passieren, dass es noch nicht mehr gibt. Weißt das ist eine Utopie. Weiß man, ob diese Tolkien-Gesellschaft oder diese Familie, wer auch immer das gerade macht, noch, sind die enttäuscht oder sind die so, oh, well done? Ey, weiß man das? Das weiß ich gar nicht. Die haben sich ja so ein bisschen auch, also nicht gestritten, aber zumindest waren sie ja eher begeistert davon, dass sie ja nicht Netflix die Rechte gegeben haben, sondern Amazon. Also sie haben ja schon mit denen verhandelt und wollten eine Lore. Die leben nicht mehr, die sind am Geld erstickt, was sie bekommen haben. Die Schauspieler haben das ganz clever gemacht. Die haben nicht gesagt, wir machen eine Aragorn-Serie oder wir machen ein Remake von Herr der Ringe. Die haben gesagt, wir arbeiten mit Tolkien Estate zusammen so close wie möglich. Wo ich mir auch dann, als ich die Serie gesehen habe, so gedacht habe, so, ist da so viel Einfluss durchgekommen, ich glaub, was nicht. Die Story angeht? Also ich wahrscheinlich schon mehr als jetzt so bei Netflix. Also hat man ja gehört, dass die da so eine Art Marvel-mäßige Serie über jede Figur machen wollten. Mhm. Also zum Beispiel dann eine Legolas-Serie oder so. Das wäre gleich noch schlimmer geworden. Will ich nicht sehen. Ja. Also ganz ehrlich, also ich finde, in den Filmen sind die alle Charaktere da eigentlich schon sehr gut erzählt und mehr würde, glaube ich, zerstören. Eben. Ja, ja, ich würde auch sagen, dass man, wenn man die Serie gesehen hat und irgendwie Herr der Ringe liebt, dann ist man schon danach damaged goods. Oh. Gott. Ja, aber auch wenn du damaged goods schaust, bist du danach ein bisschen damaged. Ich weiß nicht, was schlimmer war, die cringen Dialoge oder diese gesellschaftlichen Themen, die dann so reingepresst wurden in diese erste Staffel. Also es ist so eine Comedy-Serie. Geht's da eigentlich so genau? Ja, ich habe nichts gehört, bis wir unser Video aufgenommen haben zu den 10 schlechtesten Serien dieses Jahr. Da habe ich zum ersten Mal von der Serie wirklich gehört. Das ist so eine Comedy-Serie mit Sophie Passmann. Sophie Passmann ist ja eine Autorin und Comedian aus Deutschland. Aber auch die kennen die meisten. Kritisch, genau, kritisch, in letzter Zeit auch ein bisschen kritisch aufgefallen. Aber ich muss sagen, ich mag sie eigentlich und ich fand sie hier in der Serie auch, hat gut geschauspielert, also das kriegt man ja immer mal wieder mit. Zum Beispiel Nura hat ja auch in die Discounter mitgespielt, wo ich mehr gemerkt habe, dass sie nicht so die geborene Schauspielerin ist. Wie wir. Sie spielt sich halt selbst. Sie spielt sich selbst, genau, aber für Discounter hat es auf jeden Fall gereicht. Und bei Damaged Goods geht es eigentlich um 5 Millennials, die in der Münchner WG wohnen und alle so Stereotype verkörpern. Und die Protagonistin, also Sophie Passmann, macht dann einen Podcast. Und der. Wer macht einen Podcast? Genau, es ist so ein bisschen so ein, ja, ein Kommentar auf so diese Generation. Und es geht dann halt um so viele Themen, so Mental Health, aber auch queere Liebe und sowas. Und viele Sachen der Serie können dann einen schon mitnehmen und die behandelt die Serie auch gut. Aber das Schlimmste sind wirklich diese Dialoge. Ja. Also du kommst durch fast keine Szene durch, ohne dass es sich so in dir zusammenzieht, weil es ist so komisch, weil man merkt, also ich weiß es auch nicht genau, aber dass so Boomer an diesem Skript gesessen haben und sich so dachten, wir reden Leute in ihren 30ern oder Ende 20ern und ich weiß nicht, ja. Es tut mir leid. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt entschuldigen dafür, dass ich der Serie so gar nichts gönne. Aber ich finde, das, was ich mochte an der Serie, war die queere Love Story. Die war nett umgesetzt. Stimmt, wir haben gar nicht gesagt, was wir in der Ringe der Macht mochten. Stimmt. Moria. Durin. Ja. Der Trailer. Meteormann. Meteormann. Jetzt bei der nächsten Serie muss ich ein bisschen überlegen, was ich daran mochte. Oh. Also sie heißt The Imperfects. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal was gehört habt. Absolut zero. Gar nichts, wir sind ja auch alles andere als imperfect.
So. Was? Alles klar. Die Überleitungen werden immer besser. Das hätte auch aus Damage gezeigt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich war ja. so ein bisschen Boomer deutsche Produktion. Man muss sich ein bisschen hier reinbringen, wie gesagt, in deutsche Produktion. Da müssen die Texte auch gut sein. Wir bilden hier alle Generationen ab. Senioren. Wir sind Multigenerationenhaushalt. Ja. Kinder. Alles klar. Also ich habe ja schon mal gesagt, wow. dass ich Mythologie mag. Weiß ich nicht, Percy Jackson. Genau, zum Beispiel. Du wünschst dir am liebsten eine richtig gute Percy Jackson-Verfilmung. Wer weiß, ob Disney das hinkriegt. Die kommt ja bald raus. Ich drücke schon mal die Daumen. Bei The Imperfects bin ich eher drüber gestolpert, weil ich so nach Rings of Power war das eigentlich. Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ja, und ich dachte so, ich brauche jetzt mehr Fantasy, ein bisschen vielleicht so eine coole Coming-of-Age-Geschichte. Und dann bin ich auf The Imperfects gestoßen. Das ist eine Netflix-Produktion. Und ja, eigentlich geht es um drei Personen, Tilda, Juan und Abby, die per Gentherapie in Monster verwandelt werden. Also die okay. Monster, die sie abbilden, sind aber mal was anderes, weil es gibt einen Succubus, der dann durch so Pheromone Menschen beeinflussen kann. Dann gibt es einen Chupacabra, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein lateinamerikanisches ja. Fabelwesen. Mhm. Dieser Hund? Ja, genau. Es sieht aber eher mehr aus wie so ein Werwolf in der Serie und auch sehr, sehr schlecht animiert, leider. Zweiter schlechter Werwolf heute schon. Ja, und eine Banshee. Und das ist ganz cool, weil ich mochte auch die Idee dann davon. Es wirkt am Anfang ein bisschen wie Misfits. Ich weiß nicht, ob ihr Misfits gesehen habt, wo Evan Rian spielt auch mit. Das ist das Einzige, was ich über Misfits weiß. Okay. Und dass es eine Band gibt, die Misfits. Die Serie habe ich halt früher geguckt und mochte die eigentlich sehr. Oder auch Umbrella Academy, was ich leider nicht gesehen habe, aber was ja auch eine sehr, sehr große Fanbase hat. Das hat mich ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen. Dazu, ich bug die gar nicht. Ich habe die viermal versucht anzuschauen. Ich fand die mega langweilig. Okay. Ich habe richtig abgeschreckt. Okay, also ich habe nie und so. Eine Folge gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, dass, ne, dass das dann so ähnlich ist. Und hier bei Imperfects, weiß ich nicht, wird so vieles versucht und mit diesem interessanten Grundmaterial kommt am Ende aber eine Serie dabei raus, die so komisch konstruiert und trashig ist, dass es wirklich so eine Netflix-Produktion auch wieder ist. Also wo man merkt, okay, hier wurden so ganz lustige Dialoge am Anfang geschrieben, aber irgendwann entwickelt sich das zu so Riverdale-Style-Plot-Entwicklungen, die keinen Sinn machen. Und irgendwie dann die Figuren, die auch plötzlich ganz komisch handeln. Es gibt so einen ganz weirden Wissenschaftler als Antagonisten, der aber irgendwie so aussieht, wie als würde er noch zur Schule gehen. Also er sieht aus wie so ein Schuljunge. Also es ist ganz komisch. Er hat auch so rote Haare. Ich habe auch gedacht, er sieht aus wie eine Comicfigur. Also es wirkt alles, aber auch vom Look her, wie so Supernatural, die ersten paar Staffeln. Hm. Also wie so eine 90er-Jahre so Fantasy-Serie eigentlich. Mhm. Ist das original oder basiert das irgendwo drauf? Comic-Buch? Ich meine, das ist original. Also ich habe zumindest nicht gelesen, dass das auf irgendwas basiert. Also wenn es so anders ist, dann korrigiert mich gerne. Aber ich fand es vor allem schade, weil ich das cool fand, dass mal andere Fantasy-Wesen übernommen wurden und andere mythologische Elemente als jetzt so der typische Werwolf oder Vampir. Ja, ja. Aber ja, es lohnt sich leider nicht. Du hast dieses Jahr ziemlich viele nicht so gute Serien geschaut. War nicht dein Jahr, ne? Das haben wir auch in Vorbereitung auf diese ganzen Top- und Flop-Listen haben wir schon festgestellt, dass Xenia sehr viele Serien geschaut hat und sehr viele sehr schlechte Serien. Ja, ich glaube, mein Ding ist auch, dass ich dann immer gerne wissen will, was so auf Netflix abgeht, weil ich das von der Plattform her auch interessant finde, was gerade in den Top-Listen stattfindet. Und beim Essen muss man ja sich auch irgendwie ablenken manchmal und dann mache ich mal irgendwie sowas Food-Serien. An. Aber so Food-Serien, ja. Ich muss beim Essen, das muss aber schon gut sein. Also es ist so der schmale Grad, foodable. Das heißt, es darf nicht zu komplex, nicht zu schwer sein. Du musst auch mal weggucken können. Aber wenn es dann schlecht ist, möchte ich es auch nicht essen. Ich möchte mein Essen nicht verschwenden für eine schlechte Serie. Ja, das stimmt. Da hast du recht, ja. Und so ähnlich war es nämlich bei Fate The Wings Saga 2. Ich weiß wahrscheinlich die meisten. Das ist wirklich sowas, wo ich auch wirklich nicht... Also mit gutem Gewissen behaupten kann, dass es echt keine gute Serie ist. Obwohl die Grundlage davon, vielleicht kennen die auch einige noch, The Wings Club, das ist so eine Anfang der 2000er Cartoon-Serie. Oder ich weiß nicht, ob es ein Anime ist. Ich kenne die auch nur vom Namen. Geht's um Chicken Wings. Es geht um Es gibt Feen. Wings, gibt's auch eine Band. Also. Ja, aber die sehen so ein bisschen Bratz Doll-mäßig aus. Kennt ihr Bratz Dolls? Oh Gott, das ist jetzt vielleicht... Das ist ein Brotpuppen? Nein. Oh, jetzt kommt... Lenny kennt's. Und das ist so eine... Das sind so Barbie-Puppen, aber die sehen so sehr, sehr
so anders aus. Also sie haben so einen großen Kopf, große Augen. Und so ein bisschen alternative auch genau, so. Ja, die haben doch, so einen Grunge-Look und so. Okay, gut, ich habe wieder das Gefühl, ich wusste zu meinen Eltern. Ich hatte keine. Xenia hat bestimmt so ein Puppenzimmer zu Hause, wo das komplett... Ja. So ein creepy Puppenzimmer. Ja, ja ich glaube, genau. Lenny hat das creepy Puppenzimmer. Ja. Ich wünschte, Lenny säße jetzt hier... Wings Club. Ja, aber die Puppen sehen doch anders aus, oder? Also die, die man kauft. Die Bratz Dolls sehen anders aus, ja. Aber so vom ne Look her, so ganz, ganz schmale Taille, das ist so ein bisschen auch ein sehr ungesundes so Körperbild. Anti-Barbie war das so ein bisschen, glaube ich, irgendein Typ hat die erfunden oder irgendwie hat die erfunden, wurde auch richtig recht damit, glaube ich. Also ich finde, wenn ich so The Wings Club beschreiben würde, was das ausgemacht hat, war auf jeden Fall so diese Freundschaft der einzelnen Figuren untereinander und auch der Style. Und bunt. Und es war sehr, sehr bunt. Also es sah sehr cool aus und das ist auch ja so eine Ästhetik, die jetzt wieder Trend wird auf TikTok. Also man will sich dann so verkleiden und als dann verkündet wurde, dass da eine Serie drüber gemacht wird auf Netflix, war da schon eine Fanbase da, die auch gehofft hat, dass das dann gut rübergebracht wird. Du sagst jetzt, du hast dich verkleidet und das geguckt. Nein, dann würde ich ja all meine Autorität verlieren. Ich hätte eine Idee für eine neue Rubrik hier im Podcast. Die Xenias TikTok-Trendanalyse. Oh. Hey, ich wäre dafür down. Sag mir Bescheid. Aber die erste Staffel hat dann halt schon viele Fans verärgert, weil die Visuals waren natürlich nicht so gut. Mhm. Und die ganze Atmosphäre von der Originalserie war halt nicht gut rübergebracht. Mhm. Die Figuren waren auch komisch gecastet und es wurden auch ganze Figuren weggestrichen aus der Serie. Und die zweite Staffel ist nicht besser als die erste. Auch auf Netflix. Mhm. Und ja, ich fand, in der ersten Staffel gab es noch ganz interessante Antagonisten. Das wird jetzt hier in der zweiten Staffel auch alles verworfen und die Handlungsstränge fühlen sich sehr holprig an und konstruiert. Also ich kann jetzt irgendwie alles wiederholen, was ich auch schon bei der bei The Imperfects gesagt habe. Aber ich finde vielleicht, was ich cool fand an der Serie, war schon, dass die in der zweiten Staffel sich mehr Mühe gegeben haben, was die Outfits angeht, weil es gibt so diese Verwandlung. Das ist geil! Ja, oh, das ist so viel gegeben bei den Outfits. Ja, aber das ist schon eine sehr wichtige Sache. Das Kostüme-Department hat sich schon jetzt in der zweiten Staffel mehr gedacht, weil es gibt diese Verwandlungen. Oh Gott, das ist so. Okay, diese Verwandlungen, die Feen verwandeln sich. Also die transformieren sich wie so Pokémons, so ein bisschen. Und die haben ja auch unterschiedliche Fähigkeiten. Also ist eher wie Sailor Moon, oder? Ein bisschen wie Sailor Moon, ja. Aber so vergleichbar. Wer ist denn der oder die Böse? Das wird jetzt zu spoilerig, aber jetzt in der zweiten Staffel ist es ja anderes als in der ersten Staffel. Also wir wollen natürlich nicht Fate-Wings-Saga-Spoiler. Okay. In der zweiten Staffel sind so Blood Witches und es spielt alles an der Schule Alfia, das ist so eine Feenschule und ein Feeninternat und die müssen da lernen, ihre Kräfte zu kontrollieren. Also es könnte auch eigentlich eine ganz coole so eine Mischung aus Avatar, The Last Airbender und Harry Potter? Ja, also es ist doch mehr so Coming of Age und so Teenie-Liebesdramen und so, aber dann auch nicht gut umgesetzt. Sehr, sehr cringe Dialoge wieder. Naja, das einzige Gute war wirklich, diese Transformation sah ein bisschen besser aus als in der ersten Staffel, weil da gab es auch viel Hate für. Ich will unbedingt trailern. Ich kann es mir visuell überhaupt nicht vorstellen. Ja. Ich will auch, dass wir den ganzen Podcast drüber reden mal. Einfach so. Ich hätte aber auch Lust, also es sind schon so Serien, die Spaß machen, die zu reviewen, weil die auch so trashy sind. Und wenn man mal einen Abend irgendwie Lust hat, sich in so eine Welt reinzufuchsen, sich danach drüber aufzuregen, dann kann man das auf jeden Fall machen. Aber ich finde, das sollte auch eine neue Skala werden. Kann man dabei essen oder nicht? Ist sie zu schlecht, um dabei zu essen oder... Und ich fand, sie war nicht so schlecht, dass man nicht dabei essen konnte. Okay, also es gab schon auch, gerade in der ersten Staffel, doch, also weil die Hauptfigur Bloom, da weiß man auch nicht wirklich so ein bisschen wie bei Star Wars, wer sind ihre Eltern, wo kommt sie her, wie hat das alles wenn so ein Mysterium. Wird es dann einfach fallen gelassen und gesagt, who cares, fuck it. Und das ist nämlich jetzt in der zweiten Staffel ein bisschen passiert. Ey, Spoiler. Ja, es tut mir leid, aber guckt es auf jeden Fall nicht. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Serie. Hast du schon Sand in den Augen? Oh Gott. Ja, auf Netflix. Ist eigentlich jetzt was für Lenny, weil der hat auch so Schlafprobleme. Da kommt dann der Sandman nicht. Ja. Also, Xenia. Mhm. Also ich fand The Sandman, oder Sandman fand ich, mir hat die sehr gut gefallen. Mhm. Ich finde, ich habe die Comics gelesen, ich finde, die ist relativ nah dran geblieben. Die Comics haben so einen ganz eigenen Style, das hat die Serie leider nicht so hinbekommen. Und ich fand auch manche Effekte, ich weiß nicht, ich hätte mir einfach ein bisschen was Besondereres
vorgestellt ist. Ich hätte mir gewünscht, dass sie sich mehr Mühe gegeben hätten. Bei den Kostümen. Und bei der Verwandlung. Ja, genau, mit den ganzen Hintergründen und den ganzen Schlössern und sowas. Aber jetzt im Großen und Ganzen, ich war echt überrascht, wie gut ich die Serie dann fand. Mhm. Der Hauptdarsteller, den fand ich sehr gut, wie er die ganze Zeit, ich meine, der hat eigentlich einen leichten Job, der muss eigentlich die ganze Zeit nur melancholisch so schauen, ein bisschen gedeckter reden und einfach ein bisschen langsamer sprechen. Tom Sturridge heißt der Gute. Mhm. Ja, also ich sehe das auf jeden Fall. Ich glaube, ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Aus der Fate-Wings-Saga-Ecke. Ultra-Ecke. Nein, ich habe die Comics leider nicht gelesen. Tut mir leid, jetzt habe ich so einen Lachsflash. Okay. Tut mir leid. Ja, ich habe die Comics. Sandkastenfall, ich werde das jetzt sehen. Ich habe die Comics leider nicht gelesen und deswegen, glaube ich, wusste ich vorher noch nichts, was ich mir unter The Sandman vorstellen kann und bin so ganz ohne Vorwissen in die Serie reingegangen und hatte da echt meine Probleme reinzukommen. Ich glaube auch, dass ich Neil Gaimans Style einfach nicht so gerne mag. Also ich hatte mit American Gods schon mega meine Probleme und war auch nicht so ein großer Fan von Good Omens. Einfach weil ich seinen künstlichen Stil, den er auch umsetzt und der auch auf jeden Fall seine Berechtigung hat, aber dieser Mix aus Comic und Mythologie, glaube ich, einfach nicht so meins ist. Und deswegen bin ich auch in The Sandman so relativ schwierig reingekommen. Aber ich habe es auch zu Ende geschaut und ich fand, es hatte wirklich seine Momente. Also gerade diese Themen rund um so Tod und auch so Vergänglichkeit und so, also gerade in einer bestimmten Folge wird das behandelt. Das hat mich richtig abgeholt und auch berührt. Aber ich fand auch, das hatte, glaube ich, Alperman im Podcast auch gesagt und das, damit konnte ich halt voll mitfühlen, diese anamorphen Linsen, die verwendet wurden, haben dieser Serie so einen komischen Look gegeben. Also es hat an den Rändern manchmal so verschwommen gewirkt und ausgefranst und die Figur von Dream war auch so komisch langgezogen und so, also ich muss sagen, nicht Tom passieren Sturridge. Mit anamorphen Linsen. Aber ja, okay, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ist es vielleicht, ich hab die nicht gesehen, weil das auch so in meinem Urlaubsding war und ich die deswegen auf meiner Watchlist noch habe. Das hat Netflix ja super oft, das war bei The Witcher zum Beispiel auch, dass du gerade an den Rändern super viel unschärfer hast. Und dass nur dein Mitpunkt quasi wirklich scharf ist. Und das sieht bei The Witcher Staffel 1 auch richtig scheiße teilweise. Also es haben super viele Netflix-Produktionen. Vielleicht ist es dann hier auch das so der Fall. Das kann natürlich auch daran liegen. Ich bin so mir noch Netflix, nicht mal Netflix-Vorgabe, Ränder unscharf, Mann. Ja, und das hat mir nicht so persönlich so gut gefallen. Und ich fand auch, Tom Sturridge war mir ein bisschen zu blass. Also literally blass und als Figur. Ich weiß es nicht, aber ich kann aber auch das gut nachvollziehen, wenn man vielleicht auch mit der Serie nicht so gut klarkommt, weil die halt auch so eine weirde Dramaturgie hat. Also die erzählt halt so mehrere in Etappen. Also das fühlt sich immer an. Das ist auch tatsächlich so, dass die halt mehrere Comics, also mehrere Bände verfilmt haben. Und du merkst halt wirklich auch richtig in dieser Serie, wie dann ein Kapitel beendet wird und dann wird ein neues aufgemacht, aber das ist halt trotzdem noch eine zehnteilige Serie, die man am Stück schaut. Ich habe auch am Ende gedacht, ich glaube, es ist eine Serie für die Fans und ich habe auch oft gehört, hey, das ist eine richtig gute Comic-Verfilmung, hier wird mal die Dramaturgie eher von Comics eingehalten und nicht von einer kohärenten Handlung einer Serie und ich glaube, deswegen hat es mich aber eher rausgebracht. Ja, es gab halt nicht so wirklich so einen Spannungsbogen. Es sind halt einfach immer, Dream ist halt so von einem Ding ins nächste reingefallen. Ne? Und ich musste richtig viel googeln, also ich hatte das Gefühl, mir hat die Serie mich nicht so gut eingeführt in so unterschiedliche, in die ganzen Welten. Und zum Beispiel? Ich hatte meine Probleme mit dieser Figurengeschichte von, ich glaube, das war Laura? Also diese Person, die dann dieser Wirbelwind ist. Also ohne jetzt viel zu spoilern, aber genau, die, da bin ich gar nicht durchgestiegen und ich fand dann auch diese ganzen Figuren, die dann auch noch auftauchen, ohne jetzt auch viel zu spoilern, die mit Dream in Verbindung stehen, da habe ich dann manchmal nicht genau verstanden, wie die zueinander stehen. Also ob sie jetzt verwandt sind oder wie diese ganze Mythologie darum rundherum aufgebaut ist. Da hatte ich meine Probleme mit. Aber ich sehe da ähnliche Probleme wie bei The Witcher, wenn du die Bücher da nicht gelesen hast. Oder auch die Spiele nicht. Aber die Spiele helfen dir, finde ich, auch nicht so viel dabei. Dass man so, Zeitsprünge? Was denn jetzt hier passiert? Und warum und wie? Und warum verhalten die sich alle so? Netflix irgendwie. Ja. So ist die versuchen irgendwie was Cooles, aber irgendwie reicht's nicht so ganz. Anscheinend. Aber ich habe mir auch am Ende gedacht, ich würde auf jeden Fall auch die zweite Staffel gucken. Also es ist auch so eine Serie, die bei mir eher auf die Flop-Liste gelandet ist, weil ich da nicht mit so viel anfangen kann. Aber weil nur eine Wings-Staffel rauskam. Genau. Aber vielleicht auch noch gut zu wissen, Wings wird jetzt auch nicht weiter fortgesetzt. Oh. Also Netflix hat's gecancelt. Vielleicht kommt ja ein Kinofilm so als Abschluss. Vielleicht. Wer weiß. Machen wir eine Petition auf.
change.org. Wings the Film. Ja. Passend zu unserer Zeit haben wir auf der Liste auch noch Falling for Christmas. Falling das for Christmas. Das hast auch du geschaut. Auch. Stimmt, ja. Sehr viele Flops dieses Jahr. Sehr viele Flops. Jetzt denken Leute, ich gucke nur schlechte Sachen, aber das stimmt nicht. Du hast doch die Ringe der Macht geschaut. Stimmt, ich habe auch. Aber das musste ich ja. Das ist zwar vertraglich geregelt. Du musst erst Hilfe. 8 Folgen Ringe der Macht besprechen, bevor du eine House of the Dragon Folgenbesprechung mitmachen genau. darfst. Aber alle Folgen von Ringe der Macht waren besser als Falling for Christmas. Das ist dieser neue Netflix-Weihnachtsfilm mit Lindsay Lohan. Und was? Ah, der ist das, ja. Genau. Ja. Ich hab, die gibt's noch. Aber die gibt's noch, die hatte ein Comeback durch den Film. Ich find's krass, ja, wie oft heute das Wort Flop und Netflix-Produktion fällt. Das ist schon auffällig, Netflix. Also, Game. Aber ja, Lindsay Lohan ist back. Genau. Quasi. Ich weiß nicht, wo sie in den letzten Jahren war. Ja, vielleicht hat sie auch das Gedächtnis verloren. Das ist nämlich der Plot von Falling for Christmas. Ihr könnt's. Okay, ratet mal. Ratet mal, was die Handlung ist. Ihr Weihnachtshoneymoon oder so ein Kram? Also. Fast. Also sie vergisst sie hat vergessen, wer sie ist, weil in dem Moment, wo ihr Verlobter ihren Antrag macht, sie den Berg runterkullert und gegen einen Baum fällt und dann nämlich nicht mehr weiß, wer sie ist. Darf ich das Ende predikten? Mhm. So ein schöner Weihnachtsbaum mit Geschenken drunter und die ganze Familie vereint. Aber vielleicht ein bisschen diese sehr, ganz seltsame Sache, dass ihr Verlobter eigentlich gar nicht so der coole Typ ist, aber sie lernt halt so einen Arzt kennen oder so einen Pfleger im Krankenhaus und dann am Ende ist sie dann mit ihm zusammen, weil sie entdeckt, okay, ich müsste eigentlich zu dem anderen zurück, weil wir sind verlobt und dann entdeckt sie, ah, der ist eigentlich scheiße und der Typ ist viel besser für mich, aber der ist vielleicht nicht so hochgestellt wie jetzt mein Verlobter, ja, und dann macht so die Rich Family Kram ist. Dann macht die nicht dieses ganze krasse, übertriebene Weihnachten, sondern so ein ganz gediegenes Weihnachten. Ja, genau. Das ist auch das Weihnachtsbaumchen, aber dann sie stürmt so rein und er sitzt da so quasi allein mit der Familie. Also sie seid echt nah dran. Ja. Also, ja. Also sie ist eigentlich so eine sehr verwöhnte, reiche Tochter von so einem, ihr Vater hat, glaube ich, ein Hotel, genau, und dann ja, vergisst sie halt ihr Gedächtnis und dann trifft sie nämlich, also ihr Verlobter ist so Influencer, das ist auch eigentlich ganz lustig, weil er dem ganzen Film über sie dann noch sucht und sie nicht findet und dann immer so Fotos macht und so. Also es ist so eine sehr lustige, aber auch, ne, haben wir oft gesehen, ist auch ein Trope. Ich musste aber auch bei dem Film wirklich ein paar Mal lachen. Absichtlich? Also war das die waren zum Lachen gedacht oder ist der Film unfreiwillig? Der Film macht sich keine Idee daraus, dass der übelst trashig ist. Also es ist so eine nette Unterhaltung, wenn man mal einen lustigen Film machen will oder sowas. Ja, und dann trifft sie halt auf diesen Typen, der dann so ein kleineres Hotel hat und so ein gediegeneres Hotel. Aber immerhin noch ein Hotel. Genau, ja. Ich finde es witzig, wie oben, er macht hier den Heiratsantrag quasi so oben bei diesem Riesenhotel und sie kullert den Berg runter und da ist halt dieses kleine Hotel und sie kullert in das andere Hotel rein. Ja, und da geht es halt so ein bisschen darum, ne, dass sie dann natürlich auch viel sympathischer ist, weil sie ja alles vergessen hat, dass sie so viel Geld hat. Und Geld ist nicht alles am Ende, sondern wahre Liebe ist frei von Geldzwängen und starten wollen. Ja. Aber ich finde, wenn man mal ignoriert, was der Film ist, in seiner Formel natürlich sehr vorhersehbar und nicht sehr logisch oder so, dann kann er schon Spaß machen. Also der ist auf jeden Fall kein guter Film, aber. Bist du denn in Weihnachtsstimmung gekommen? Weil das ist, das ist irgendwie gefühlt immer so der Mehrsinn dieser Netflix-Weihnachtsserien, dass man halt in diese Weihnachtsstimmung kommt und halt so was locker-flockiges hat, weil ich glaube, die erste norwegische Netflix-Produktion war auch so ein ganz weirder Weihnachtsfilm. Mhm. Und so, war halt auch so total vorhersehbar. Ja. Und here we go again. Ich glaube nicht. Also ich bin nicht in Weihnachtsstimmung gekommen. Okay. Es hat geschneit. Also es war eigentlich so das Einzige, wo ich so war, okay, Weihnachten tick the box. Mhm. Aber ich finde, Guillermo del Toro's Pinocchio hat mich viel mehr in Weihnachtsstimmung versetzt als das. Das stimmt. Hat man so Schellenkränze gehört in dem Film? So. Oh Gott, das weiß ich jetzt nicht, aber Kitsch, ich wollte nur so ein bisschen an der Kitsch-Schraube drehen. Also kitschig war es auf jeden Fall. Und sie hat auch so einen pinken Schneeanzug an, den sieht man auch auf den, von der Werbung. Das letzte, was ich mit Lindsay Lohan gesehen habe, glaube ich, war Machete. Das ist Kontrastprogramm zu einem Weihnachtsfilm. Freaky Friday. Aber den mag ich auch echt gerne. Friday ist doch aber nicht so, ist doch älter als Machete. Ja, aber ich habe den als ja noch ein Kind. Ach so, du guckst den. Okay. Ist der nicht mit Jamie Lee Curtis? Ja. Ja, der ist schon auch ein Kultfilm, finde ich. Echt? Ein Kultfilm. Ja, also aus meiner Generation. Also für die Generation ist das ein Kultfilm. Lenny nickt hinter der Kamera. So, der Pate ist kacke, aber Freaky Friday, Mann. Exposed. Aber ganz interessant ist auch, dass das ist voll verrückt, hast du schon mal gemerkt. Wenn wir jetzt 365 Tage warten, dann ist wieder Weihnachten. Aber
Aber ist ja nicht in Schaltjahr oder sowas? Oh Gott, wieso habe ich hier zu diesem Podcast ja gesagt? Ich habe das Gefühl, werden so all meine Leichen ausgegraben, die ich über das Jahr geschaut habe. Ist das nicht dieser super toxische Kack? Wir haben den Titel noch gar nicht gesagt. Ich habe nur eine dumme Überleitung gemacht. Ja, 365 Days, This Day ist der zweite Teil von 365 Days. Es gibt sogar noch einen dritten, der ist, glaube ich, im November rausgekommen, aber den habe ich nicht geguckt. Ich habe nur den zweiten gesehen. Für nächstes Jahr dann, ne? Genau. Okay. In drei Worten, wie fandst du den Film? Toxisch, lustig und krass vorhersehbar. Das waren fünf Worte, aber das krass musste sein. Plot Twist, es gibt zwei Worte mehr. Also, krass. Ich sag nur eines. Es gibt ein Love Triangle mit Massimo, das ist ja ihr, also kennt ihr die Handlung von 365 Days? Irgendwas mit Stalking, Stockholm-Syndrom und Don't do that. Eigentlich ist es gar nicht so lustig, weil es geht darum, dass ihr Entführer, also die Hauptfigur heißt Laura und sie heiratet ihren Entführer. Also er entführt sie und sagt ihr, in 365 Tagen wirst du dich in mich verlieben und das Alter, tut sie dann auch. Ja, und es ist so Alter, sehr problematisch, weil es gibt dann auch Szenen, die grenzen an Vergewaltigung eigentlich und das wird dann alles so ein bisschen abgeschwächt, weil er sie auch immer Babygirl nennt und es ist so ein bisschen, wird dann halt so als hot inszeniert, also so ein bisschen wie 50 Shades of Grey, nur in noch viel trashiger. Also ein good looking guy und dann ist das nicht so schlimm, ne? Genau, er ist Mafia-Boss. Also, ja, genau. Und in der zweiten Staffel Ich das wird sich richtig ekelhaft an. Das ist auch ein bisschen ekelhaft. Aber es ist auch hart lustig, weil der Film, man kann ihn nicht als Film bezeichnen. Er ist eigentlich nur ein Musikvideo, was aneinander geschnitten ist. Also Montagesequenz nach Montagesequenz. Und der, also das Lustige ist eigentlich, der erste Film endet mit so einem krassen Plot-Twist eigentlich. Und der wird in den ersten fünf Minuten des zweiten Teils halt so verworfen. Also er wird dann so erklärt, ja, so irgendwie. Komm, nee, ey, das guckt doch ekelhaft. Machen wir das zwei, ich will das eigentlich wissen. Es wäre witzig, wenn sie den Berg runterkullert nach dem Heiratsantrag und dann geht das über in diesen Lindsay Lohan-Film. Ja, also eigentlich, man könnte sagen, man hat Angst, dass sie tot ist, also die Protagonistin nach dem ersten Teil. Ich spoilere das jetzt einfach. Mhm. Und es war so, dass sie auf dem Weg zur Hochzeit war und mit ihm dann und so. Und das ist alles dramatisch. Man denkt sich so, oh Gott, was wird jetzt passieren? Oh nein, jetzt kann sie nicht heiraten. Ja, genau. Und sie ist auch schwanger, also im ersten Teil. Das wird noch schlimmer. Ja, und das im zweiten Teil wird jetzt dann eigentlich direkt erklärt, also sie ist noch da, also so, sie ist nicht tot. Und sie hat aber leider beim Autounfall ihr Kind verloren. Also es ist alles so ein bisschen, es wird dann irgendwie in den ersten fünf Minuten abgefrühstückt. Und dann widmen wir uns dem krassen Plot von diesem Film, weil ich hätte niemals gedacht, dass ich noch einen Film sehe, wo diese böse Zwilling-Geschichte nochmal aufgegriffen wird. Doch, aber es ist wirklich genau das, weil sie beobachtet halt dann ihn, angeblich, wie er sie betrügt, aber es ist ein böser Zwilling. Oh Gott, das ist schlimm. Oh, so schlimm. Und dann hat sie so einen Gärtner, der heißt Nacho. Nicht der Gärtner. Oh Gott. So, okay. Also basically ihr so eine Avancen macht und so und dann plötzlich, aber er ist auch echt ein cooler Typ, also er wirkt viel, viel besser als so der Stockholm-Syndrom-Mann von ihr, den hat sie dann übrigens auch geheiratet, also damit beginnt dann auch der Film. Er ist eigentlich der viel bessere Fang, also er ist einfühlsam, er verbietet ihr nicht Dinge, weil Massimo verbietet ihr halt andauernd Sachen, also er ist immer noch total der herrische Typ, weil, ich meine, er hat sie auch gekidnappt. Er kann mit Pflanzen umgehen. Also. Ja, also, das auf jeden Fall auch. Und dann kommt aber natürlich heraus, er ist kein Gärtner. Denn er ist auch Mafia-Boss. Mafia-Mannschaft. Ja, das ist halt wirklich Twist and Turns. Das klingt wie so eine Parodie auf 50 Shades of Grey und mit der Pate. Aber wer winkt denn sowas durch? Also das hört sich so wirklich krank an. Aber ist das so in seiner Trashigkeit unterhaltsam? Ja, also aber es ist wirklich, ich habe Tränen gelacht. Genau, und es ist so ein bisschen mit einem Lachen und einem Weinauge. Also ich habe das auch mit Freundinnen geguckt und wir haben uns wirklich, das war so ein lustiger Abend, weil wir haben uns die ganze Zeit über diesen Plot lustig gemacht. Dann im Nachhinein denkt man sich so, oh Gott, jetzt haben wir diesen Film eben auch Klicks bereitet, der in seiner Message alles andere als gut ist. Deswegen würde ich das auch immer vorsichtig genießen, so einen Film sich anzuschauen. Der Hintergrund ist auf jeden Fall problematisch,
aber der ist auch lustig. Also, der hat dann bestimmt auch so geile Dialoge wie 50 Shades of Grey mit dem Spielzimmer. Ja, das ist mein Spielzimmer. Ist da eine Xbox drin? So dumm, ey. Ja, am schlimmsten ist halt er, weil er sagt andauernd Baby Girl. Also er so, we're back to our normal life, Baby Girl. Und dann nennt er sie halt immer so. Und das ist so richtig unangenehm. Ja, man kann eigentlich so eine Compilation machen aus den Momenten, wo er sie Baby Girl nennt. Das ist einfach richtig schlimm. Ja. Gehen wir zu was Schönerem über. Ekelhaftig. Bridgerton, Staffel 2. Oh Gott. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen hier abbrechen. Ist das so? Ich kann kurz was zu Bridgerton, Staffel 1 sagen. Oh ja, ja, bitte, hast du gerne. Hast du es geschaut? Ich wurde ein bisschen, ich wurde nicht gezwungen. Mein Freund hat gesagt, wir gucken jetzt Bridgerton. Du wurdest gezwungen, weil du immer sonst sagst, wir gucken das. Ja, genau, genau. Und ich hab wirklich darauf bestanden, Bridgerton abzubrechen. Weil ich sage, ich kann mir das nicht angucken. Ich kann diese reichen, versnobten Menschen nicht sehen und wie sie mit anderen Leuten und dieses Hochzeitsgezwänge und dieses ganze Zeit Gelästere. Ich musste abbrechen. Es war nichts für mich. Okay, ich habe noch was für die erste Staffel übrig gehabt. Also zu meiner Verteidigung, das hat gekickt, als es so wirklich Hochpandemie war und man war zu Hause und man brauchte irgendwie einen Eskapismus und die hat diese Serie auf jeden Fall mir gegeben. Also es spielt eigentlich in so einer so Fantasy-Welt, aber im Setting vom 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Es ist so eine Mischung aus Pride and Prejudice und Gossip Girl. Also es geht um so eine Art Figur, die so den Talk of the Town verbreitet in so Blättern. Also so ein niemand bisschen, weiß, wer das ist. Genau. Und sogar die Königin von England liest das und lässt sich davon beeinflussen und keiner weiß, wer es ist. Und es geht um diese reiche Familie Bridgerton. Ja. Und die sind alle good-looking. Und die haben Töchter und die müssen alle verheiratet werden. Genau, das wird alles mit heiraten und so Bällen und sowas, da werden die verkuppelt und dann wird geheiratet. Und es gibt halt die Nachbarsfamilie, die ist halt auch so adelig. Und die sind aber eher dumm und die sind auch alle hässlich. Und das ist so, ja, wow. Geil. Die sind aber, ja, genau, die Unbeliebten sind natürlich auch einfach hässlich. Und es ist so, oh. Das Einzige, was ich von der Serie gehört habe, da wird eigentlich die ganze Zeit gebumst. Und das gibt es in der zweiten Staffel nicht mehr so krass. Und deshalb finden die auch alle nicht mehr ganz so gut. Das ist ja auch kritisch. Da wird das kann ich bestreiten. Es findet keine Aufklärung unter den Figuren statt, so was Sexualität angeht. Und dann gibt es so eine Konstellation in der ersten Staffel. Und das ist dann auch sehr kritisch, wo es dann um erzwungene Schwangerschaft und so ein Kram geht so ein bisschen. Deswegen so, ja, das kann auch kritisch sehen. Das kann man auch kritisch sehen. Schön, dass wir hier so viele problematische Serien am Ende haben. Ja, Netflix kritisch und rotzig. Was ist los bei denen? Ja, also die zweite Staffel macht da auch nicht viel anders wie die erste. Also es geht wieder um ein Pärchen, diesmal. Die jüngere Schwester, ne? Ist jetzt eine ganz andere Frauenfigur, aber der ältere Bruder. Boah, ich habe den so gehasst in der ersten Staffel. Das ist so ein. Oh, ja, der ist richtig eklig. Hat eine Affäre mit irgendwie. Das hat mich so ein bisschen an Buddenbrooks erinnert, falls jemand gelesen oder gesehen hat. Ich bin der ältere Bruder, ich muss den Stand der Familie zusammenhalten und benimm dich Schwesterlein, ich verkuppel dich jetzt mit dem, du darfst auf keinen Fall mit dem was haben. Und hat selber eine Affäre mit so einer anderen und ich lasse dir jetzt Geld da. So von wegen, das wird schon richten. Und ich finde ihn super unsympathisch. Also ich muss sagen, er macht sich dann doch im Laufe der zweiten Staffel. Also Anthony und Kate heißt diesmal das Pärchen. Und ja, aber ich glaube, das große Manko, wo die erste Staffel vielleicht noch ein paar überzeugt hat, ist halt so Regie, glaube ich, heißt er, oder Reggie, John Page. Also der spielt ja auch bei hier bei The Grey Man zum Beispiel mit und hat dann auch bekannt gegeben, dass er halt nach der ersten Staffel nicht mehr dabei sein wird von Bridgerton. Und er war halt der Star der Staffel. Okay. Und diese Lücke merkt man halt richtig der zweiten Staffel an. Und die haben den halt auch richtig komisch rausgeschrieben. Also macht doch gar keinen Sinn, wieso er dann nicht da ist. Und es gibt auch keinen richtigen Grund. Und dann wird einfach so behauptet, ja, er ist zu Hause geblieben mit den Kindern. Aber man denkt sich so, okay, genau. Es macht gar keinen Sinn, dass du gerade nicht hier bist. Ja, und ich weiß nicht, die zweite Staffel hat mich, glaube ich, schon verloren, weil sie einfach nicht so eine gute Chemistry hatten, wie schon das Originalpärchen Simon und Simon und wie hieß nochmal die aus der ersten Staffel, erinnerst du dich? Nee. Das wäre schön gewesen, wenn Simon Garfunkel gewesen wären. Ich habe ihren Namen jetzt leider vergessen, aber egal. Bridgerton Junior. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, es gibt auch noch eine dritte Staffel, da wird es dann wieder um ein neues Pärchen gehen. Mal schauen, ob ich die mir anschauen werde. Lady Bridget, kommen Sie zum Tee. Xena, dein Leiden hat immer noch kein Ende. Ne? Oh Gott, du hast noch was Tolles gesehen. Das ist auch wirklich jetzt das Letzte. Und ich werde mich kurz halten. Ja, ich habe auch noch mal mir die fünfte Staffel Elite angeschaut.
Auch so eine Serie, die nach der zweiten Staffel eigentlich nicht mehr gut war. Also es ist auch so eine Teenie-Serie. Ja, in den fünf Staffeln habe ich durchgehalten. Also ja, da noch drei. So, ich habe noch durchgehalten. Das ist auch eine Serie, die... Ich habe viel gegessen. Ich esse jeden Tag dreimal. Und das ist auch so eine Serie, da gibt es jetzt auch schon wieder eine neue Staffel. Im November ist sie rausgekommen, aber ich habe nur die fünfte geguckt. Also im April ist die schon gelaufen und das war... zum Zeitpunkt, als ich Corona hatte. Und da traf sich das ganz gut, dass ich die dann durchbingen konnte. Und ich bin jetzt auch wirklich ehrlich, ich habe Handlungsstränge geskippt. Also ich habe einfach so auf 1.5 times Speed gemacht bei einzelnen Episoden, weil das einfach sich so konstruiert und komisch angefühlt hat, die ganze Staffel. Und das Problematischste ist, glaube ich, auch noch eine Figurenhandlung von einer Figur, Philipp, die eigentlich auch so eine, ja, so ein sexueller Straftäter ist, der dann so eine komische Redemption-Arc bekommt im Laufe der Folge. Also das zieht sich eigentlich wie durch so ein Muster durch meine einzelnen Sachen, die ich hier vorstelle, weil es ist immer irgendeine komische Coming-of-Age-Geschichte oder so eine Teenie-Serie, die dann so wichtige Themen wie sexueller Missbrauch oder zum Beispiel, weiß ich nicht, Sexualität oder Feminismus behandelt, aber immer auf eine schlechte Art und Weise. Also es wird nie komisch, es wird nie richtig eingeordnet, sondern immer komisch gehandhabt. Und da appelliere ich auch an Netflix, hört bitte auf, sowas zu produzieren. Ja. Und zeigt sich Xenia nicht mehr an. Genau, damit ich da nicht mehr draufklicke. nein, also ich bin ehrlich, das war auch die letzte Staffel Elite, die ich geguckt habe. Ihr habt es, ihr aufs Schwarz aufs Weiß. Ja. Ja. Also würdest du sagen, das ist das Ende von Elite für dich? Das ist das Ende von Elite für mich. War es denn aber auch das Ende von Halloween? Ja, Halloween hat ja drei neue Teile in den letzten Jahren bekommen, wieder mit Jamie Lee Curtis und erzählt so quasi so alles, vergesst alle vorherigen Teile, es geht direkt los nach Halloween. Das ist ja so ein neuer Trend und sowas. Und Halloween Ends ist tatsächlich ein großer, großer Rotz. Also es ist wirklich, diese ganze Reihe ist ganz, ganz, ganz schlimm. Sie führen einfach einen neuen Antagonisten ein und es geht hin und her zwischen Michael Myers, der irgendwie in der Kanalisation wohnt, dann wissen sie nicht genau, die Stadt ist das Böse ist in uns, Michael Myers ist das Böse und das Ende ist sowieso das allergrößte Schmarrn. Also diese ganze Reihe ist tatsächlich einfach nur ganz, 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 ganz furchtbar und ich habe ganz viel Angst, denn der Macher wird jetzt die Exorzist-Sache weiterführen. Also und das Exorzist-Ends. Ja, es zerstört einfach alles Horrorklassige gerade. Was kann er noch machen, um dir Jurassic World Ends? Boah, nee, der Jurassic World wurde ja schon, ja, boah, Jurassic World Ends, boah, ganz schlimm. Nee, er könnte noch diverse, Carrie 3 drehen oder sowas. Oh, ganz aber da schlimm, war ja auch von anderen Verfilmungen nicht mehr gut. Ja, stimmt, die neue mit. Ja, ja. Carrie, eine telekinetische Frau, kommt selten allein. Oh Gott! Ja, das klingt wieder gut. Oh Gott, als, das Comedy, was für Netflix. Als Comedy aufgezogen. Oh, Carrie als Comedy, das wäre auch so Netflix-Ding, genauso. Ja, okay. Ich habe auch nur von Halloween Ends gehört, dass der quasi so die Fans genommen hat und dann quasi einen Riesenhaufen Scheiße über alle Fans so drüber genau. Das kommt doch immer gut an. Und ich finde es auch heftig, dass Leute halt so einen Auftrag kriegen, so einen Dreiteiler zu machen, aber eigentlich anscheinend überhaupt keinen Plan haben, was sie da tun. Das fühlt sich immer so, oh, lass doch mal jetzt was ändern. Richtiger Rotz. Klingt ja nach Star Wars. Ja, ja. Ist auch so. Richtiger Scheiß. Oh Mann, war das ein Scheiß, ja. Schönes Schlusswort. Aber wir haben ja auch noch Top-Picks, ne? Und die werden uns hoffentlich bessere Laune bereiten. Die besprechen wir dann nächstes Mal, ne? Genau. Leute, schaut euch noch weitere Videos an. Zum Beispiel haben wir ein Video gemacht zu den 10 schlechtesten Filmen 2022. Oder ihr schaut das Video an, die 10 schlechtesten Serien 2022. Da haben wir auch über ein paar Filme hier nochmal gesprochen. Und dann hoffe ich, dass wir uns spätestens nächste Woche wiedersehen mit den besten Filmen. Und bis dann. Tschüss. Okay, ciao. Ciao. Tschüss.